Ich und der Mörder ohne Waffen. Jerry Cotton Nummer 12. Von Delfried Kaufmann. Erschienen am 10.12.1956. Nein, ich hatte keine gute Laune, und zum ersten Mal, seit ich Beamter des FBI bin, war ich auf meinem Chef, M.R. High, ein wenig böse ob des Jobs, auf den er Phil und mich angesetzt hatte. Ich habe Mörder, Falschmünzer, Bankräuber, Goldmacher, Erpresser und gemeingefährliche Verrückte gejagt. Ich bin für das FBI durch die Urwälder des Amazonas gekrochen und habe mir für ihn die Nasenspitze in Kanadas Winter anfrieren lassen. Alles schön und gut, und ich hab's gern gemacht, aber dieser Job hier, nein, der gefiel mir nicht. Phil hatte nicht so viel dagegen. Wenigstens grinste er über unsere neue Arbeit, aber Phil stammt selbst aus einer gebildeten Familie mit viel Geld, und daher hat er wahrscheinlich den Sinn für Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Money anfangen sollen. Wenn er wollte, traf er genau den Tonfall der Leute, deren Spuren wir in M.R. Highs Auftrag verfolgten, und es schien ihm sogar Spaß zu machen. Ich traf diesen Tonfall nicht, und wann immer ich mit den Leuten aus den einschlägigen Kreisen sprach, schienen sie mir einfach einen ganz schönen Splin zu haben. Lesen Sie bitte in der Statistik nach, wie viel Morde in New York täglich passieren. Es sind nicht wenige. Selbstmorde kommen noch häufiger vor, und die Gründe, warum es den Leuten in dieser Welt nicht mehr gefiel, reichen von dem Griff in die Portokasse bis zum abschlägigen Bescheid einer angebeteten Dame. Genau um Selbstmorde ging es in diesem Fall. Ich sollte mich dafür interessieren, warum ein paar Leute den Gashahn aufgedreht, Blausäure getrunken oder sich erschossen haben. Ich werde es Ihnen erzählen müssen, warum es M.R. High so merkwürdig erschien, dass 5 Leute in einem Zeitraum von kaum 3 Monaten Selbstmord begingen. Zu Ihrer Information, im selben Zeitraum starben in New York 143 Leute von eigener Hand, aber nur bei 5 von ihnen kam es dem Chef seltsam vor. Den Anfang machte ein alter Herr, ein so alter Herr, dass er es sicher nicht selber hätte zu tun brauchen, wenn er nur noch ein wenig Geduld gehabt hätte. Er hieß Barrymore Maine, und wenn es in den USA einen Adel gäbe, dann wäre M.R. Maine mindestens Graf gewesen. Er gehörte zur ersten Gesellschaft von New York. Seine Vorfahren waren schon mit der Mayflower nach Amerika gekommen, und sein Großvater war Gouverneur und Korpsführer im Bürgerkrieg gewesen. Barrymore erbte Grundstücke und Aktien und hatte nie in seinem Leben eine Hand rühren müssen, was er auch sorgfältig vermied. Im Gegensatz zu unseren Wirtschaftskapitänen dachte er gar nicht daran, aus einer ererbten Million 3 oder 4 zu machen, sondern er lebte der Wissenschaft und den schönen Künsten, reiste viel, trieb sich in Indien, Afrika und Ostasien herum, verkehrte mit Dichtern und sonstigen seltsamen Zeitgenossen und wurde alt, ohne geheiratet zu haben. Seine letzten Jahre verbrachte er in New York. Eines Nachts, punkt Mitternacht wahrscheinlich, ging er in die Küche seines Hauses, die er sonst nie zu betreten pflegte, denn dazu war er viel zu vornehm, schloss Fenster und Türen und drehte den Gashahn auf, ohne die Flammen anzuzünden. Seine Köchin fand ihn am anderen Morgen, als sie herunterkam, um sein Frühstück zu bereiten, aber zu diesem Zeitpunkt war er schon tot. Haupterbe wurde sein einziger Neffe. Er erhielt den ganzen Maine'schen Familienbesitz, abzüglich einiger Legate, die M.R. Maine in Höhe von je etwa $10.000 seinen verschiedenen Clubs vermacht hatte. Die Polizei sah sich den Neffen natürlich an, aber er war ein hochachtbarer Mann, dem nichts nachzuweisen war. Er engte eine Reihe Prozesse an, um das Auszahlen der Legate zu sparen, aber er verlor sie, und dem alten Barrymore Maine wurde in dem einen oder anderen Club eine Büste errichtet als edlem Förderer und Stifter. Ich kannte Jennifer Bend nicht persönlich, und alles, was ich über sie weiß, weiß ich nur aus den Akten. Miss Jennifer war so etwas wie ein armes Gänseblümchen im Großstadtdschungel, ein Mädchen, dem das Schicksal so ziemlich alles versagt hatte, was man sich denken kann.
Sie war dünn und knochig. Sie trug eine dicke Hornbrille, hinter der hilflose runde Augen in die raue Welt blickten. Von Beruf war Miss Bent Bibliothekarin in der Nationalbücherei. Obwohl sie erst 26 Jahre zählte, pfiff nie ein Mann hinter ihr her. Alles, was Jennifer Bent besaß, war ein Sparbuch über 8000 Dollar, denn ihr großes Ziel war eine Reise nach Indien, einem Land, von dem sie sich außerordentlich viel versprach. Miss Bent glaubte nämlich daran, dass sie noch einmal wiedergeboren würde, und sie brachte das in irgendeinen Zusammenhang mit Indien. Wahrscheinlich freute sie sich auf ihre Wiedergeburt, in der Hoffnung, dass sie dann hübscher zur Welt kommen würde. Vorübergehend, aber schon vor mehr als einem Jahr, war sie Mitglied im Club der Krishnaeten, einer Vereinigung von Leuten, die sich ebenfalls für ein paar Mal Geborene hielten, aber sie wurde aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen. Eines Nachmittags, ungefähr einen Monat nach Barrymore Mains Tod, kam Jennifer Bent von ihrer Tätigkeit nach Hause, ging in ihr Zimmer, das sie bei einer tyrannischen Vermieterin bewohnte. Die Frau verließ die Küche, als sie das Mädchen hörte, um mit ihr über den zu hohen Stromverbrauch zu schelten, aber Miss Bent schlug ihr gegen jede Gewohnheit die Tür vor der Nase zu, dass es knallte. 3 Minuten später knallte es noch einmal. Die Wirtin rief kreischend nach der Polizei, und als 2 Cops die Tür zu dem Zimmer aufsprengten, lag Jennifer Bent auf dem Bett, mit einem großen Armee-Revolver in der Hand und einer Kugel im Kopf. Der Revolver stellte sich als Erbe ihres Vaters heraus, wobei rätselhaft blieb, wieso ein so weltfremdes Pflänzchen wie Miss Bent mit dem Ding überhaupt umzugehen verstand. Noch rätselhafter aber war die Tatsache, dass Jennifer am Tage vor ihrem Tode ihr gesamtes Guthaben von fast 8000 Dollar abgehoben hatte, und von dieser Summe wurde nicht ein einziger Dollar gefunden. 2 Selbstmorde unterfielen. Traurig, aber nicht sehr interessant. Dann passierte es, dass 3 Leute sich gleichzeitig und in einem Raum Blausäure eintrichterten, und von diesem Augenblick an ließ Emma Heisig sich diese 3 oder 5 Selbstmordfälle übergeben und reichte sie weiter an mich. Die 3 Leute, die sich in der Wohnung der Mrs. Carla Kenzer umbrachten, waren Emma und Mrs. Tompere und die Wohnungsinhaberin selbstständig. Der Polizeileutnant, der dabei war, als seine Leute, von Carla Kenzers Tochter alarmiert, in den Raum eindrangen, hat mir erzählt, wie es dort aussah. Die Tompers und Mrs. Kenzer mussten im Esszimmer irgendeine feierliche Handlung vorgenommen haben. Der Tisch war weiß gedeckt, und es standen 3 6-armige Kerzenleuchter aus Silber darauf, deren niedergebrannte Kerzen noch flackerten, als die Polizei erschien. John Tompere war im Smoking und die beiden Frauen im Abendkleid. Vor den Stühlen, auf denen sie gesessen hatten, stand je ein merkwürdig geformtes Glas, in dem sich ein ausgezeichneter Wein befand, allerdings, wie der Polizeichemiker feststellte, mit so viel Blausäure darin, dass sie ausgereicht hätte, eine ganze Ochsenherde zu töten. Es war auch nicht rätselhaft, wie das Gift in den Wein gelangt war. Die Flasche, in der es sich befunden hatte, eine normale sechseckige Medikamentenflasche, stand neben der Weinflasche auf dem Tisch. Die 3 Menschen waren tot. Blausäure tötet so schnell wie ein Blitz. Als der Gerichtsarzt die Leichen untersuchte, stellte er fest, dass jeder der Toten einen seltsamen Handschmuck trug, ein schmales Geflecht aus Gold, das wie eine Spiralfeder aussah, unten breit und so schmal, dass es nur mit Anstrengung vom Handgelenk gestreift werden konnte. Das Ding schien irgendwie symbolische Bedeutung zu haben, und es war ganz leicht festzustellen, dass sowohl die Tompers als auch Mrs. Kenzer zu jenen Leuten gehörten, die an Spiritismus, Okkultismus und an ein Wiedergeborenwerden glaubten. Seit jenem dreifachen Selbstmord waren 5 Tage vergangen. Die Leichen waren freigegeben und beerdigt worden. Phil und ich befanden uns auf dem Wege zu Charlotte Kenzer, die früh Witwe geworden war. Wir wussten bereits, dass Charlotte einzige Erbin des nicht unbeträchtlichen Vermögens ihrer Mutter war, und wir wussten auch,
dass der Fall bei den Tompers genauso lag. Auch sie waren alles andere als arme Leute, und auch ihre Erbin war eine Tochter, Anne Tomper. Die Familien hatten sich überhaupt durch die Töchter, die gemeinsam zur Schule gegangen waren, kennengelernt. Ich glaubte, ich sagte ihnen schon, dass ich keine gute Laune hatte. Es war der undeutlichste Auftrag, den Emma Hai uns je gegeben hatte. Seht mal nach, was dahinter steckt, hatte er gesagt, nicht mehr und nicht weniger. Wir hatten schon den Fall der Jennifer Wendt aufgerollt, bei der das Verschwinden der 8000 Dollar noch am ehesten ein Verbrechen vermuten ließ, aber wir hatten bisher nicht mehr herausgefunden als die Polizei, also nichts. Und jetzt gingen wir zu Charlotte Kenzer. Ich habe diese Besuche bei Hinterbliebenen immer gefürchtet. Ich hatte mich schon ein paar Tage lang mit Phil über das unterhalten, was Leute wie Barrymore, Miss Bent, Mrs. Kenzer und die Tompers in jene Clubs trieben, und ich will gehängt werden, wenn er mir darauf eine befriedigende Antwort gegeben hatte. Solche Leute wird es immer geben, sagte Phil, und es wird immer Leute geben, die ihnen nachlaufen. Die Sehnsucht nach dem Wunderbaren wohnt tief in den Menschen. Sie mischt sich mit der Sucht nach Sensation, mit dem Bedürfnis, das eigene Leben als besonders wichtig zu betrachten, mit der Langeweile des Reichtums und oft mit der Angst vor dem Tode. Schick solchen Menschen den richtigen Mann in den Weg, der sie überzeugt, dass er ein Auserwählter ist und der ihnen verspricht, sie zu Auserwählten zu machen, so werden sie ihm schnell nachlaufen. Wenn er ihnen bietet, was sie wollen, eine spiritistische Sitzung mit dem Erscheinen Verstorbener, Weissagungen aus der Vergangenheit, Wunder in irgendeiner Form, so werden sie seine Anhänger, die sich für ihn in Stücke hacken lassen. Und für ihn selbst Mord begehen, fragte ich. Phil zuckte mit den Achseln. Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass Emma Hai das gemeint hat, als er uns mit der Untersuchung der Morde beauftragt hat. Es muss nicht unmittelbar ein materieller Vorteil für den Mann im Hintergrund, der vielleicht am Tode der 5 Leute Schuld trägt, herausspringen. Es genügt, um in unserer Sprache zu reden, wenn er sie so verrückt gemacht hat, dass sie es als eine großartige Tat ansahen, als sie sich selbst umbrachten. Stern, Stern, Stern. Auf unser Läuten öffnete uns ein schwarzes Hausmädchen in Trauerkleidung. Wir fragte, ob wir Miss Charlotte Kenzer sprechen könnten, aber das Mädchen sagte, dass sich gerade der Rechtsanwalt und Vermögensverwalter bei ihr befände. Genau richtig, antwortete ich und zeigte meinen Ausweis. Vielleicht kann der Herr uns einige Auskünfte geben. Das Mädchen ließ uns ein. Wir mussten in der Halle warten, wurden aber dann in den Arbeitssalon der Verstorbenen geführt, wo die 22-jährige Charlotte uns empfing. Der Mann neben ihr stellte sich als Arthur Freebear vor. Er mochte etwas über 40 sein. Mit seinem kleinen dunklen Schnurrbart und den silbergrauen Schläfen, seinem gepflegten Teint und den kräftigen Händen passte er ausgezeichnet als Held in jeden Mädchentraum. Sicherlich gab es Leute, die Charlotte Kenzer hübsch nannten. Sie hatte blondes Haar, eine nette Figur, ein glattes Gesicht und blaue Augen, aber mir gefiel sie nicht besonders. Es war etwas von einer milden Hysterie an ihr, und der Ausdruck ihres Blickes war zu töricht und schwärmerisch zugleich. Natürlich war sie in Trauerkleidung, und auch Emma Freebear trug einen dunklen Anzug, wobei er allerdings mittels einer leicht getönten Krawatte den Abstand zu den Ereignissen betonte. Wirklich, es war alles sehr vornehm, einschließlich der Stühle, die uns angeboten wurden, so dass ich mich kaum darauf zu setzen wagte. Bitte, meine Herren, fragte Miss Charlotte. Ihre Stimme piepste ein wenig wie die eines Kükens. Ich überließ Phil die Führung der Unterhaltung. Er machte das sehr gut. Er drückte sein Bedauern aus, bat für die Störung um Verzeihung, versicherte, wie unangenehm es ihm sei, schon jetzt mit lästigen Fragen kommen zu müssen, murmelte einiges von notwendiger Pflichterfüllung und rührte endlich an den Kern der Sache. Ihre Mutter, Miss Kenzer,
gehörte einer Reihe von Vereinigungen an, die sich in der unterschiedlichsten Form mit der Seele des Menschen befassten, auch mit seinem Weiterleben nach dem Tode. Sicherlich hat ihre Mutter häufiger mit ihnen über ihre Interessen in dieser Richtung gesprochen. Nicht so sehr oft. Sie sagte immer wieder, ich sei noch zu jung, um an diesen letzten Geheimnissen teilzuhaben. Hat sie sie nie zu Zusammenkünften mitgenommen? Einmal zu einem Tee in den Räumen der Geist- und Lebengesellschaft, aber es ging zu wie bei jeder Teegesellschaft, nur dass sie sich ständig über so scheußliche Dinge wie Ankündigungszeichen und Geistermaterialisation unterhielten. Fanden Zusammenkünfte dieser Art auch hier statt? Nein, nur Tompers kamen von Zeit zu Zeit, aber ich habe nie bemerkt, dass dann etwas Besonderes stattfand. An Tomper und ich waren oft dabei. Natürlich war das Clubleben das Thema Nummer eins zwischen den Tompers und meiner Mutter, aber Ann und ich hörten dann kaum hin und sprachen von Dingen, die uns interessierten. Phil beugte sich weiter vor. Noch eine Frage, sagte er, und denken Sie genau nach. Ist Ihnen 14 Tage oder 3 Wochen vor dem Tode an Ihrer Mutter etwas Besonderes aufgefallen? Carlot dachte gehorsam angestrengt nach, schüttelte leicht den Kopf, hielt dann aber inne und antwortete, Mutter war immer sehr unterschiedlicher Stimmung, wenn sie von den Sitzungen kam. Oft war sie schlecht gelaunt, und sie sprach dann von störenden Einflüssen, die die Zusammenkünfte beeinträchtigt hätten. 14 Tage vor ihrem Tode nun kam sie noch spät nachts in mein Schlafzimmer, setzte sich auf die Bettkante und erzählte mir sehr glücklich, sie habe endlich den Meister kennengelernt. Wo war das geschehen? Carlot hob die Schultern. Das weiß ich nicht. Ich wusste nie, zu welchem Club Mama ging. Sie sagte auch nicht mehr. Phil sah mich an. Ich nickte. Geben Sie uns bitte eine Liste der Vereinigungen, zu denen Ihre Mutter gehörte. Diese Liste kann ich Ihnen geben, sagte Arthur Friber mit zerhöhnender Stimme. Durch mein Büro lief die Beitragszahlung. Wollen Sie bitte notieren? Er nannte aus dem Kopf nicht weniger als 11 Vereinigungen, denen Mrs. Kent angehört hatte, nebst der Adresse. Phil schrieb mit. Sie sind der Vermögensverwalter, M.A. Friber, fragte ich. Er nickte. Gewiss, ich bin auch der Testamentsvollstrecker, selbstverständlich unter der Oberaufsicht des New Yorker Testamentsgerichtes. Alleiner bin ist Miss Carlot Kenzer. Ja. Ohne irgendwelche Klauseln, die einer dritten Person Vorteile bieten. Ohne Klausel, antwortete er und zeigte flüchtig lächelnd seine Zähne. Es sei denn, Sie betrachten das Honorar, das mir als Vollstrecker zufließt, als einen Vorteil. Ich machte eine wegwerfende Handbewegung. Um deutlich zu reden, M.A. Friber. Keine fremde Person konnte also ein Interesse daran haben, dass Mrs. Kenzer sich tötete. Ein geltliches Interesse nicht. Ein Interesse anderer Art. Was meinen Sie? Fragte er. Sie haben mich missverstanden. Ich betonte geltlich nur, um Ihre präzise Frage präzise zu beantworten. Es war offensichtlich, dass er sich vor dem Mädchen produzieren wollte. Wir verabschiedeten uns, aber unter der Tür richtete ich noch eine Frage an das Mädchen. Ihre Mutter wurde mit einem merkwürdigen Armband, einer Art Goldspirale, am Handgelenk aufgefunden. Haben Sie diesen Gegenstand schon öfters an ihr gesehen? Nie, antwortete Carlot, und dann setzte sie einen Satz hinzu, der mir wahrhaftig zu ihr zu passen schien, Mama hatte sicher ihre Gründe, als sie es tat. Man sollte vielleicht nicht danach forschen. Darauf konnten wir nur eine Verbeugung machen. Die Gründe eines Todes, den er für gewaltsam hielt, nicht zu erforschen, das war für einen Gehmann ein geradezu unmögliches Ansinnen. Als zweiter Besuch stand Ann Tomper auf unserem Programm. Sie wohnte in der gleichen Ecke wie die Kenzers, nur ein paar Straßen weiter, aber ihre Eltern hatten in einem großen Haus nur eine Etage gemietet, während die Tochter in demselben Haus 2 eigene Zimmer bewohnte. Ann Tomper empfing uns in ihren Räumen.
Hier war alles hell und großzügig eingerichtet, und wenn das Mädchen auch Trauerkleidung trug, so ging von ihr doch eine Frische aus, die eine offene Frage zu vertragen schien. Sie sah Charlotte Kenzer ähnlich wie eine Schwester, oder sagen wir, wie eine Cousine, aber ihre Augen schauten kritisch in die Welt. Als Phil auf das Interesse ihrer Eltern für übersinnliche Dinge zu sprechen kam, fiel sie ihm ins Wort: Ich habe mich oft genug mit meinem Vater darüber gestritten. Mit Mutter war über diesen Punkt überhaupt nicht zu reden. Sie war beleidigt, wenn ich sie kritisierte, aber Vater versuchte, mich immer wieder zu überzeugen. Ich sagte ihm oft genug, dass die Clubs, die sie besuchten, nur von hysterischen Frauen mit zu viel Geld und ohne Arbeit gegründet seien, oder dass sich irgendwelche Leute von den Beiträgen mästeten, aber er stand zu sehr unter Mamas Einfluss, um auf mich zu hören. Freilich, sie unterdrückte die aufsteigenden Tränen, ich hätte nie gedacht, dass es ein so schlimmes Ende nehme. Ich horchte auf. Sie glauben also, dass der Tod ihrer Eltern einen Zusammenhang mit ihrem Interesse für übersinnliche Dinge hat? Natürlich, sagte sie, und jetzt schrie sie fast, irgendwer hat es ihnen befohlen, und sie haben es getan. Phil ließ einen langen Pfiff hören. Bitte, überlegen Sie, was Sie sagen, Miss Tompere, sagte er sanft. Glauben Sie wirklich, ein Mensch brächte sich um, weil es ihm befohlen wird? Sie vollführte eine heftige Geste. Sie haben ja keine Ahnung, wie es in diesen Clubs zugeht. Die Leute machen sich gegenseitig verrückt, und was dann noch fehlt, tut der Bursche hinzu, der der führende Kopf der Vereinigung ist, oder der Fortgeschrittene oder der Meister, oder wie sie sich sonst nennen. Mir fiel die Bezeichnung Meister auf. Dasselbe Wort hatte Charlotte Kenzer gebraucht, und sie wollte es von ihrer Mutter gehört haben. Haben ihre Eltern je von einem Meister gesprochen? Tompere überlegte. Nicht, dass ich wüsste. Wenigstens nicht in einem bestimmten Zusammenhang. Phil fragte sie noch, ob sie uns die Clubs nennen könne, denen ihre Eltern angehört hatten, und sie bekam nach längerem Überlegen genau die 11 Namen zusammen, die uns auch Fribert genannt hatte, allerdings wusste sie die Adressen nicht. Wir wollten uns verabschieden, aber sie hielt uns zurück. Hören Sie, sagte sie. Mir fällt etwas ein. Vielleicht ist es nicht wichtig, aber ich will es Ihnen lieber erzählen. Wenn Daddy mich von der Weisheit und Klugheit der Leute überzeugen wollte, die sich in seinen Clubs tummelten oder Geister beschworen, pflegte ich ihn zu fragen, wie viel Geld sie dafür erhielten, und er musste dann eingestehen, dass sie sich ungewöhnlich gut bezahlen ließen, und wenn es nur in Form einer Sammlung war. Das war das Argument, mit dem ich seine Überzeugungsversuche schlug. Ungefähr 4 Wochen vor seinem Tode kam er von einer Seance, und am anderen Morgen beim Frühstück erzählte er mir, gestern hätte sie in der Zusammenkunft der Wiedergeburt einen Mann kennengelernt, der vielleicht nur der Sache diene und kein Geld annehme, nicht einmal in Form einer Kollekte. Ich erinnere mich noch, dass ich antwortete, der Pferdefuß würde schon noch folgen, worauf Mama sich einmischte, und wir gerieten in Streit miteinander. Den Namen des Mannes wissen Sie nicht. Nein, aber sicherlich können Sie ihn bei der Gesellschaft erfahren, bei der er aufgetreten ist. Wir bedankten uns und gingen. Als wir unter der Tür standen, sagte Tompere noch einen Satz, genau wie Charlotte Kenzer, aber er klang ganz anders. Sie sagte, wenn Sie herausfinden, wer meine Eltern in den Tod getrieben hat, stifte ich eine große Summe für den Fonds der im Kampf gegen Gangster berufsunfähig gewordenen FBI-Beamten. Stern, Stern, Stern. Wir gingen in einen Drugstore und genehmigten uns etwas Eisgekühltes. Diese Miss Tompere gefällt mir, ne ganze Menge besser als Charlotte Kenzer, sagte ich und nuckelte an meinem Strohhalm. Das steht hier nicht zur Debatte, antwortete Philosophie, mach lieber Vorschläge, wie wir weiterkommen. Mord scheidet aus, nicht wahr? Fragte ich. Direkter Mord jedenfalls, antwortete er,
Und zwar in allen 5 Fällen. Barrymore Maine war nicht betäubt worden, als das Gas in seine Küche strömte. In Jennifer Bents Zimmer konnte niemand von außen eindringen, und die Medizinflasche, die das Gift enthielt, zeigte keine anderen Fingerabdrücke als die von John Tompere. Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit, knurrte ich. Ich kann die Leute nicht hindern, wenn es ihnen Spaß macht, sich selbst umzubringen. Vielleicht hat es ihnen gar keinen Spaß gemacht, sagte Philosophie. Pass auf, Jerry. Gemeinsam in allen Fällen ist, dass sie verrückten Clubs angehörten. Vergleichen wir die Liste der Vereine, denen die 5 gemeinsam angehörten, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als hinzugehen und so zu tun, als interessierten wir uns dafür. Wir waren mit diesem Vergleich sehr rasch fertig. Die arme Jennifer Bent hatte nur einmal eine Gastrolle beim Club der Krishnaiten gegeben, und zum selben Club gehörten auch Maine, Mrs. Kent und die beiden Tompere. Wir ließen uns vom Mixer das Telefonbuch geben, fanden die Telefonnummer unter der Anschrift Krishnaiten-Sektion, und ich rief gleich mal an. Am anderen Ende meldete sich die Stimme einer Frau, schätzungsweise eines älteren, aber schon sehr älteren Fräuleins, und statt Guten Morgen oder Hallo oder so etwas, sagte sie, Krishna Parputoi. Wie bitte? Fragte ich. Sie wünschen bitte, antwortete sie darauf. Jetzt war ihre Stimme scharf wie ein Rasiermesser. Hören Sie, Miss, sagte ich. Ich interessiere mich für Ihre Bestrebungen. Kann ich Sie mal besuchen? Haben Sie Empfehlungen? Nicht unmittelbar, aber ich denke, wenn man voller Interesse ist, werden Sie mich sicherlich auch so zulassen. Statt einer Antwort hängte sie ein. Ich legte den Hörer auf. Nun, fragte Philosophie. Sie sind verdammt exklusiv, sagte ich. Stern, Stern, Stern. Ich glaubte, es gibt wenig Dinge, die das FBI nicht beschaffen kann, wenn er sie haben muss. Wenn in Eskimo-Kreisen ein Verbrechen begangen wird, beschaffen wir einen Agenten, der ein geborener Eskimo ist. Wir haben Detektive, die im Bergarbeitermilieu groß geworden sind, und ebenso gut solche, die sich in russischen Adelskreisen bewegen können. Und jetzt also suchte ich eine Person, die in einschlägigen Spiritistenkreisen Parsönerkreta war. Es war nicht leicht, sie zu finden, und als wir sie endlich aus dem Karteiwust her ausgestöbert hatten, da handelte es sich nicht um einen Mann, sondern um eine Frau. Sadly Bayer hatte ein paar Betrugssachen auf dem Kerbholz. Sie lagen eine Zeit lang zurück, und sie hatte ihre Strafe abgebrummt, aber inzwischen hatte sie sich zu einer angesehenen Astrologin entwickelt, der es unangenehm gewesen wäre, wenn ihre ebenso reiche wie abergläubische Kundschaft etwas von ihrem Vorleben erfahren hätte, denn Wahrsagen aus den Sternen und ganz normales Betrügen liegen so weit auseinander, dass das Bekanntwerden ihrer Vorstrafen gleichbedeutend mit einer Geschäftsschädigung gewesen wäre. Aus diesem Grunde konnten wir von Sadly manchen Gefallen haben. Nach jenem missglückten Telefongespräch mit den Krishnaiten dauerte es noch 5 Tage, bis wir Mrs. Bayer überhaupt als einzig in Frage kommende Dame festgestellt hatten. Ich rückte ihr auf die Bude und setzte ihr auseinander, was ich von ihr wollte. Sie sah aus wie eine besonders schäbige Vogelscheuche mit einem ungewöhnlich sorgfältigen Make-up. Sie zierte sich nicht lange, aber sie bestand darauf, mir erst einmal 3 Tage Unterricht im Benehmen eines Spiritistengläubigen zu geben. Manchmal brach ich während des Unterrichts in brüllendes Gelächter aus, aber Sadly öffnete nur ihren strichschmalen Mund und sagte, sollten Sie im Club ein einziges Mal lachen, M.A.G. Mann, dann können wir uns überhaupt das Hingehen sparen. Ich sah es ein und trainierte auf Pokergesicht. Am Abend des 3. Tages telefonierte die Astrologin mit der Sekretärin der Krishnaiten-Vereinigung, jener Dame, die mich so hatte abblitzen lassen, und sie waren gegenseitig katzenfreundlich zueinander. Sadly erbat sich eine Einladung für das morgige Zusammentreffen und sagte, dass sie einen Gast mitbringen würde, für den sie sich verbürge. Die andere Seite hatte nichts einzuwenden.
Das Haus der Vereinigung lag in der 132. Straße. Es war ein zweistöckiger Bau, der in einer sehr seltsamen Form errichtet war. Von einem Rundbau gingen drei Seitenflügel ab, so dass das Ganze aussah wie ein Y mit einem Punkt in der Mitte. Sadly und ich kamen in einem Taxi, aber ich staunte nicht wenig über die Wagenauffahrt. Es waren zwar nur 16 Fahrzeuge, aber das kleinste darunter war ein Buick Roadmaster, $7000 Ladenpreis. Auf den Rat der Astrologin hatte ich einen Smoking angezogen. Sie selbst trug ein schwarzes Abendkleid. Wir mussten uns trennen, denn es gehörte zum Ritual des Vereins, dass die Herren den runden Mittelpunkt durch den linken Balken des Y, die Damen hingegen durch den rechten betraten. Ich ging also auf die linke Eingangstür zu und drückte auf den Summer. Es öffnete ein Mann in schwarzer Kapuze. Ich prallte unwirklich einen halben Schritt zurück, zumal der Bursche gar nicht schlecht gebaut war. Name? Fragte er. Denver Cool, antwortete ich. Auf Empfehlung von Mrs. Bayer. Er trat einen halben Schritt zurück und gab mir den Eingang frei. Ohne Übergang durch einen Flur oder dergleichen betrat ich unmittelbar einen sehr langen, praktisch völlig kahlen Raum. Rechts stand ein einfacher Holztisch, an dem ein ebenfalls mit einer Kapuze verhülltes Wesen weiblichen Geschlechts saß, wie das Kleid auswies. Der Türhüter flüsterte ihr meinen Namen zu, und sie blätterte gewandt mit langer, dürrer Hand in einem großen lederbezogenen Buch. Dann nickte ihre Kapuze, und der Portier bedeutete mir mit einem Wink, mich ins Innere des Theaters zu begeben, wobei er mir ohne weiteres eine graue Kapuze überstülpte. Ich folgte seiner Geste, ging zur Stirnfront des langen Raumes, die völlig mit einem schweren schwarzen Vorhang verkleidet war. Ich teilte ihn und stand in dem runden Mittelbau. Alle Achtung, Sie schienen sich hier auf Regie zu verstehen. Das kreisrunde Gemach von vielleicht 20 Yard Durchmesser war völlig mit schwarzem Samt verkleidet, der so in Falten gelegt war, dass man nicht erkennen konnte, wo sich ein Eingang oder Ausgang befand. An die 20 Leute befanden sich in dem Zimmer, das von ein paar Dutzend Kerzen in üppigen Silberleuchtern nur schummerig erhellt wurde. Die Gäste waren im Smoking oder Abendkleid, trugen alle Kapuzen, jedoch von unterschiedlichen Farben. Die meisten waren grau, gleich der meinen, aber es gab drei in lila und zwei rote. Ich vermutete, dass sie so etwas wie Rangabzeichen bedeuteten. Abgesehen von dem dicken, jeden laut dämpfenden Teppich unter den Füßen bestand die Einrichtung aus einem riesigen runden Tisch und einer Anzahl schwarzer Ledersessel darum. Von den Kapuzenträgern sprach niemand mit einem anderen. Sie standen herum und schienen auf etwas zu warten. Ich erkannte Mrs. Bayards Abendkleid und stellte mich in ihrer Nähe auf. Nach ungefähr 10 Minuten völligen Schweigens, in denen noch zwei Männer und eine Frau kamen, ertönte wie von fern ein leiser Gong. Die Anwesenden gingen auf den Tisch zu, und jeder stellte sich hinter einen Stuhl. Wenig später ertönte der Gong zum zweiten Mal, jetzt in einem anderen Ton und etwas lauter. Alle setzten sich. Ich hatte mir einen Platz neben der Astrologin gesichert, weil ich nichts falsch machen wollte, aber ich passte offenbar doch nicht richtig auf, denn sie zischte mir zu, ihre Hand. Alle hielten sich bei den Händen, und ich beeilte mich, den Kreis nach links und rechts zu schließen. Der Gong ertönte zum dritten Mal, jetzt schon sehr laut. Sie senkten alle die Köpfe und murmelten etwas, das ich zunächst nicht verstand, aber dann erkannte ich es. Es war jenes komische Wortgebilde Krishna Parputoi, das ich schon am Telefon gehört hatte, und ich beeilte mich, es mitzumurmeln. Plötzlich stand eine große hagere Gestalt, von Kopf bis Fuß in ein weißes Gewand gehüllt, am Kopfende des Tisches. Über den Augenlöchern der Kapuze schimmerte das seltsame Y in Silberstickerei. Der Mann hob beide Arme und sagte, Krishna Parputoi. Er hatte eine tiefe sonore, eigentlich sogar schöne Stimme, ungefähr wie ein Basssänger. Er ließ die Arme sinken, und als hätte er damit ein Kommando gegeben,
So erloschen nacheinander alle Kerzen bis auf eine in jedem Halter, ohne dass ich gesehen hätte, wie sie ausgelöscht wurden. Jetzt war es fast dunkel im Raum. Man ahnte nur noch die Umrisse der Anwesenden. Lediglich der Mann in Weiß war gut zu erkennen. Niemand zeige sein Gesicht, sprach er feierlich. Denn das Gesicht ist ohne Bedeutung, und wir tragen ein anderes in jedem Leben. Niemand sage den Namen, denn wir wechseln die Namen wie die Leiber. Sie antworteten wieder mit den beiden magischen Worten, die alles zu bedeuten schienen. Schließt den Kreis fest, befahl der Zeremonienmeister. Ich fühlte, wie die Hand meines Nachbarn zur Linken meine Pfote umkrampfte, und der Ordnung halber drückte ich kräftig zurück. Mrs. Bayer hielt es nicht für nötig, intensiver zu werden. Ihre Finger lagen locker in den meinen. Von fern ertönte jetzt geisterhafter Gesang, eigentlich sehr hübsch, wenn auch unverständlich. Englisch war es jedenfalls nicht. Plötzlich fielen ein paar aus der Runde mit ein. Ich glaube nicht, dass sie den Text kannten. Mir kam es so vor, als machten die meisten nur Lalala, und ich tat es auch. Es setzte sich fort in einem Gongton, der einem fast die Ohren zerbrach. Mitten auf dem riesigen Tisch erschien etwas, das formlos war und doch die Formen eines Menschen zu haben schien, das leuchtete und doch ohne eigentliches Licht zu sein schien, das sichtbar war und doch körperlos. Aus dem Kreis der Menschen rings um den Tisch stieg ein Laut, ein Seufzer, der alles bedeuten konnte: Angst, Überraschung, Befriedigung, Freude. Eine Minute lang starrten alle die unbewegliche Erscheinung an, dann sagte die Stimme des Weißen gedämpft: Sei willkommen, Bote aus einer anderen Welt. Erlaubst du Fragen? Das komische Ding auf der Tischmitte rührte sich nicht, trotzdem sagte der Weiße: Fragt, Freunde. 2 Minuten lang herrschte Schweigen. Offenbar traute sich niemand richtig. Mein Nachbar zur Linken, ein deziklicher Bursche, atmete schwer. Schließlich fragte eine Frau, deren Stimme sich vor Aufregung fast überschlug: Wo war ich im Jahre 1830? Wer war ich? Ich fand diese Frage höchst albern, und doch bewirkte die Antwort dieses komischen Gebildes mitten auf dem Tisch, dass auch mir ein Schauer über den Rücken lief. Es war weniger die Antwort selber, als die Stimme, die sie gab. Diese Stimme war leise und doch durchdringend, völlig tonlos, ohne jede Betonung, und sie schien von dem Ding im Mittelpunkt und gleichzeitig von allen Seiten zu kommen. Es hörte sich geisterhaft im wahrsten Sinne des Wortes an. Was diese Stimme aus dem Nichts antwortete, war ein langer Sermon und nicht einmal besonders geistreich. Es fing an mit den Sätzen: Grüne Felder, weite Wiesen. Ein Bauernhaus, rotes Dach. Pferde, Kühe. Eine Frau kommt heraus, 2 Kinder auf dem Arm. Sie hält Ausschau nach dem Mann, ihrem Mann. Er kommt vom Feld zurück. So ging das weiter. Die geisterhafte Stimme erzählte eine äußerst banale Lebensgeschichte, die als Stoff für einen mittelmäßigen Film hätte dienen können, aber die Leute rings um den Tisch schienen es riesig spannend zu finden. Es wurden noch 3 oder 4 Fragen ähnlichen Charakters gestellt und prompt mit ähnlichen Stories beantwortet. Nach der letzten lief zum ersten Mal eine Bewegung durch das Gebilde auf der Tischmitte, und der Weiße sprach: Unser Freund aus der anderen Welt will uns verlassen. Wir danken ihm. Krishna Parpotoi, murmelte der Verein, aber mitten in das Gemurmel hinein rief eine helle, über Kippende, aufgeregte Mädchenstimme: Wie geht es Kala Kenzer? Grüße Kala Kenzer. Durch die Leute ging ein Ruck, aber das Mädchen rief unbeirrt: Sage ihr, dass ich sie sehen möchte. Sie soll hier erscheinen. Sie soll hier erscheinen. Die Erscheinung auf dem Tisch verschwand ohne Antwort. Ich hatte die Stimme erkannt. Sie gehörte Carlotte Kenzer, der Tochter der Selbstmörderin. Stern, Stern, Stern. Ich traf Phil am anderen Morgen. Er war inzwischen schon bei 3 Gesellschaften gewesen,
denen die Selbstmörder angehört hatten und die nicht so exklusiv waren wie die der Krishnaeten. Viel Erfolg hatte er nicht gehabt, aber er hatte den Namen des Mannes erfahren, den John Tomper 4 Wochen vor seinem Tod seiner Tochter gegenüber gerühmt hatte. Der Mann hieß schlicht Jack Smith, aber er nannte sich der Forscher, und er wohnte bescheiden zur Miete in einem Haus in der 93. Straße. Sehen wir ihn uns gleich einmal an, sagte ich, und wir fuhren hin. M.R. Smith entpuppte sich als kleiner schmaler Mann mit grauen Haaren und flinken Mausaugen. Seine Wohnung war vollgestapelt mit Büchern, allem möglichen staubigen Gerät und leeren Flaschen. Er verfärbte sich ein wenig, als wir ihm unsere Ausweise zeigten, und seine Augen flitzten von einem zum anderen. Ich sprach von Tomper. Zunächst wollte er sich nicht erinnern, aber dann gab er unter unserem Druck nach. Ja, er habe M.A. Tomper an einem Abend kennengelernt, als er einen Vortrag über das geistige Eindringen in die Vergangenheit gehalten hätte. Er wäre Spezialist auf diesem Gebiet. Wie oft haben Sie Tomper danach noch gesehen? Fragte ich. Ein oder zweimal. Wo? Hier in meiner Wohnung. Ich weihte ihn weiter in meine Methoden ein, die Vielschichtungen der eigenen Seele durch Training zu durchdringen. Hören Sie auf, knurrte ich. Das interessiert mich nicht. Kam er allein oder mit seiner Frau? Einmal allein, aber beim zweiten Mal mit seiner Gattin. Brachten Sie ihn mit anderen Leuten zusammen? Nein, sagte er rasch. Es kam mir gelogen vor. M.A. Tomper äußerte sich sehr lobend über sie. Warum kam er nur zweimal? Der Forscher schlug seine Augen nieder. Ich verlangte für die nächsten Stunden Geld von ihm. Er gab mir $100, aber danach kam er nicht mehr wieder. Das war einleuchtend. John Tomper war sicherlich sehr enttäuscht, als sein neuer Mann den Pferdefuß zeigte, von dem seine Tochter gesprochen hatte. Die Fährte zu Jack Smith entpuppte sich als Sackgasse, und wir brachen die Unterredung ab. Ich gestand mir ein, dass wir auch nicht den Hauch eines Schrittes weitergekommen waren, seit wir zum ersten Mal die Akten über die 5 Selbstmorde aufgeschlagen hatten. Es sieht fast so aus, als müssten wir zu M.A.H. gehen und ihm sagen, dass es wirklich normale Selbstmorde nicht ganz normaler Leute gewesen sind, sagte Philosophie. Augenblick, antwortete ich. Bis gestern Abend war ich selbst dieser Ansicht, aber seit ich an dem Zauber bei diesen Krishnaeten teilgenommen habe, denke ich anders. Phil, Sie verstehen es großartig, die Leute verrückt zu stimmen, und ich möchte herausfinden, ob sie verrückt genug zum Selbstmord machen können. Du hast selbst den Sinn der ganzen Sache angezweifelt, Jerry. Bei Barrymore Maine erbte der Neffe, bei Mrs. Kenzer und den Tompers erbten die Töchter. Bis auf die paar Legate erhielt keiner dieser Clubs etwas. Aber bei Jennifer Bend verschwanden $8.000. No, Phil, wir bleiben dran. Übrigens, wie heißt der Neffe von Barrymore Maine? Charles Landy, wenn ich mich recht erinnere. Warum? Wir fangen ganz von vorn an. Maine war der erste Fall. Ich möchte seinen Neffen sprechen. Wir telefonierten mit seinem Büro. Landy war offenbar im Gegensatz zu seinem Erbonkel kräftig dabei, das ererbte Vermögen zu vermehren. Er unterhielt ein Büro in der Richmond Street, und seine Sekretärin bat uns auf den frühen Nachmittag. Dann sei noch eine Stunde frei. Landy war ein Mann um die 40 mit schon schütterem Haar. Er neigte zur Korpulenz und war anscheinend stark kurzsichtig, denn er trug eine dicke geschliffene Brille, die kaum seine Augen erkennen ließ. Er bot uns 2 bequeme Ledersessel in seinem Privatkontor an und fragte, was wir trinken möchten, und ob wir Zigarren oder Zigaretten wünschten. Der Sherry, den er uns servierte, war ausgezeichnet. M.A. Landy, eröffnete ich das Gespräch, das FBI hat die Nachforschungen nach den Todesumständen ihres Onkels im Zusammenhang mit einigen anderen Fällen wieder aufgenommen. Zweifelt man daran, dass es Selbstmord war, erkündigte er sich. Nicht direkt,
aber es haben sich danach noch ein paar Fälle ereignet, die einen gewissen Zusammenhang aufwiesen. Es handelt sich durchweg um Personen, die sich ebenfalls für das Gebiet des Okkultismus interessierten wie ihr Onkel. Hallo, mit diesem Satz schien ich bei Charles Landy das richtige Fass angestochen zu haben. Was heraussprudelte, war eine Schimpfkanonade über alle Leute, die sich mit einem solchen Quatsch befassten und den Dummen damit das Geld aus der Tasche zögen. Man hätte dem dicken, gemütlich wirkenden Mann solche Erregung nicht zugetraut. $60.000 habe ich an diese Banden bezahlen müssen, schloss er schnaubend vor Wut. Na, Sie werden es verschmerzen können, M.A. Landy, beruhigte Philosophie, Sie haben schließlich ein paar Millionen geerbt. Haben Sie eine Ahnung? Fauchte er. Onkel Barrymore hat Zeit seines Lebens aus dem Vollen gewirtschaftet, und es war verdammt wenig, was er hinterließ. Er schloss abrupt, als habe er zu viel gesagt. Meine Vermögenssorgen werden Sie kaum interessieren. Was kann ich sonst für Sie tun? Wenn Sie den Geisterclubs an den Kragen wollen, so bin ich Ihr Mann. Vielen Dank, M.A. Landy. Wissen Sie, wir schwimmen in der ganzen Sache noch am Ufer. Können Sie uns nicht noch einen Tipp geben? Mit welchem von seinen Clubs hat sich Ihr Onkel vornehmlich beschäftigt? Zwecklos, Gentlemen, antwortete er. Ich würde Ihnen verdammt gern auf die Sprünge helfen, aber Onkel Barrymore war ein Eigenbrötler. Es gab nicht viele Leute, mit denen er über seine Interessen sprach. Sie glauben nicht, M.A. Cotton, wie sprachlos ich war, dass der Alte mich trotz seiner Abneigung zum Erben eingesetzt hatte. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er mich mit einem alten Hundehalsband abgespeist hätte. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, einen deutlichen Blick. Wir verabschiedeten uns. Draußen sagte ich zu Phil, dass ich zum Hauptquartier fahren möchte, um M.A. High zu sprechen. Willst du aufgeben? Fragte er. Das ist nicht der richtige Ausdruck. Aber ich möchte den Chef fragen, ob er nicht einen anderen Mann für richtiger hält. Der Beamte an der Telefonzentrale, an dem wir vorbei mussten, stoppte uns. Für dich ist angerufen worden, Jerry. Eine Dame. Du sollst diese Nummer hier wählen. Er grinste. Viel Vergnügen beim Stell dich ein. Hatte eine hübsche Stimme. Von unserem Zimmer aus wählte ich die angegebene Nummer. Es meldete sich an Tompere. Sie wollten mich sprechen, Miss Tompere. Danke für den Anruf, antwortete sie. Es ist wegen Carlotte. Ich sprach heute Morgen mit ihr. Sie kam zu mir, und sie war ganz aus dem Häuschen. Sie sagte, sie sei bei einem der Clubs gewesen, in dem auch ihre Mutter verkehrt hat, und sie habe hinterher noch mit dem Meister gesprochen, und er habe ihr versichert, sie würde ihre Mutter noch einmal sehen und sprechen können, wenn sie nur an ihn glaube. Sie wollte mich breitschlagen, mit ihr hinzugehen, um auch mit meinen Eltern in Verbindung zu treten. Wir stritten uns schließlich. Ich sagte ihr, sie wäre eine verrückte Gans, und der ganze Zauber habe genug Unglück über unsere Familien gebracht. Ich pfiff durch die Zähne. Wie reagierte sie darauf? Fragte ich. Sie ging einfach wortlos fort. Hören Sie, M.A. Cotton, diese Leute scheinen die arme Carlotte schon ganz schön in den Fängen zu haben. Ich überlegte kurz. Wollen Sie uns einen Gefallen tun, Miss Tompere? Fragte ich dann. Mag sein, dass wir nicht viel erreichen, aber vielleicht finden wir auch die richtige Fährte. Gehen Sie zu Carlotte Kenzer, und sagen Sie ihr, Sie hätten es sich überlegt, und Sie wollten mitmachen. Begleiten Sie sie überall hin, und Sie rufen uns dann an und erzählen uns, mit wem Sie zusammengetroffen sind. Wenn Sie es können, dann stellen Sie sich so, als glaubten Sie nur zu gern an den faulen Zauber, aber lassen Sie sich nicht wirklich einfangen. Ich hörte sie lachen. Eher wird der Präsident selber Spiritist als ich, sagte sie. Gut, M.A. Cotton, ich tue das, was Sie sagen, und wenn nicht mehr dabei herausschaut,
So kann ich vielleicht doch Carlot vor einer Dummheit bewahren. Fein, Miss Tompere, vielen Dank. Wenn irgendetwas gefährlich zu werden droht, dann rufen Sie bitte sofort eine der folgenden Telefonnummern an. Ich nannte ihr die Nummer der Zentrale und meine private. Ich hatte kaum eingehängt, als es wieder läutete. Noch, ne Dame, sagte der Kollege aus der Telefonzentrale. Deine Chancen möchte ich haben. Los, schalte schon durch, knurrte ich. Die Frauenstimme klang bei weitem nicht so angenehm wie die von Anton Peer. Es war Sadie Bayer. Trocken teilte sie mir mit, dass für Emma Denver Cool eine Einladung des Clubs der Krischeniten für übermorgen bei ihr eingegangen war. Der Einfachheit halber hatte ich nämlich Sadlys Adresse als Wohnort auch von Denver Cool angegeben. Die Astrologin würde mich schon her auslügen, wenn der Club irgendwelche Nachforschungen anstellen sollte. Vielen Dank, Sadly, sagte ich. Ich lasse die Karte abholen. Ich komme aber nicht wieder mit, Gehmann, fauchte sie. Ich habe Besseres zu tun. Auch nicht nötig. Ich hoffe, ich finde mich jetzt allein zurecht. Stern, Stern, Stern. Es war genau wie bei meinem ersten Besuch in dem komischen Y-Bau in der 132. Straße. Wieder wurde mir eine Kapuze verpasst, nachdem meine Einladungskarte gründlich geprüft worden war, und wieder stand ich inmitten von Männern und Frauen in dem kreisrunden Saal mit den verhängten Wänden. Ich sah mich um. Ich wusste, dass heute zwei Leute anwesend sein würden, die ich kannte, Anton Peer und Carlot Kenzer. Ann hatte mir gesagt, dass sie schwarze Abendschuhe mit einer Goldverzierung in Form einer Spinne tragen würde. Ich fand die Dame mit den Schuhen an den Füßen, und ich schob mich in ihr Blickfeld und gab ihr ein kleines Zeichen. Ihre Kapuze nickte zweimal. Der Gong summte. Ich sorgte dafür, dass ich den Stuhl neben Anton Peer erwischte. Beim zweiten Gongzeichen fasste ich vorschriftsmäßig ihre Hand, und dann spulte der Film ab wie gehabt. Der Gong dröhnte zum dritten Mal, der Weiße erschien und sagte sein Sprüchlein. Die Kerzen erloschen. Anton Peers Hand lag kühl und gelassen in der meinen. Soweit ich erkennen konnte, hatte sich zwischen sie und Carlot Kenzer ein Mann geschoben. Rechts fühlte ich die dicken Finger einer dicken Dame. Wieder ertönte der verrückte Gesang, und wieder endete er in jenem dunkel dröhnenden Gongton, der gegen das Trommelfell prallte wie eine Springflut, und mit seinem Verhallen erschien auf der Mitte des riesigen Tisches jene unwirklich wirkliche Erscheinung, die ich nun schon kannte. Der Zeremonienmeister forderte zu Fragen auf. Die Fragen wurden gestellt, die geisterhaft ferne Stimme antwortete kurz, es war alles der gleiche Humbug. Plötzlich, mitten in der Beantwortung einer dieser verrückten Fragen, veränderte die Erscheinung auf dem Tisch die Gestalt, nicht viel, aber doch so, dass man erkennen konnte, dass es sich um ein anderes Wesen handelte. Auch die Stimme brach ab, setzte dann in einem anderen Tonfall fort. Von weit her und doch deutlich rief sie einen Namen, Carlot. 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 Ich beugte mich vor und sah Carlot Kenzer senkrecht von ihrem Stuhl hochfahren. Ihre Hündchenstimme kippte über, Mutter, gellte sie. Die Erscheinung verschwand wie eine von einem nassen Schwamm ausgewischte Schrift. Der Kreis ist durchbrochen, drang ruhig die Stimme des Weißen durch den fast dunklen Raum. Ich will Mutter sprechen, schrie die Kenzertochter hysterisch und sehr nahe am Schluchzen. Die Schwester möge sich setzen, sagte der Weiße feierlich. Sie möge den Kreis wieder schließen. Wir werden versuchen, die Erscheinung neu zu rufen. Gehorsam sank Carlot auf ihren Platz zurück. Der Mann neben ihr fasste ihre Hand. Glaubt, dröhnte feierlich der Weiße. Hofft. Sie begannen zu murmeln, und der Gong ertönte von fern und sehr leise. Ich gestehe, mir rann ein Schauer den Rücken hinab. Die Regie, wenn es Regie war, war so teuflisch geschickt, dass es auch einem nüchternen Mann wie mir nicht leicht fiel, wach und aufmerksam zu bleiben. Diesmal kam die Stimme vor der Erscheinung.
In das Summen des Gongs hinein seufzte es leise: Carlot! 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 Miss Kenza antwortete. Ihre Stimme schwankte wie ein Pappel im Sturm, und die Worte drangen kaum verständlich aus ihrem Mund. Ja, ja, ich höre, Mutter. Der Gong erst ab. Das geisterhafte Etwas wehte über die Tischmitte, und es sah aus, als bewegte es sich auf Carlot Kenza zu, als neigte es sich zu der Stelle, wo sie saß. Es war so still im Raum, dass man das leise Knistern der wenigen brennenden Kerzen hörte, und durch dieses Knistern hauchte es leise und wie verweht: Ich sehe dich, Tochter. Oh, es geht mir gut. Ich bin glücklich, sehr glücklich. Komm bald. Ich biss die Zähne aufeinander. Komm bald, waren die letzten Worte. Ein dröhnender Gongschlag. Aus. Der Weiße erhob sich und ging. Kurz darauf wurden einige Kerzen mehr angezündet. Schar entschoben sich die Stühle zurück. Man rüstete sich zum Aufbruch. Diener mit schwarzen Kapuzen sorgten für Einhaltung der Regel, dass sich die Gäste nur einzeln entfernten. Ich sah, dass Anton Per Carlot stützen musste. Sie waren die einzigen, denen man ein gemeinsames Fortgehen gestattete. Ich hatte es ziemlich eilig, den Laden zu verlassen, und drängelte mich nach vorn, um einer der Ersten zu sein. Ich warf meine 20-Dollar-Not in den Sammelkasten, und ich atmete tief auf, als ich in der frischen Nachtluft stand. Der große Saal in der Mitte des Y-Baus war nicht nur mufflig und stickig von Staub und dumpfer Luft, sondern auch von Aberglauben und Hysterie. Ich war mit einem unauffälligen schwarzen Mercury gekommen. Ich klemmte mich hinter das Steuer, fuhr einmal um den Häuserblock und parkte dann wieder so in der 132. Straße, dass ich den Eingang zum Clubhaus im Auge behalten konnte. Mitglied um Mitglied kam heraus. Ich spähte nach den beiden Mädchen. Sie hatten den Saal durch den Frauenausgang noch vor mir verlassen, aber sie mussten sich noch im Gebäude befinden, denn Anton Pers Wagen, ein himmelblauer Thunderbird Zweisitzer, mit dem sie hergefahren waren, stand noch am Straßenrand. Schon war seit 10 Minuten niemand mehr erschienen, und ich begann mir ernsthaft Sorgen zu machen. Der Thunderbird und mein Mercury waren die einzigen Wagen in der Straße. Endlich tauchten die beiden Mädchen auf. Carlot Kenza ging jetzt aufrecht und hatte sich nur leicht bei an eingehängt. Ich hielt es nicht für richtig, sie hier anzusprechen, sondern ließ sie einsteigen und abfahren. Ich gab ihnen sogar einen gewissen Vorsprung, bevor ich selber startete, denn ich wusste, wohin sie fahren würden. Ann hatte mir gesagt, dass sie nach dem Theater ihre Freundin in deren Wohnung bringen würde. Richtig fand ich den blauen Thunderbird vor dem Kenzerschen Haus wieder. Die Zofe öffnete auf mein Läuten. Ich bat sie, mich Miss Kenzer oder Miss Tomper zu melden, obwohl es allmählich auf Mitternacht zuging. Sie tat es, und Ann kam mir in der Halle entgegen. Wie geht es ihr? Fragte ich. Danke gut, antwortete sie. Kommen Sie mit, Mr. Cotton. Sie führte mich in den Arbeitsraum. Carlot Kenzer ging im Zimmer auf und ab. Sie sah gar nicht zu mir hin, als ich eintrat. Ihr Puppengesicht trug ein verzücktes Lächeln, und ihre großen blauen Augen waren in die Ferne gerichtet. Carlot, sagte Ann sanft, hier ist Mr. Cotton, der FBI-Beamte. Er wird dir Fragen stellen wollen. Das Mädchen richtete seinen Blick auf mich, aber es war, als sähe es durch mich hindurch. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Mr. Cotton, sagte sie, aber es ist alles klar. Ich habe Mutter gesehen. Sie haben heute an einer Sitzung teilgenommen, Miss Kenzer, sagte ich streng. Was geschah danach? Der Meister empfing mich, antwortete sie in einem sanften Singsang. Oh, es war herrlich. Ganz in Gold, und ein geheimnisvolles Zeichen in Diamanten leuchtete auf seiner Stirn. Er sprach tröstliche Worte. Ich war froh und leicht, als ich ihn verließ.
So froh und so leicht wie meine Mutter. Nein, nur fast so froh und so leicht. Miss Kenzer, sagte ich eindringlich. Bitte, sagen Sie mir genau, was der Mann zu Ihnen sprach. Bitte beschreiben Sie ihn. Ganz in Gold, flötete sie. Diamanten schimmerten von seiner Stirn. Tröstlich klangen seine Worte. Ich. Sie wiederholte fast wörtlich, was sie eben gesagt hatte. Während sie ihre Sätze mehr sang als sprach, fiel mein Blick auf den schmalen Samtkasten, den sie fest in beiden Händen hielt. Ich unterbrach sie. Wollen Sie mir bitte den Kasten zeigen, verlangte ich und streckte die Hand aus. Sie wich sofort zwei Schritte zurück. Bitte, geben Sie mir sofort den Kasten, forderte ich energisch. Oder öffnen Sie ihn wenigstens. Nein, schrie sie schrill. Ein Geheimnis. Es verliert seinen Zauber. Berühren Sie es nicht. Ich bin nicht gerade ein grober Klotz, aber ich hätte es ihr mit Gewalt genommen, wenn Antonpère nicht ihre Hand auf meinen Arm gelegt hätte. Lassen Sie es ihr, bat sie. Sie ist aufgeregt genug. Es kann jeden Augenblick ein Zusammenbruch erfolgen. Und wenn eine Ampulle mit Cyankali darin ist. Ich werde es ihr abnehmen, wenn sie schläft, aber ich glaube nicht, dass es Cyankali enthält. Erzählen Sie mir, was sich ereignet hat, als Sie zusammen den Raum verließen. Einer von den Dienern mit den schwarzen Kapuzen trat auf uns zu und flüsterte, der Meister möchte uns sehen. Er führte uns durch einen schmalen Seitengang offenbar zu dem Hausflügel, der hinter dem runden Saal liegt. Wir warteten in einem Zimmer, das wie ein gut eingerichtetes Büro aussah. Dann kam der Diener wieder und sagte, der Meister möchte nur Miss Kenzer sprechen. Er führte Carlot in einen zweiten Raum, der durch schwere Verhänge abgeteilt war. Sie blieb ziemlich lange fort, und ich begann, mir Vorwürfe zu machen, dass ich sie überhaupt hatte gehen lassen, aber dann erschien sie wieder, hatte das Kästchen in den Händen und schien wie ausgewechselt. Sie wissen also auch nicht, mit wem und was sie gesprochen hat. Leider nein, Mr. Cotton. Ich habe auch niemanden gesehen. Der Diener begleitete uns zum Ausgang, und Carlot erzählte mir ununterbrochen, wie glücklich sie jetzt sei. Ich warf einen misstrauischen Blick auf das Mädchen, das seine Wanderungen im Zimmer wieder aufgenommen hatte, den Kasten dabei krampfhaft an die Brust gedrückt. Ich finde, wir sollten nach einem Arzt schicken, sagte ich. Sie gefällt mir nicht. Ich werde ihr gleich ein Schlafpulver geben, erwiderte Ann. Wir werden morgen weitersehen. Den Kasten brauche ich heute noch. Hören Sie, ich werde draußen warten, und Sie bringen mir das Ding, sobald sie eingeschlafen ist. Antonpère zögerte. Ich tu's nicht gern, aber schön, einverstanden. Sie begleitete mich zur Tür. Ich wollte, ich könnte diesen Club ausheben, schimpfte ich auf dem Weg durch die Halle, aber es gibt kein Gesetz gegen Spiritismus und ähnlichen Unsinn, dabei finde ich es verbrecherisch im höchsten Maße, ein ohne dies leicht hysterisches Mädchen so verrückt zu machen, dass sie in jedem Gesäusel die Stimme ihrer Mutter erkennt. Wir hatten die Tür erreicht, und ich hielt die Klinke in der Hand. Sie irren, Mr. Cotton, sagte Antonpère. Ohne Zweifel war es die Stimme der Mrs. Kenzer. Ich habe sie oft genug gehört, und ich erkannte sie sofort wieder, und ich bin nicht hysterisch. Ich starrte sie mit offenem Mund an. Aber Mrs. Kenzer ist tot, stotterte ich. Antonpère hob leicht die Schultern. Sorry, sagte sie, aber es war trotzdem ihre Stimme, die dort sprach. Stern, Stern, Stern. Ich hatte mich in eine Ecke meines Wagens geflegelt, die Knie hochgezogen und gegen das Armaturenbrett gestemmt und nuckelte wütend an der achten Zigarette nach Verlassen der Kenzerschen Wohnung. Meine Gedanken kreisten immer nur um das gleiche Problem. Carla Kenzer, die Mutter von Carlot, war tot. Daran gab es keinen Zweifel. Ich hatte die Fotokopien der Sterbeurkunden bei den Akten gesehen.
Ebenso wenig aber hatte ich Grund, an Tompers Meinung anzuzweifeln, die Stimme der Toten bei der Geisterbeschwörung wirklich gehört zu haben. Schön, ich weiß, es gibt Tonbandgeräte und Schallplatten, um die Stimme eines Menschen über seinen Tod hinaus zu konservieren. Ich weiß das, ohne dass Sie mich darauf stoßen, aber vergessen Sie nicht die merkwürdigen Sätze, die sie sagte, und denken Sie an das seltsame, geisterhafte Gesäusel, in dem sie sprach. Carla Kenzer muss zu ihren Lebzeiten ziemlich spinnig gewesen sein, aber nicht spinnig genug zu einem solchen Scherz. Gerade, weil sie an all das glaubte, war man ihr an Übersinnlichem vorsetzte, gab sie sich bestimmt nicht zu einem posthumen Betrug her. Es war 2 Uhr nachts, als sich die Haustür öffnete, und in dem schwachen Lichtkegel, der aus der Garderobe auf die Straße fiel, kam Anton Per auf mich zu. Ich stieg aus und ging ihr entgegen. Es war gar nicht leicht, sie zum Schlafen zu bringen, flüsterte sie. Ich musste ihr eine doppelte Dosis geben. Haben Sie das Kästchen? Ja, hier. Aber ich möchte es ihr zurückgeben. Sie hielt es auch während des Schlafens in den Händen. Ich konnte es nur mühsam herauswinden. Sie muss es wieder finden, wenn sie morgen erwacht. Ich nickte, langte durch das Fenster zum Armaturenbrett meines Wagens und schaltete das Fahrlicht ein. Dann ging ich nach vorn und öffnete den Samtkasten im Strahl der Scheinwerfer. Golden glitzerte es mir entgegen. Ich hatte keine bestimmte Vorstellung davon gehabt, was ich in diesem Kästchen finden würde, aber als ich es jetzt sah, kam es mir so vor, als hätte ich nichts anderes erwartet. In blauem Samt gebettet, schimmerte eine seltsame Spirale aus Golddraht, die sich nach oben zu verengte, genauso ein Schmuckstück also, wie es Carla Kenzer und die beiden Tompers getragen hatten, als man sie fand, vergiftet von der Blausäure im Wein. Stern, Stern, Stern. Ich steckte das Ding in die Tasche, ließ das Kästchen wieder zuschnappen und gab es an Tomper zurück. Was war es? Fragte sie. Ich hatte ihr den Rücken zugewandt, und sie hatte keinen Blick auf die Spirale werden können. Ein Schmuckstück, sagte ich. Wenn Sie wollen, nennen Sie es den Armreif des Todes. Prima Überschrift für ein gruseliges Kinostück, jedenfalls vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie sah mich ein wenig neugierig an. Ich glaube, ich habe heute Nacht noch etwas zu erledigen, Miss Tompere, sagte ich. Passen Sie sehr gut auf die kleine Carlotte auf, und rufen Sie mich an, wenn etwas passiert. Ich telefoniere jedenfalls morgen früh mit Ihnen. Ich schwang mich hinter das Steuer, winkte und zischte ab. Ich war um die nächste Ecke, kaum dass sie die Tür erreicht haben konnte, und bremste ab, sobald ich aus ihrem Blickfeld war. Anton Per war sicherlich ein vorzügliches Mädchen, aber wenn ich nachdenken muss, bin ich lieber allein. Ich schob mir eine neue Zigarette zwischen die Lippen, nahm die Spirale heraus und sah sie mir an. Ohne Zweifel hatte das Ding irgendeine Bedeutung, aber der Henker mochte mich holen, wenn ich wusste, welche. Eines stand jedenfalls fest. Die ganze Sache ging von dem Y-Bau in der 132. Straße aus, und ich würde hinter die Kulissen schauen. Ich schob die Goldspirale in die Tasche, warf den Zigarettenrest aus dem Fenster und gab Gas. Ich parkte den Mercury nicht in der 132. Straße, sondern in der Querstraße, der 130. Hinten im Fond hatte ich Mantel, Hut und Schal liegen, und ich zog alles an. Ich inspizierte den Werkzeugkasten des Wagens und steckte in die Trenchcoat-Taschen, was mir brauchbar erschien. Ich knüpfte den Schal so zurecht, dass ich ihn mit einem Griff bis an die Augen ziehen konnte, und zog den Hut tief in die Stirn. Es war fast 3 Uhr, die beste Zeit für einen Besuch, der nicht länger als eine Stunde dauert, denn ab 4 Uhr besteht die Gefahr, dass man den Zeitungsfahrern begegnet. Ich schlenderte die 132. hinunter, und als ich in Höhe des linken Flügels des Y-Baues war, drückte ich mich an der seitlichen Hauswand entlang und suchte nach einem Fenster,
aber Fenster schien dieser Bau nicht zu haben. Wahrscheinlich wurde er durch eine Klimaanlage mit Frischluft versorgt. Man konnte in solchen Fällen durch den Zufuhrschacht eindringen, aber dazu musste ich nicht nur auf das Dach gelangen, sondern auch das Schutzgitter entfernen, und das war keine Arbeit für einen einzelnen Mann. Ich tastete mich weiter. Ich fühlte, dass die Hausmauer jetzt in einem sanften Bogen verlief. Sie musste an dieser Stelle den kreisrunden Saal im Mittelpunkt umschließen. Dann kam wieder ein gerades Stück, hinter dem sicherlich die Räume lagen, die ein normales Clubmitglied nicht betreten dürfte. Auch hier kein Fenster. Aber an der Stirnwand entdeckte ich eine stabile Holztür. Ich fingerte nach dem Schloss. Kein Sicherheitsschloss. Ich stocherte mit einem mitgenommenen Stück Draht, um die Schlosstiefe zu messen. Dann bog ich mir den Draht mit der Zange aus dem Werkzeugkasten zurecht. Es dauerte gar nicht so lange, bis ich das Schloss zurückschnappen hörte. Okay, ich drückte die Tür geräuschlos auf, zupfte meinen Schal über die Nase und begab mich ins Innere des Theaters. Eine kleine Taschenlampe besaß ich. In ihrem bescheidenen Strahl bewegte ich mich durch den engen, nicht verputzten Gang vorwärts, der sich hinter der Tür öffnete. Er war nicht sehr lang, wenig mehr als 10 Schritte, und er endete an einem schweren, in Falten gelegten Vorhang, wie ich ihn oft genug in diesem Bau gesehen hatte. Ich fühlte in dem Vorhang herum, fand den Spalt und schlüpfte durch. Der Raum, in dem ich stand, war nicht groß, und mir fällt es schwer, ihn zu beschreiben. Mein Taschenlämpchen riss nur Einzelheiten aus der Dunkelheit. Hier einen tiefen schwarzen Ledersessel, dort eine fellbelegte Couch. Mitten im Raum glitzerte etwas, ein großes silbernes Y, das von der Decke zu schweben schien. Dann erwischte ich einen großen schwarzen Schreibtisch. Kein Zweifel, dass ich mich im Allerheiligsten des Krishnetten-Club befand, und besonders der Schreibtisch zog mein Interesse an. Lautlos bewegte ich mich darauf zu. Ich war selbst nicht ganz sicher, was ich zu finden hoffte. Jedenfalls etwas, das mir Aufklärung über die wirklichen Absichten der Leute gab, die in diesem Verein die Drähte in der Hand hielten. In diesem Augenblick flammte mir genau gegenüber ein Lichtschein auf, der viel stärker war als der meiner bescheidenen Taschenlampe. Gleichzeitig sagte eine Stimme, die ich kannte: "Keine Bewegung, oder ich knalle dich ab." Es war die Stimme des Weißen, der die Sitzungen leitete, nur sprach er im Augenblick alles andere als einen feierlichen Ton. "Pfoten hoch", sagte er, und ich tat es zunächst einmal. Während ich so stand, dachte ich, wie sie meinen Besuch bemerkt haben konnten. Ich war sicher, nicht das geringste Geräusch verursacht zu haben. Sie mussten eine dieser verdammten Sicherungsanlagen mit Seelenzellen installiert haben. Der Lichtstrahl schwankte ein wenig zur Seite, und der Weiße befahl einem Mann, der sich in meinem Rücken befinden musste: "Jackie, sieh nach, ob er Waffen hat, und zieh ihm den Lappen vom Gesicht, damit wir sehen können, wer uns die Ehre eines so späten Besuches gibt." Ich fühlte mehr, als ich hörte, dass sich mir jemand von hinten näherte. Es war ganz klar, dass ich mich unmöglich hier einkassieren lassen konnte. Dann war meine Rolle als Denver Cool in diesem Fall ausgespielt. In der Sekunde, in der ich die fremden Hände an meiner Jacke spürte, ging's los. Ich feuerte meine Taschenlampe, die ich noch brennend in der Hand hielt, in Richtung des anderen Lichtes, und ich nahm mir nicht die Zeit abzuwarten, ob ich getroffen hatte oder nicht. Ich schwang herum und ließ beide Fäuste auf den Burschen niedersausen, der mich betastete. Er hatte den Kopf gehoben, als ich mich herumwarf, und so traf ich ihn ziemlich genau an der Schläfe, aber ich sah auch für Bruchteile von Sekunden sein Gesicht, schmal, verknittert mit einem Ziegenbart. Er fiel so prompt um, als hätte ihn ein Schmiedehammer getroffen, aber mit dem anderen hatte ich nicht so viel Glück. Meine Taschenlampe verfehlte ihr Ziel, und er versuchte, mir die erste Kugel zu verpassen. Der Knall des Schusses wurde von den vielen Vorhängen fast verschluckt.
Ich hechtete in einem langen Satz hinter den Schreibtisch. Er schoss noch einmal, aber dann schaltete er sofort seine Taschenlampe aus. Offensichtlich fürchtete er, dass ich eine Waffe bei mir trüge. Sobald ihm aufging, dass ich waffenlos war, würde er eine Festbeleuchtung einschalten und mich so gemütlich erledigen, als wäre ich eine Pappfigur auf einem Schießstand. Ich musste so schnell wie möglich raus. Ich verließ meine Deckung und kroch lautlos in die Richtung, wo sich der Gang zur Hintertür befinden musste. Ich erreichte den Vorhang und tastete nach dem Spalt. Sicherlich dauerte es nur ein oder zwei Sekunden, bis ich ihn fand, aber mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Ich richtete mich zur Hocke auf und wollte verschwinden, als es durch die Luft sauste. Jemand stand hinter dem Vorhang, hatte meine Bemühungen gemerkt, hatte in aller Ruhe ausgeholt und schlug nun mit einem Knüppel nach mir in den Bestreben, mir den Schädel einzuschlagen. Ich konnte mich nur ein wenig nach links werfen, so dass der Schlag nicht den Kopf, sondern nur die rechte Schulter traf. Allerdings war es so heftig, dass es mir sofort den rechten Arm lähmte. Der Bursche, der mich getroffen hatte, schrie: "Hierher, Freddy, hierher. Ich habe ihn. Hier ist er." Wahrscheinlich holte er unterdessen neu aus. Mir blieb nicht viel Zeit und keine Wahl. Ich warf mich flach nach vorn durch den halbgeteilten Vorhang hindurch, rammte Kopf und Schulter gegen die Beine des Schlägers, bevor er einen zweiten Hieb austeilen konnte. Er fiel mit einem erschreckten Schrei über mich. Ich kümmerte mich nicht weiter um ihn, sondern sprang auf und rannte den Gang entlang. Mein rechter Arm baumelte wie ein durchschussener Flügel. Wenn sie auf die Idee gekommen wären, die Tür abzuschließen, bevor sie sich mit mir beschäftigten, dann hätten sie mich, aber so intelligent waren sie nicht gewesen. Ich konnte die Tür aufreißen. Als ich im Rahmen stand, fasste mich vom Gang her noch einmal Scheinwerferlicht. Für einen Sekundenbruchteil bot ich wieder ein Ziel. Die Kugel schrammte ein Stück aus der Füllung. Dann schlüpfte ich um die Ecke, rannte die Mauer entlang, schwang mich über den Zaun auf das Pflaster der 132. Straße und enterte meinen Wagen in der 130. Straße. Ich startete, legte den Gang ein, alles mit der linken Hand, aber dann wartete ich. Ich wollte wissen, ob sie mir folgten, aber es blieb völlig ruhig. Sie verfolgten mich nicht, und ich hörte auch nicht das Sirenengeheul eines alarmierten Streifenwagens. Nach 10 Minuten gab ich es auf. Ich fuhr in meine Wohnung, zog mich mühselig aus, kroch unter die Dusche und legte mich ins Bett. Stern, Stern, Stern. Noch vor dem Frühstück rief ich die Nummer von Carlot Ganzer an, verlangte aber, an Tom Per zu sprechen. "Wie steht's?", fragte ich. "Ganz gut", antwortete sie. "Sie schläft noch, und es hat sich nichts ereignet." Ich war sehr erleichtert und setzte mich beruhigt zum Frühstück. Phil war schon vor mir im Office gewesen. Ich berichtete ihm die Ereignisse der letzten Nacht. Es war ein alter Bekannter, der mir den Schal vom Gesicht reißen wollte, erzählte ich. Ich erkannte ihn in dem Sekundenbruchteil, in dem ich ihn niederschlug. Jack Smith, der Spiritistenforscher, auf den M.A. Tom Per so große Stücke hielt, bis er dann doch Geld von ihm forderte. Und die beiden anderen? Der Zeremonienmeister des Vereins und wahrscheinlich einer der Diener, dem ich den Knüppelschlag verdankte, aber das sagt nichts. Interessanter ist das hier. Ich griff in die Tasche und legte die Goldspirale auf den Tisch, genau zwischen Kaffeekanne und Brötchenkorb. Carlot Ganzer erhielt es von einem Mann, den sie den Goldenen nennt. Es hat irgendetwas mit dem Tod zu tun, denn die Tompers und Carla Ganzer trugen es, als man sie fand. "Der Goldene", fragte Philosophie, "du sagtest, der Zeremonienmeister trüge ein weißes Gewand und eine weiße Kapuze." Ich nickte. "Vielleicht zieht er sich zu Privataudienzen um, vielleicht gibt es jemanden, der mehr zu sagen hat als er." "Der Forscher Smith." "Keine Ahnung, aber gefühlsmäßig möchte ich sagen, er hat nicht das Format dazu."
Der nächste Schritt, erkündigte sich Philosophie. Sprechen wir mit MAHI darüber. Stern, Stern, Stern. Wir haben keine Handhabe, um den Club zu schließen, stellte der Chef eine Stunde später in seinem Büro fest. Wir haben keine Beweise, nicht einmal einen wirklichen, begründeten Verdacht. Das hier, er wog die Goldspirale in der Hand, ist überraschend, aber kein Grund zu einer Haussuchung. Es kann den Charakter eines Abzeichens haben, irgend so etwas wie ein Talisman. John und Agathe Tompere und Carla Ganzer sind nicht gestorben, weil sie eine solche Spirale am Arm trugen, sondern weil sie Blausäure in ihren Wein gossen. Hören Sie, Chef, sagte ich, aber MAHI wehrte mit einer Handbewegung ab. Das ungefähr würde ein Richter sagen, von dem ich eine Haussuchungsbefehl oder eine Haftorder verlange. Meine Meinung ist, dass das Ding eine Bedeutung, eine gefährliche Bedeutung hat. Carla Ganzer erhielt es, und wenn irgendjemand bedroht ist, so ist sie es. Wir werden Carla Ganzer nicht aus den Augen lassen. Richten Sie einen Überwachungsdienst ein, Jerry. Und wie kommen wir weiter? Ist Ihre Tarnung als Denver Cool noch dicht? Ich glaube schon. MAHI lächelte. Vielleicht sorgen Sie dafür, dass Sie den Ruf bekommen, ein reicher Mann zu sein. Drängen Sie sich näher an den Kreis der Leute heran, die Chefs im Krishnetten Club sind. Zeichnen Sie sich durch besondere Gläubigkeit aus. Ich rieb mir den Hinterkopf. Ob ich mich dazu besonders eigne, zweifelte ich. MAHIs Lächeln vertiefte sich. Wenn es um die Aufklärung eines Verbrechens geht, eignen Sie sich zu allem, Jerry. Veranlassen Sie Sadly Bayer, die Astrologin, dafür zu sorgen, dass Sie in den einschlägigen Kreisen bekannt werden. Aber sorgen Sie zuerst für Carla Ganzer. Wir fuhren gleich von dieser Unterredung zu der Ganzerschen Wohnung. Die Zofe öffnete, und ich verlangte, an Tompere zu sprechen. Miss Tompere ist nach Hause gefahren, erklärte das Mädchen. Ich blickte sie verständnislos an. Anne hatte mir vor noch nicht 2 Stunden versprochen, sie würde bei der Freundin bleiben, bis ich mich wieder gemeldet hätte, und sie war nicht die Sorte von Girl, die ihre Versprechen nicht halten. Okay, dann melden Sie mich bitte, Miss Ganzer. Miss Carlot hat vor einer halben Stunde die Wohnung verlassen, erhielt ich zur Antwort. Ich unterdrückte einen Fluch. Wohin ist sie gegangen? Sie sagte mir nichts darüber. Danke, sagte ich und zog Phil am Ärmel die Stufen herab. Hör zu, sagte ich zu Philosophie, du nimmst den Wagen, fährst zur Zentrale und sorgst dafür, dass alle Streifenwagen eine Beschreibung von Carla Ganzer erhalten mit der Anweisung, sie zum Hauptquartier zu bringen. Ich weiß, dass wir uns damit bis unter den Boden blamieren können. Vielleicht ist sie nur gegangen, sich ein neues Hütchen zu kaufen, und sie verklagt uns wegen Freiheitsberaubung, wenn wir sie vom Anprobierspiegel wegschleifen, aber ich kann nicht riskieren, dass wir sie als Leiche wiederfinden. Ich fahre zu Anne Tompere, um sie zu fragen, warum sie ihr Wort nicht gehalten hat. Du erreichst mich bei ihr, falls sich etwas ereignet. Von dort aus komme ich ins Hauptquartier. Phil nickte und zischte ab. Ich hielt nach einem Taxi Umschau, aber da gerade nichts in Sichtweite war, ging ich die paar Yard zur Tumper-Wohnung zu Fuß. Anne wohnte, das wusste ich, immer noch in den beiden Dachstuben. Sie hatte eine Scheu davor, die Wohnung ihrer Eltern zu beziehen, aber sie konnte sich auch nicht dazu entschließen, sie zu vermieten. Ich läutete. Es dauerte lange, bis endlich der Öffner summte. In großen Sprüngen jagte ich die Treppe hoch. Sie stand in ihrer Wohnungstür und sah mir mit hochgezogenen Augenbrauen entgegen. »Morning, Miss Tompere«, grüßte ich. »Warum haben Sie Miss Ganzer allein gelassen? Kommen Sie darum hier so angerannt?«, fragte sie spitz. »Ich wollte mir ein anderes Kleid anziehen und mich ein wenig frisch machen. Das ist alles. Aber Sie haben mir doch versprochen, Ihre Freundin nicht aus den Augen zu lassen.«
Bin ich ein Detektiv oder ein Polizist? Fauchte sie mich an. Ich stand da wie eine Kuh, wenn es donnert. Sie war völlig verändert. Ich hatte nie gedacht, dass sie solche Seiten herauskehren könnte. Miss Tompere, fragte ich vorsichtig, haben Sie mit irgendwem außer mir und Carlotte Kenzer seit gestern Abend gesprochen? Sie sah mich groß an. Ihre Augen nahmen einen gequälten Ausdruck an. Nein, antwortete sie langsam. Ich habe mit niemandem gesprochen. Wir waren seit gestern Abend darüber einig, dass Sie auf Carlotte aufpassen wollten, Miss Tompere. Sie waren gleich mir der Ansicht, dass Carlotte einen Grad der Hysterie erreicht hat, der es verbietet, sie allein zu lassen. Stimmt das? Ja, natürlich, sagte sie ungeduldig. Ich will ja auch bei ihr bleiben. Ich wollte mich nur umziehen. Ich wäre gleich zu ihr zurückgegangen. Jedenfalls hat sie in der Zwischenzeit das Haus verlassen. Sie hob im Schreck die Hände an den Mund. Beruhigen Sie sich, sagte ich. Wir lassen Sie suchen, und wir werden Sie sicherlich bald finden. Aber erklären Sie mir doch, warum Sie gegen unsere Verabredung das Haus verließen. Sie wandte den Kopf zur Seite. Sie quälen mich, stöhnte sie. Ich sagte es doch schon. Ich wollte mich nur umziehen. Ich blickte sie scharf an. Es war nichts anderes aus ihr herauszuholen, aber es war in diesem Augenblick, dass zum ersten Mal in mir ein Verdacht gegen Anne Tompere aufkeimte, ein ganz vager Verdacht. Ich ging zur Straße zurück, fischte mir ein Taxi und ließ mich zum Hauptquartier fahren. Als ich Phil von dem Gespräch erzählte, sagte er, du glaubst nicht daran. Nein, knurrte ich. Er grinste. Du verstehst nichts von der weiblichen Seele, sagte er. Wahrscheinlich mag sie dich leiden, und es war ihr unmöglich, dir im selben Kleid von gestern entgegenzutreten. Frauen handeln aus solchen Gefühlen. Ich hatte das Gefühl, dass er diesmal irrte. Den ganzen Vormittag blieb ich im Office und wartete auf eine Nachricht. Dann ging ich in die Kantine, um schnell ein Steak zu essen. Phil empfing mich mit der Nachricht, Sie haben sie. Der Streifenwagen 388 entdeckte sie in der Nähe der Crubond Bridge. Sie muss eine ziemliche Szene hingelegt haben. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Emma Hay hatte angeordnet, dass Carlotte Kenzer zu ihm gebracht werde, und so waren wir alle drei im Chefzimmer, als man sie hereinbrachte. Sie sah aus, als hätte sie sich mit den Cops geprügelt. Ihr Haar hing wir in die Stirn, ihr Mantel war an einer Stelle zerrissen, und sie trug Handschellen. Entfernen Sie die Fesselung, Sergeant, ordnete Emma Hay scharf an. Der Cop, der Carlotte ins Zimmer schob, schloss die Schellen auf. Bitte um Entschuldigung, Sir. Aber sie biss und schlug um sich wie eine Katze. Wir wussten uns nicht anders zu helfen. Ein zweiter Beamter stellte eine große Stadttasche, wie sie Frauen bei Besorgung von Einkäufen benutzen, auf den Tisch. Emma Hay winkte den Cops, sich zu entfernen. Kann ich Ihnen eine Erfrischung anbieten, Miss Kenzer? Fragte er. Sie hob den gesenkten Kopf nicht. Phil ging zum Wasserbehälter und füllte einen Pappbecher. Er reichte ihn ihr, und sie nahm ihn auch an. Der Chef wartete, bis sie getrunken hatte. Sie stellte den Becher hin und sah uns an. Bitte, entschuldigen Sie, Miss Kenzer, dass wir Sie auf diese etwas ungewöhnliche Weise herholen ließen. Wir hielten es im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit für erforderlich. Sie sind bedroht? Das war die zweite Verwandlung, die ich heute an einer Frau erlebte. Die sanfte Carlotte Kenzer mit ihrer piepsigen Stimme, die mich beim ersten Besuch schon an ein Küken erinnert hatte, spuckte den Chef geradezu an. Niemand bedroht mich außer Ihren Leuten, die mich behandeln wie eine Schwerverbrecherin. Liegt irgendetwas gegen mich vor? Nein, nicht wahr. Also lassen Sie mich gefälligst meine eigenen Wege gehen, und kümmern Sie sich nicht um mich. Ich habe Ihren Schutz nicht erbeten,
und ich verzichte darauf. Wir sind der Ansicht, dass zwischen Ihnen und gewissen Verbrechen ein Zusammenhang besteht, antwortete M.A.H. kühl. Sie müssen sich schon gefallen lassen, dass wir uns um Sie kümmern. Sie zog die Mundwinkel herunter. Bitte, sagte sie schnippisch. Wo waren Sie in der Zeit, als Sie das Haus verließen, bis unsere Streife Sie an der Krübund Bridge fand? Ich bin spazieren gegangen. Ich beobachtete Sie scharf. Sie blickte an M.A.H. vorbei in die Ferne und antwortete stur und mit einer tonlosen Stimme, ich bin spazieren gegangen. Das sagten Sie uns bereits, aber welchen Weg haben Sie genommen? Sie löste ihren Blick aus der Ferne, starrte den Chef an, sah wieder an ihm vorbei und wiederholte, ich bin spazieren. Wo? Welche Straßen? Welche Plätze? Ich, stammelte sie, schlug plötzlich die Hände vor das Gesicht und schluchzte laut, ich weiß nicht. Ich bin spazieren gegangen. Lassen Sie mich doch in Frieden. Es war offensichtlich ein echter Zusammenbruch. Ihre Schultern zuckten, vom Weinen geschüttelt. M.A.H. hob den Telefonhörer ab. Den Arzt, verlangte er, schnell. Der Doktor kam nach ein paar Minuten. Carlotte hatte sich in dieser Zeit nicht beruhigt, und wir hatten kein Wort mit ihr gesprochen. Mit routiniertem Griff bog ihr der Doktor den Kopf zurück, hob ihre Augenlider und fühlte ihren Puls. Soll ich Sie gründlich untersuchen? Fragte er. M.A.H. nickte. Dann schafft sie ins Behandlungszimmer. Phil und ich griffen sie unter die Arme und führten sie in das Zimmer des Doc. Sie ließ es sich gefallen. Der Arzt beschäftigte sich eine halbe Stunde mit ihr. Dann kehrte er in den Chefraum, in dem wir warteten, zurück. Carlotte war bei ihm. Sie schien sich beruhigt zu haben. Sie ist gesund, erklärte der Doktor, nur runter mit den Nerven. Ein paar Wochen Aufenthalt in einem Sanatorium würden ihr guttun. Ich habe es ihr schon vorgeschlagen, aber sie will nicht. Ich möchte nach Hause, sagte Carlotte kaum hörbar. Glauben Sie nicht, es wäre besser, wenn Sie sich für einige Zeit in ein Krankenhaus legten, fragte M.A.H. Sie schüttelte nur stumm den Kopf. Können wir Sie nicht einweisen lassen? Fragte der Chef leise den Arzt. Der lachte nur. Sie ist doch nicht gemeingefährlich, nur ein wenig hysterisch. Außerdem ist sie über 21 Jahre alt. Ich will nach Hause, sagte das Mädchen zum zweiten Mal. In Ordnung, Miss Kenzer, entschied M.A.H. Ich werde Sie von einem Beamten nach Hause bringen lassen. Der Beamte wird sich weiterhin um Sie kümmern. Da ich der Ansicht bin, dass Ihr Leben bedroht ist, habe ich das Recht, Sie überwachen zu lassen. Sie können meinen Leuten den Zutritt zu Ihrer Wohnung verweigern, aber dann werden Sie einfach vor Ihrem Haus bleiben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich der Bewachung nicht entziehen würden. Ihr Kopf schwankte ein wenig. Es ist mir gleichgültig, flüsterte sie. Ich möchte nach Hause. Das ist alles. M.A.H. telefonierte nach Stanford, einem unserer jüngsten Beamten. Sie werden diese Dame, Miss Carlotte Kenzer, in ihre Wohnung begleiten, befahl er ihm, als Stanford sich bei ihm meldete. Sie bleiben in der Wohnung. Miss Kenzer hat nichts dagegen. Die Dame steht unter Schutzbewachung. Belästigen Sie sie nach Möglichkeit wenig. Bei ungewöhnlichen Vorgängen telefonieren Sie. Morgen früh lasse ich Sie ablösen. Klar, Chef, antwortete Stanford und wandte sich an Carlotte. Kommen Sie, Miss. Sie ließ sich widerstandslos am Arm fassen. Meine Tasche, sagte sie leise. Trage ich schon, entgegnete Stanford und nahm die Tasche vom Tisch. Wir sahen ihnen nach, bis sich die Tür hinter ihnen schloss. Ich bin froh, dass wir sie lebendig gefunden haben, murmelte ich. Ich finde, sie ist reif für einen Psychologen, der ihr den ganzen Unsinn aus dem Schädel treibt, sagte Philosophie. Ich griff zum Telefon und ließ mich mit dem Apparat von Anton Perf verbinden.
Wir haben Carlotte gefunden, berichtete ich ihr. Sie wird von einem Beamten in ihre Wohnung zurückgebracht. Wollen Sie uns einen Gefallen tun, Anne? Unser Beamter bleibt in der Wohnung, aber er kann schließlich Carlotte nicht auf Schritt und Tritt folgen. Sie als Frau können das besser. Bitte, ziehen Sie für 14 Tage zu ihr. Sie zögerte, aber dann sagte sie, einverstanden. Stern, Stern, Stern. Phil kam am Abend dieses Tages nicht mehr in meine Wohnung. Wir hatten am Nachmittag versucht, noch einmal mit dem Forscher zu sprechen, aber wir hatten ihn nicht auftreiben können. Offensichtlich hockte er im Y-Gebäude und kühlte seine blauen Augen. Vorher hatten wir mit MRI eine lange Debatte, ob wir gegen die Krishnetten-Vereinigung mit polizeilichen Maßnahmen vorgehen sollten, aber wir hatten dann darauf verzichtet. Wir hatten keine Beweise gegen sie in der Hand. Ich war noch einmal auf dem Weg nach Hause in die Kenzersche Wohnung gegangen. Für Stanford war eine Couch im Rauchzimmer hergerichtet worden, und die Zofe versorgte ihn gut. Carlotte lag schon im Bett, und Anton Pear, mit der ich sprach, sagte mir, dass sie verhältnismäßig ruhig sei. Ich hatte das Gefühl, dass alles in Ordnung sei, und legte mich einigermaßen beruhigt ins Bett. Nein, ich schlief nicht sofort ein. Ich dachte darüber nach, was ich weiter tun konnte, um dahinter zu kommen, warum manche Leute sich umbrachten. Stern, Stern, Stern. Ich wachte davon auf, dass das Telefon auf dem Nachttisch schrillte. Ich war sofort hellwach, und ich hatte ein schlechtes Gefühl, als ich den Hörer ans Ohr hob. Die Zentrale war am anderen Ende der Leitung. Da scheint irgendetwas in der Wohnung passiert zu sein, in der Stanford die Wache hat, sagte der Kollege von der Zentrale. Wir erhielten einen Anruf vom zuständigen Polizeirevier, das auf irgendeine Weise alarmiert wurde. Einzelheiten noch unbekannt, Jerry. Ich war schon aus dem Bett. Benachrichtige Phil und MRI, rief ich. Ich fahr sofort hin. Mein Wagen, der Jaguar, befand sich in der Garage um die Straßenecke. Ich fluchte, weil ich ihn heute nicht, wie ich es sonst tat, vor dem Haus geparkt hatte. Immerhin, 4 Minuten nach dem Anruf saß ich hinter dem Steuer und drehte den Zündschlüssel herum. Ich hatte bis zu diesem Augenblick noch nicht auf die Uhr gesehen, aber ich sah es an den Straßen, dass es 2 oder 3 Uhr nachts sein musste. Wer New York so gut kennt wie ich, kann aus der Stille oder dem Lärm auf den Straßen, aus der Menge der Autos und aus manchen anderen Anzeichen auf die Stunde schließen. Jetzt waren die Fahrbahnen leer, und ich konnte den Jaguar von der Kette lassen. Bald erreichte ich die Straße der Kenzerschen Wohnung und sah ein paar Fahrzeuge vor dem Haus. Ein Cop stand auf der Treppe und breitete die Arme aus. Cotton vom FBI, sagte ich, und er trat zur Seite. Die Cops waren diesmal schnell gewesen. Ich traf Lieutenant Zun von 12. Revier und ein paar seiner Leute in der Halle. In einem Sessel saß die Zofe und heulte. Zun und ich kannte uns von einer früheren Sache. Hallo, Cotton, sagte er. Euer Stanford ist ganz schön zugerichtet. Eine Kugel in der Brust und ein Kratzer am Kopf. Ziemlich viel Blutverlust. Hat zu lange gedauert, bis wir alarmiert wurden. Kann ich mit ihm reden? Zwecklos. Er ist ohnmächtig. Der Krankenwagen muss jeden Augenblick da sein. Wo sind Anton Pear und Carlotte Kenzer? Fragte ich, und ich war auf die schlimmste Antwort gefasst. Wovon reden Sie? Fragte Sun zurück. Hier im Haus sind nur Stanford und dieses heulende Girl dort, das uns alarmiert hat, aber ich konnte bisher kein vernünftiges Wort von ihr herausbekommen. Sie flennt nur. Ich ging zu der Zofe hin. Sie trug einen bunten Schlafanzug. Im Gesicht hatte sie einen Kratzer, aber sonst war sie okay, bis auf das hysterische Schluchzen, das ihren Körper schüttelte. Ein paar Cops standen um sie herum und wussten nichts mit ihr anzufangen. Wo ist Miss Tom Pear? Fragte ich. Wo ist Miss Carlotte?
Sie antwortete nicht. Ich zog ihr die Hände vom Gesicht, aber sie heulte mit geschlossenen Augen weiter. Es blieb mir nichts anderes übrig. Es ging hier um Leben und Tod. Ich holte aus und versetzte ihr eine kräftige Ohrfeige. Sie verschluckte sich, riss die Augen auf und wusste nicht, ob sie weiter weinen oder zur Vernunft kommen sollte. Hören Sie zu, sagte ich, bevor sie sich entschließen konnte, reißen Sie sich 5 Minuten zusammen. Nach den 5 Minuten können Sie so viel weinen, wie Sie wollen. Wo ist Miss Tompear? Sie verließ das Haus, stammelte das Negermädchen. Schon um 9 Uhr ohne Abendbrot. Ich biss mir auf die Lippen. Um 8 Uhr hatte ich Ann noch gesprochen, und sie hatte mir versichert, dass sie bleiben würde. Und Miss Kenzer? Miss Kenzer, erschoss den Beamten. Dann bedrohte sie mich mit der Pistole und sperrte mich in den Keller. Aus. Sie weinte wieder. Ich packte ihre Schultern und schüttelte sie. Ging sie dann fort? Ja, wimmerte das Girl. Sie fuhr fort. Ich hörte es. Sie nahm Miss Tompears Wagen. Ich ließ die Zofe los. Mit hängenden Händen stand ich da und zerbiss mit die Unterlippe. Carlotte Kenzer schuss unseren Mann nieder. War sie verrückt? Ann Tompear verließ das Haus, kaum eine Stunde, nachdem sie das Gegenteil versprochen hatte. Spielte sie ein böses Spiel? Wo konnten wir die beiden Mädchen finden? Wir konnten den Streifenwagen befehlen, sie zu suchen, aber ich hatte das verdammte Gefühl im Magen, diese Suche würde nicht so glücklich ausgehen wie die von gestern. Wenn wir nur eine Ahnung hätten, welches ihr Ziel war. Augenblick mal. Die Streife hatte sie an der Krübund Bridge entdeckt. Wenn sie heute Nacht denselben Weg einschlug, dann. Es war eine vage Vermutung, aber es war besser als nichts. Ich wandte mich an Soon. Hören Sie, Lieutenant, sagte ich hastig. Emma High und Phil werden gleich hier sein. Sie geben Ihnen eine Beschreibung der beiden Mädchen, die verschwunden sind. Alarmieren Sie die Streifenwagen. Emma High wird Ihnen sagen, was zu tun ist. Ich fahre zur Krübund Bridge. Sagen Sie meinem Chef und Phil, Sie möchten nachkommen, sobald das hier erledigt ist. Ich rannte auf die Straße, sprang in den Wagen und brauste ab. Krübund Bridge liegt am Stadtrand von New York. Sie führt über den Hudson. Tagsüber braucht man mit dem Wagen fast eine Stunde, bis man hinkommt, aber das liegt hauptsächlich an dem starken Verkehr. Ich schaffte es mit dem Jaguar in nicht ganz 15 Minuten, und doch kam mir diese Zeitspanne endlos vor. Die Straßen lagen leer in der geisterhaften Beleuchtung der Bogenlampen. Hin und wieder überholte ich ein Taxi oder einen frühen Lastwagen. Kurz vor der Brücke musste ich ein Stadtviertel durchqueren, das als nicht ganz geheuer galt und dessen Straßen dunkler waren als die anderen. Dann kam die Brückenauffahrt, und ich zischte hoch. Fahrbahn und Gehwege der Brücke lagen hell in dem bläulichen Schein der Neonbeleuchtung, und da, im ersten Brückenteil, parkte ein Wagen unbeleuchtet am Straßenrand. Ich trat die Bremse durch. Der Jaguar wollte ausbrechen, aber ich hielt ihn eisern auf der Straße. Schlitternd, mit jaulenden Reifen, brachte ich ihn neben dem Wagen zum Stehen. Ann blauer Thunderbird. Ann Tompears Wagen. Ich sprang aus meiner Kiste, riss den Schlag des Thunderbird auf. Nichts, er war leer. Kam ich zu spät? Das Steuerrad schien mir noch warm zu sein, warm von den Händen eines Menschen. Ich richtete mich auf und begann die Brücke entlang zu laufen. Ich lief 10 Schritte und stoppte. War da etwas dort vor mir? Ich sah etwas Helles wehen, und ich ertappte mich selber dabei, dass mir die Erscheinung im Y-Bau einfiel. Es sah so ähnlich aus, aber es konnte auch ein Kleid sein. Ich rannte. Das helle Wehen blieb vor mir. Es war nicht auf der Fahrbahn und nicht auf dem Bürgersteig. Es geisterte auf dem Brückengeländer herum oder sogar jenseits davon.
Jetzt erkannte ich es. Keine Erscheinung, kein Geist, sondern eine Frau im hellen Kleid, mit wehenden Haaren, eine Frau, die sich über das Geländer geschwungen hatte, sich noch mit den Händen an den Eisenstäben hielt, aber bereit schien, sich in die Tiefe zu stürzen. Festhalten, schrie ich. Nicht bewegen. Keine 300 Yard lagen zwischen uns, und ich lief aus Leibeskräften, und doch hatte ich das Gefühl, als hätte ich Blei in den Beinen und käme nicht von der Stelle. Dann, wie weggewischt, war die Gestalt verschwunden, keine 10 Sekunden, bevor ich die Stelle erreicht hatte. Ich stürzte vor, krampfte die Hände um die eiskalte Brüstung, beugte den Oberkörper vor und versuchte, das Dunkel zu durchdringen, das nachtschwarz unter der Brücke lag. Und jetzt hörte ich den schrillen, markerschütternden Schrei der Stürzenden, und er endete mit dem charakteristischen Geräusch eines Körpers, der auf dem Wasser aufschlägt. Ich riss mir die Jacke herunter, schwang mich auf das Geländer. Ich glaube, ich bin nicht gerade ein Hasenfuß, aber ich gestehe es, ich zögerte 2 Sekunden lang. Es war ein scheußliches Gefühl, in die Schwärze unter mir zu springen, und ich hatte keine Ahnung, wie hoch die Krybund Bridge war und wie tief der Hudson an dieser Stelle. Und es war fast sinnlos, jemanden nachzuspringen, der sich in dieses scheinbar bodenlose Schwarze hatte fallen lassen. Ich stieß mich kräftig ab und hechtete weit nach vorn. Ich wusste, dass unter den großen Brücken häufig solche Windverhältnisse herrschen, dass ein Springer gegen die Verstrebung geworfen wird und sich die Knochen bricht. Ich spürte, wie mich dieser Windzug packte, als ich durchfiel, aber ich war weit gesprungen. Wenn Sie erfahren wollen, wie lange eine Ewigkeit ist, dann müssen Sie einen solchen Sprung tun. Er dauerte vielleicht 5, vielleicht 8 Sekunden, aber diese Zeit bedeutet eine glatte Ewigkeit. Ich war mit dem Kopf vorangesprungen, aber ich überschlug mich in der Luft und landete mit den Füßen zuerst und etwas seitlich im Wasser. Ich schlug auf das Wasser auf, als knallte ich gegen ein Brett, aber dann tauchte ich doch ein, und die Fluten des Hudson schlossen sich über meinem Kopf. Ich strampelte, um nach oben zu kommen. Mein Kopf tauchte auf, und ich schnappte nach Luft, und schon fühlte ich, wie der Strom mich mit sich fortriss. Ich ließ mich treiben. Wenn ich sie fand, dann konnte es nur stromabwärts sein. Rechts neben mir wuchs eine hohe, dunkle Wand auf, um die das Wasser gurgelte, einer der Pfeiler der Brücke. Ich legte mich auf den Rücken. Über mir zog die Brücke wie eine dunkle Wolke dahin. Ich begann zu rufen, »Miss Kenzer«, brüllte ich. »Miss Kenzer? Wo sind Sie? Antworten Sie?« Ich lauschte. Keine Antwort. Nur das Rauschen des Wassers. Ich schwamm mit dem Strom und beschleunigte das Tempo meiner Fahrt, und dann rief ich wieder. Nichts. Ich arbeitete mich quer zum rechten Ufer hin und versuchte es noch einmal. Nichts. 10 Minuten mochten seit dem Sprung vergangen sein. Ich sah das helle Bellend der Beleuchtung der Krybund Bridge nur noch wie einen Strich in der Ferne. Der Fluss mochte mich eine Meile stromab getragen haben. Ich fühlte, wie mir die Kälte des Wassers bis in die Knochen kroch und ich steif zu werden begann. Mich packte so etwas wie Mutlosigkeit. Es war vergeblich gewesen. Ich musste aufgeben. Das rechte Ufer schien mir, nach den Lichtern zu urteilen, näher zu sein. Ich kraulte schräg zur Strömung darauf zu, aber der Fluss nahm mich mindestens noch einmal eine Dreiviertelmeile mit hinunter, bis ich endlich die gefügten Steine der Böschung unter meinen Händen fühlte. Ich kroch hoch und schüttelte mich wie ein Hund. Ich war todmüde, aber ich durchlief trotzdem die schräg ansteigenden Uferwiesen im Trab. Dann kam ein Trenngitter zur Straße, und ich schwang mich darüber. Ich lief einer Doppelstreife der Polizei genau in die Arme. Die Cops, die gemächlich ihre Runde gingen, fuhren zusammen, als ein klatschnasser Mann, bekleidet mit einer Anzughose und einer Schlafanzugjacke vor ihnen auftauchte. Wir verständigten uns schnell. Während der eine zum nächsten Telefon rannte,
um einen Wagen herbeizuzaubern, versuchte der anderen, mich mit seinem Taschentuch ein wenig zu trocknen. »Ganz sauber, Sir«, versicherte er. Der Streifenwagen erschien nach noch nicht 4 Minuten. »Wir bringen Sie ins Mayfair Hospital«, sagte der Sergeant. Mich hatte das große Zähneklappern gepackt. »Später«, sagte ich trotzdem. »Erst Grübund Bridge.« Sie zuckten mit den Achseln, aber sie gehorchten. Mit Sirenengeheul ging es die Strecke zurück, die ich mit dem Fluss geschwommen war. »Viel los heute Nacht«, sagte der Streifenführer und reichte mir sein Zigarettenpäckchen herüber. »Sollen nach 2 Mädchen suchen, die vor kurzem verschwunden sind. Nach einer davon ist heute Morgen gesucht worden, und jetzt scheint sie schon wieder verschwunden zu sein.« MA-Heißmeldungen waren also schon weitergegeben worden. Ich verkniff es mir, dem Polizisten zu antworten, dass er eine von den beiden Gesuchten nur noch im Hudson finden konnte. Wir fuhren jetzt von der anderen Seite auf die Brücke. Es hatte sich einiges getan in der Zeit, die ich im Wasser verbracht hatte. Außer dem Thunderbird und meinem Jaguar standen 4 Polizeifahrzeuge auf der Brücke. 2 der Wagen leuchteten den Strom mit ihren Suchscheinwerfern ab. Ich sah Phil und Emma High neben meinem Wagen stehen, und ich sagte dem Fahrer, er solle neben ihnen halten. »Na also«, sagte Phil, als ich ausstieg. »Ich dachte mir, dass du hineingesprungen bist, als wir deine Jacke fanden. Kalt, nicht wahr?« Emma High drehte nur den Kopf zu dem nächsten Polizisten. »Sergeant«, sagte er, »besorgen Sie eine Decke oder etwas Ähnliches für M.A. Cotton.« Dann wandte er sich mir zu. »Nun«, fragte er, »alarmieren Sie die Feuerwehr und die Flusspolizei, Chef«, sagte ich. »Eins von den Mädchen ist von der Brücke ins Wasser gesprungen. Es wäre gut, wenn wir die Leiche bald fänden.« Der Kopf kehrte zurück und legte mir einen Polizeimantel über die Schultern. »Machen wir, Jerry. Phil, fahren Sie mit ihm nach Hause, und sorgen Sie dafür, dass er keinen Schnupfen kriegt. Ich denke, wir treffen uns um 8 in meinem Büro.« Der Chef warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »In knapp 3 Stunden also. Stern, Stern, Stern. Eine heiße Dusche, eine kräftige Frottierung, warmes und trockenes Zeug und sodafreier Whisky machten mich wieder fit. An Schlafen war ohne dies nicht zu denken, und das erste Frühstück ließen wir uns um 8 Uhr in Emma Heiß Büro servieren. Noch vor Mittag hatten wir ein genaues Bild von dem, was sich ereignet hatte. Die Ärzte hatten Stanford noch in der Nacht die Kugel aus der Brust geholt. Kurz vor Mittag konnte Emma Heiß ihn für 10 Minuten sprechen. Er war klar im Kopf, und er hatte Chancen durchzukommen. Seine Aussage und das, was uns die schwarze Zofe erzählte, setzten uns in die Lage, den Ablauf des Abends genau zu rekonstruieren. Kurz nach 8 Uhr hatte ich nach dem Gespräch mit Anton Pear und ein paar Worten an Stanford das Haus verlassen. Ann ging danach in Carlots Zimmer zurück. Ungefähr Punkt 9 Uhr hörte Stanford, der sich gerade im oberen Stock herumtrieb, wie das Telefon im Schlafzimmer der jungen Miss Kenzer klingelte. Ungefähr 10 Minuten später kam Anton Pear herunter, ging an ihm vorbei und sagte leicht hin, sie begäbe sich jetzt nach Hause. Da Stanford nicht wusste, dass sie versprochen hatte, die ganze Nacht zu bleiben, wunderte er sich nicht darüber. Die Zofe brachte ihm das Abendbrot. Er sah sich einen Teil des Fernsehprogramms an und legte sich auf seine Couch. Ungefähr um Mitternacht löschte er das Licht. Carlot Kenzer hatte er bis zu diesem Augenblick noch nicht gesehen. Um 3 Uhr wurde er davon wach, dass jemand die Klinke der Tür bewegte. Er richtete sich auf, knipste die Nachttischlampe an und nahm seinen Revolver in die Hand. Die Tür öffnete sich, und er sah Carlot Kenzer im Rahmen. »Was Besonderes, Miss?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf, und er legte seinen Revolver wieder auf den Nachttisch zurück, weil er den Gedanken hatte, das Ding in seiner Hand könnte sie erschrecken. Sie war vollständig angezogen,
und sie trug eine Ledertasche in der Hand, die gleiche, die sie im Hauptquartier bei sich gehabt hatte. Stanford wusste, dass Charlotte wahrscheinlich nicht ganz normal war, und da sie nichts weiter sagte, schlug er die Bettdecke zurück, um aufzustehen und sich um sie zu kümmern. In dem Augenblick riss sie die rechte Hand hoch und feuerte auf ihn. Er hatte die Waffe nicht bemerkt, und wir konnten anhand der Kugel feststellen, dass sie eine 6,35er, eine kleine und handliche Pistole, benutzt haben musste. Stanford verlor sofort die Besinnung, was auf den Kopfstreifschuss zurückzuführen war. Er erwachte erst wieder im Krankenhaus. Die Aussagen der Zofe deckten sich mit seinen. Das Mädchen, das in einem Zimmer neben der Küche schlief, war durch die Schüsse geweckt worden und lief in die Halle. Hier sah sie sich Charlotte Kenzer gegenüber, in der linken Hand die Tasche, in der rechten die Pistole. Charlotte richtete die Waffe auf die Zofe. Das Mädchen rief sie mehrfach an, aber sie antwortete nicht. Sie ging langsamen Schrittes auf ihre Zofe zu, und das verschreckte Girl wich vor ihr zurück. Auf diese Weise dirigierte sie die Zofe die Kellertreppe hinunter und in den Heizungskeller hinein. Sie warf die Tür zu und schloss von außen ab. Dann hörte die Zofe etwas später das Aufbrummen des Wagenmotors vor dem Haus. Sie bemühte sich, das Einschüttungsloch für den Koks zu öffnen, aber das dauerte ungefähr eine halbe Stunde, bis ihr das gelang und sie hochklettern konnte. Sie lief ins Haus zurück, dessen Eingangstür weit offen stand, und alarmierte die Polizei. Für uns war es kaum noch eine Frage, welches von den beiden Mädchen über die Crubond Bridge in den Hudson gesprungen war, aber endgültig würden wir es erst erfahren, wenn Feuerwehr und Polizei, die seit den frühen Morgenstunden den Hudson abfischten, die Leiche gefunden hatten. Der Anruf erreichte Emma High kurz nach Mittag. Ich sah, wie er telefonierte, lauschte, kurz Danke sagte und dann aufstand. Das Schauhaus, sagte er knapp. Gehen wir? Sie haben sie gefunden. Eine Viertelstunde später standen wir in dem unterkühlten Kellerraum, in dem es nach Desinfektionsmitteln roch. Der Doktor, noch in der Gummischürze, streifte sich die Handschuhe von den Händen und wusch sie gründlich. Es war der Polizeiarzt, der Charlotte Kenzer untersucht hatte. Kein Zeichen von Gewalt, erklärte er. Sie ist einwandfrei ertrunken. Ist es an Tom Peer oder Charlotte Kenzer? Fragte ich. Meine Stimme war nicht frei. Er sah mich flüchtig von der Seite an. Charlotte Kenzer natürlich. Er trocknete sich die Hände. Kommen Sie mit, sie anzusehen, forderte er uns auf. Wir traten zu dem hochrädrigen Karren, auf dem die Leichen transportiert wurden. Der Doktor zog das Leinentuch von der Toten. Im kalkigen Licht sah ich das Gesicht von Charlotte Kenzer mit den noch nassen Haaren. Es war entstellt. Wahrscheinlich war sie tot, bevor sie aufs Wasser aufschlug, erklärte der Doc. Sie wird gegen die Brückenverstrebungen geschleudert worden sein. Aber das war es nicht, was ich Ihnen zeigen wollte. Er zog das Tuch weiter von der Leiche, so dass wir die über der Brust gekreuzten Hände des Mädchens sehen konnten. Am rechten Handgelenk schimmerte ein Schmuckstück aus Gold in Form einer Spirale. Stern, Stern, Stern. Ich zündete mir eine Zigarette an, sobald wir draußen standen. Wir wissen nicht viel, sagte Emma Hay neben mir, aber es steht fest, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Es war Selbstmord, antwortete ich und stieß den ersten Rauch aus. Es gibt einen einwandfreien Zeugen dafür. Mich. Sie war allein auf der Brücke, und sie sprang aus eigenem Antrieb. Niemand stieß sie. Das ist doch nicht deine wahre Meinung, Jerry, rief Philosophie. Das ist die Tatsache, entgegnete ich finster. Ich habe es gesehen, aber ich bin auch der Meinung, dass irgendwer sie zu diesem Selbstmord getrieben hat. Ich griff in die Taschen und zog die Spirale hervor, die ich Charlotte abgenommen hatte. Ich wog sie in der Hand. Ich habe dem armen Girl dieses Ding abgenommen, sagte ich,
Und trotzdem finden wir sie wieder mit dem tödlichen Schmuck am Handgelenk. Carlotte hat immer behauptet, sie wäre niemandem begegnet, aber sie muss entweder bei ihrer ersten Flucht oder bei der zweiten kurz vor ihrem Tode einem Menschen begegnet sein, der ihr die zweite Spirale überreichte. Es liegen gut 45 Minuten zwischen dem Augenblick, da sie das Haus verließ, bis zu dem Moment, als sie von der Brücke sprang. Selbst wenn sie nicht sehr schnell fuhr, musste sie in einer halben Stunde die Crubond Bridge erreicht haben. Sie ist also unterwegs aufgehalten worden, aufgehalten durch die Begegnung mit irgendjemandem. Sie kann gezögert haben, bevor sie in den Hudson sprang, warf Phil ein. Das kann eine Viertelstunde in Anspruch nehmen. Sie traf irgendwen, beharrte ich. Es gibt einen zweiten Beweis dafür. Stanford und die Zofe sagten, dass sie eine Tasche bei sich trug, als sie das Haus verließ. Wir haben die Tasche nicht in dem Wagen gefunden. Wo ist die Tasche? Unwahrscheinlich, dass sie damit in den Fluss gesprungen ist, murmelte Mr. High. Nehmen wir an, sie hat die Tasche dem überreicht, der sie traf, bevor sie sich das Leben nahm. Was war in der Tasche? Geld, fragte Phil mit einem Unterton von Unsicherheit. Wir werden es feststellen. Welche Bank hat das Kenzersche Vermögen verwaltet? Es war nicht schwer, das herauszubekommen. Nach noch nicht einer Viertelstunde sprachen wir mit dem Direktor. Seine Auskunft war eindeutig. Jawohl, Miss Kenzer hob gestern Vormittag fast ihr gesamtes Barvermögen ab. Genau 50.000 Dollar. Ich lasse den Scheck holen. Wunderten Sie sich nicht, dass sie so viel Geld bar mitnahm? Der Direktor hob die Schultern. Der Scheck war ordnungsgemäß von dem Testamentsvollstrecker, dem Rechtsanwalt Arthur Freebair, gegengezeichnet. Das war notwendig, denn die rechtlichen Verhältnisse sind durch das Testament noch nicht geklärt. Bitte, hier ist der Scheck. Stern, Stern, Stern. Arthur Freebair, den ich nur einmal bei meinem ersten Besuch bei Carlotte gesehen hatte, störten wir aus seiner Mittagssiesta auf. Er wusste noch nichts von den Ereignissen, und wir versetzten sie ihm ohne Schonung. Er wurde sehr blass und murmelte, das ist nicht möglich. Es ist die Wahrheit, sagte ich hart, und sie haben einiges dazu getan, dass es überhaupt passieren konnte. Warum haben Sie den Scheck gegengezeichnet? Haben Sie Carlotte nicht gefragt, was sie mit dem Geld tun wollte? Sie hätten doch die Gegenzeichnung verweigern können. Ich hatte keine Veranlassung, stotterte er. Unsinn, Sie kennen Carlotte lange. Sie wussten, dass sie hysterisch war. Sie müssen sie doch gefragt haben, was sie mit dem Geld zu tun beabsichtigte. Ja, natürlich, aber ich erhielt keine Antwort. Und doch haben sie ihre Unterschrift auf den Scheck gesetzt. Ich weigerte mich, aber sie bestand darauf, und da tat ich es. Ich sah ihn lange an. Freebair, sagte ich langsam, ich glaube Ihnen nicht. Ich habe das Gefühl, Sie haben die Finger darin. Seine Hände flatterten. Nein, nein, stammelte er. Es war anders, als Sie denken. Ich habe mir immer eingebildet, Eindruck auf Carlotte gemacht zu haben, verstehen Sie? Ich hatte begründete Hoffnungen, sie würde mich eines Tages heiraten, und als sie sagte, unsere Verbindung würde sofort abgebrochen, wenn ich den Scheck nicht unterzeichnete, fürchtete ich um meine Pläne und unterschrieb. Verstehen Sie? Arthur Freebair, sagte Mr. High, ich verhafte sie wegen Verdachtes auf Beihilfe zum Mord. Der Anwalt wehrte sich nicht. Er machte einen gebrochenen Eindruck, aber das konnte alles Theater sein. Wir ließen ihn durch einen Streifenwagen abführen. Wenn er drin hängt, dann nur als Nummer, sagte ich unten auf der Straße. Ihren Anfang genommen hat die ganze Sache in diesem Krischnettenclub, und ich finde, zum Henker, wir sollten den Fall bei der Wurzel fassen. Wie? Fragte Mr. High. Sorgen Sie dafür,
dass ich aus der Staatskasse 10.000 Dollar bekomme, die ich sehen lassen kann. Ich möchte sie im Club zeigen, und ich will wissen, ob sie dann versuchen, auch mich zum Selbstmord zu treiben. Die 10.000 Dollar können Sie in 2 Stunden haben, Jerry. Was ist mit Antomper? Wir haben sie nicht gefunden, und sie ist nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt. Entweder ist sie mit von der Partie, oder sie ist das nächste Opfer, ergänzte Philosophie. Kein Opfer ohne Geld, antwortete ich. Wir lassen die Bankkonten der Tompere überwachen, und wer immer dort einen Scheck einlösen will, den nehmen wir fest, nein, wir zahlen ihn aus und stellen fest, wohin er damit will. Im Übrigen lassen wir weiter nach ihr suchen. Wir fuhren bei der Bank der Tompers vorbei. Seit dem Tode der Eltern von Ann war eine größere Summe nicht abgehoben worden. Wir erfuhren noch, dass die Rechtsverhältnisse hier anders lagen, und dass ein Scheck mit Ann Tompers Unterschrift jederzeit ohne weiteres angenommen werden würde. Das Barvermögen der Tompers betrug an die 100.000 Dollar. Phil blieb im Büro des Direktors, um zur Hand zu sein, wenn ein solcher Scheck präsentiert werden würde. Ich trennte mich von Emma High und fuhr zu Sadly Bayer, unserer Astrologin. Sie hatte einen Kunden in ihrem Laden, und ich musste warten. Hören Sie zu, Sadly, sagte ich, als sich der Ratsuchende entfernt hatte, der Spaß ist zu Ende. Es wird ernst. Wann ist die nächste Zusammenkunft im Krishnetten Club? Sie nahm die große schwarze Hornbrille ab, mit der sie sich bei Beratungen ein geheimnisvolles und zugleich wissenschaftliches Aussehen zu verleihen pflegte. Keine Ahnung, Gehmann, sagte sie, Sie werden eine Einladung bekommen, vorausgesetzt, Sie sind noch nicht aufgefallen. Kann man eine Sitzung nicht herbeiführen? Ich wüsste nicht, wie das gemacht werden könnte. Ich schnippte ungeduldig mit den Fingern. Nehmen wir an, ich interessierte mich so brennend dafür, dass ich unbedingt bald wieder etwas sehen wollte, so bald, dass es mir auf eine große Spende nicht ankäme. Sadlys Augen funkelten. Wenn es eine große Spende für die guten Zwecke der Vereinigung ist, wird es sich vielleicht einrichten lassen. Wie hoch wollen Sie gehen, Gehmann? 1.000 Dollar. Sie verzog das Gesicht. Sehr knapp. Sagen Sie 1.500, und ich werde versuchen, die Sache zu arrangieren. Ich wusste, dass Sadly sich 500 dabei unter den Nagel reißen würde, aber es kam mir nicht darauf an. Einverstanden, erklärte ich. Das Geld wird Ihnen noch heute gebracht. Rufen Sie mich an, wenn Sie eine Zusage haben. Stern, Stern, Stern. Ich sorgte mich um Antomper. Noch immer lag keine Nachricht über sie vor. Ihr Verhalten war so völlig unerklärlich, dass ich nicht wusste, ob ich sie verdächtigen oder sie als nächstes Opfer betrachten sollte. Am anderen Tage fand eine Haussuchung beim Krishnetten Club statt. Emma High hatte sich dazu entschlossen, obwohl er nichts zu finden hoffte, aber er sagte nicht zu Unrecht, dass, wenn der Club wirklich etwas mit den rätselhaften Selbstmorden zu tun hätte, die Brüder wahrscheinlich stutzig würden, wenn die Polizei sich überhaupt nicht um sie kümmerte. Ich nahm an dieser Haussuchung nicht teil, weil meine Tarnung als Denver Cool erhalten bleiben sollte. Als Chef des Clubs bezeichnete sich ein gewisser Frederic Blussock, der Mann, der als Weißer die Zeremonien leitete. Auch Professor Jack Smith trat in Erscheinung, und 2 Hausdiener, die Bender und Papley hießen. Der Chef bestellte die ganze Bande zum Verhör. Er hatte die Mikrofonanlage eingeschaltet, und ich konnte vom Nebenraum alles mithören. Blussock kam als erster an die Reihe. Sie sind der Gründer des Krishnetten Clubs. Ja, zusammen mit M.R. Smith. M.R. High fragte ihn, wie oft Carlot Ganzer bei ihm gewesen sei, und er gab bereitwillig und korrekt Auskunft. Er leugnete auch nicht, dass Carlots Mutter und die Tompers Mitglieder der Vereinigung gewesen waren. Ich nahm an, er würde verschweigen, dass Carlot eine Sonderaudienz gehabt hatte, aber er erwähnte das von selbstständig.
Gewährten Sie ihr diese Sonderaudienz? Fragte Emma Hay nicht ohne Spott. Blussock bejahte. Wir wissen von Miss Kents Erstzofe, dass sie von einem Mann in einem goldenen Gewand empfangen worden ist. Sie tragen normalerweise weiße Gewänder, M.A. Blussock. Bei besonders feierlichen Gelegenheiten auch goldene Kleider, antwortete er. Er stotterte nur bei den zwei ersten Worten. Und bei dieser besonderen Gelegenheit überreichten sie Miss Kenzer dieses Armband. Wahrscheinlich zeigte ihm M.A. Hay in dem Augenblick die Goldspirale. Er antwortete, ja. Welche symbolische Bedeutung hat das Band? Es ist ein Symbol besonderer Gläubigkeit, Sir. Eine Auszeichnung. Wir geben sie nur Leuten, die in unserem Sinne zu etwas Besonderem berufen sind. Dazu, sich selbst umzubringen? Fragte der Chef scharf. Oh nein, Sir, beteuerte der Weiße. Ich weiß sehr wohl, dass Mrs. Kenzer und Emma und Mrs. Tomper mit solchen Armbändern gefunden worden sind. Es stand ja in allen Zeitungen. Ich habe es nicht verhindern können, dass die Leute den Schmuck anlegten, als sie sich töteten. Es ist nicht im Sinne der Krishna-Eten, dass der Mensch sich selbst umbringt. Im Gegenteil. Wir lehren, dass man nur im Laufe eines ganzen Lebens zu der Vollendung gelangen kann, die es ermöglicht. Schon gut, unterbrach M.A. Hay. Das ist also das Armband, dass Sie Carlot Kenzer überreichten. Jawohl, Sir. Sie irren, sagte der Chef hart. Die Spirale, die Sie dem Mädchen überreichten, wurde von einem unserer Beamten entdeckt und an sich genommen. Trotzdem fanden wir Carlot nach ihrem Tode wieder mit einem solchen Schmuck. Wie erklären Sie sich das? Gaben Sie ihr zwei Stücke? Nein, Sir. Und die Erklärung? Dafür weiß ich keine Erklärung. Es könnte nur sein, dass Miss Kenzer den Gegenstand von einem anderen Mitglied unserer Vereinigung erhalten hat. In Ordnung, sagte M.A. Hay. Nennen Sie mir die Mitglieder, an die Sie solche Auszeichnungen verliehen haben und ich werde nachprüfen lassen, ob Sie Ihre Orden noch besitzen. Es folgte ein langes Schweigen. Blussock antwortete nicht. Ich hatte den Eindruck, dass M.A. Hay ihn in der Falle hatte. Schließlich hörte ich wieder die Stimme des Weißen. Um Vergebung, Sir, aber ich kann Ihnen die Namen der Clubmitglieder nicht nennen. Wir haben feierlich gelobt, dass wir die Namen nicht bekannt geben. Wir würden unser ganzes Prestige verlieren, wenn wir dieses Prinzip durchbrechen. Es handelt sich nicht um ein Prinzip, sondern um die Aufklärung eines Mordes, M.A. Blussock. Ich erwarte bis morgen Abend von Ihnen die Namen der Mitglieder, denen Sie eine Goldspirale überreicht haben. Sie können gehen, aber ich werde Sie verhaften lassen, wenn ich die Namen nicht bis morgen Abend erhalten habe. Das Verhör von Forscher Smith und den beiden Hausdienern ergab nichts von Bedeutung. Natürlich hätte Hay dem Forscher damit auf den Leib rücken können, dass er uns gegenüber geleugnet hatte, Emma und Mrs. Tomper außer den Besuchen in seiner Wohnung auch anderswo gesehen zu haben, aber es war zu eindeutig, dass Smith nur eine Randfigur im Drama war. Da auch die Haussuchung im Y-Bau nichts Handfestes ergeben hatte, ließen wir die vier laufen. M.A. Hay kam sofort nach dem Verhör herüber. Mit der zweiten Goldspirale hatten sie Blussock ganz schön in der Zange, Chef, sagte ich. Wenn sie ihm weiter zugesetzt hätten, hätten wir vielleicht einen Haftgrund konstruieren können. Ich habe ihm mit Vorbedacht die Frist bis morgen Abend gestellt. Blussock ist nicht der Chef, Jerry. Er ist nicht der Mann, um eine solche Sache zu organisieren. Er mag ein Schwindler und ein Betrüger sein, aber er brächte es nie fertig, einem Menschen so verrückt zu machen, dass er in den Tod geht. Ich rechne damit, dass die Geschichte von der Verteilung der Spiralen an verdienstvolle Mitglieder Lüge ist. Goldspiralen erhalten nur die Leute, die sterben sollen. Und es besteht irgendein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Tod und dem Schmuck. Falls Sie uns also die Namen nicht liefern können, müssen Sie damit rechnen,
dass wir Ihren Verein morgen Abend hochnehmen und Plusstock festsetzen? Das, denke ich, sollte Sie dazu bringen, Ihre Pläne in dieser Frist auszuführen. Wenn Sie also mit Anton Pär irgendetwas vorhaben, dann müsste das innerhalb der nächsten 48 Stunden geschehen, das heißt, in dieser Zeit müsste ein Scheck mit Hens Unterschrift bei der Bank auftauchen. Wir müssen abwarten. Wir warteten den ganzen Tag, die ganze Nacht. Ich rührte mich nicht vom Telefon weg. Der Jaguar stand auf dem Hof des Hauptquartiers, den Zündschlüssel im Schloss. Um 9 Uhr pflegten die Banken ihre Schalter zu öffnen. Um 9.10 Uhr klingelte das Telefon. Am anderen Ende des Apparates war Brook, einer unserer Beamten, der Phil abgelöst hatte. Eben ist ein Scheck mit der Unterschrift an Tom Pers präsentiert worden. Ein ganz dicker Schein über 100.000 Dollar. Was soll ich tun, Jerry? Wer hat den Scheck eingereicht? Eine Dame mit hellblonden Haaren und einer großen Sonnenbrille. Ich telefoniere vom Zimmer des Direktors aus. Ich kann sie sehen. Sie sitzt in der Halle. Bis auf die Haarfarbe könnte es Anton Pär selbst sein. Pass auf, Brook. Sag dem Direktor, er soll die Auszahlung der Summe ein wenig hinauszögern. Phil und ich kommen sofort. Wenn sie früher fortgeht, folge ihr, aber so, dass sie nichts merkt. Phil hatte dem Gespräch über den Schreibtisch gebeugt gelauscht. Jetzt rasten wir die Treppen hinunter in den Hof. Kaum eine Minute, nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte, jagte der Jaguar mit heulender Sirene und blinkendem Rotlicht auf die Straße. Wir flitzten durch den Morgenverkehr ins Bankenviertel. Ich fuhr einen Umweg, denn ich wollte nicht bei der Bank selbst ankommen. Es bestand immerhin die Möglichkeit, dass sich ein Beobachter in der Nähe der Bank herumdrückte, um zu sehen, wie die Sache lief, und der Anblick des Jaguars hätte ihn sicherlich gewarnt. Wir parkten an der Hinterfront des Gebäudes, und obwohl ich am liebsten im Laufschritt losgeprescht wäre, bezwang ich mich und ging im mittleren Tempo eines Mannes, der etwas zu besorgen hat, in die Bank. Phil hielt einen Abstand von einem Dutzend Schritten. Brook saß auf einer Bank in der Halle hinter dem Eingang und schien etwas zu schreiben. Er blickte kurz auf, als ich eintrat. Sein Gesicht zeigte einen Ausdruck der Erleichterung. Mit einer kleinen Kopfbewegung zeigte er die Richtung. Die Frau, die dort an einem Schalter stand und darauf wartete, dass man ihr den kleinen Koffer, den sie mitgebracht hatte, vollgepackt mit Banknoten zurückreichte, drehte mir den Rücken zu. Der Figur nach konnte es Anton Pär sein, obwohl Gang und Haltung schleppender und gedrückter waren, als ich sie in Erinnerung hatte. Das Haar war platinblond und offensichtlich gefärbt. Auch trug die Frau es kürzer als Anton Pär. Ich suchte mir einen passenden Platz hinter einer Menschenschlange von vielleicht 10 Personen, die an dem Schalter für Kleindividenden warteten. Ich sah, wie die Frau den Koffer von dem Bankbeamten in Empfang nahm. Er war nicht größer als ein Picknickkoffer. Sie schloss ihn sorgfältig ab, behielt aber seltsamerweise den Schlüssel am Griff fest. Dann wandte sie sich um und ging dem Ausgang zu. Sie kam nahe genug an mir vorbei, dass ich ihr Gesicht sehen konnte. Trotz der großen Sonnenbrille gab es keinen Zweifel. Es war Anton Pär, obwohl um ihren Mund müde Falten lagen, und ihr ganzes Gehabe auf merkwürdige Weise verändert war, auf eine Weise, die nichts mit dem gefärbten Haaren und der neuen Frisur zu tun hatte. Ich ließ ihr einen Vorsprung von 10 Schritten und ging ihr nach, sobald sie den Ausgang durchschritten hatte. Ich erwartete, dass ein Wagen sie abholen würde. In diesem Fall hätte ich den Fahrer mit dem Revolver in der Hand gestellt, aber nichts desgleichen geschah. Den Koffer mit 100.000 Dollar in der Hand, ging sie im Gewühl der Menschen die Straße entlang. Phil überholte mich, als wäre er ein zufälliger Passant. Sie ist es, nicht wahr? Zischte er im Vorübergehen. Ohne Zweifel, antwortete ich. Nicht aus den Augen lassen, aber sie darf nichts bemerken. Wir unternehmen nichts,
bevor sich nicht irgendjemand ihr genähert hat. An der nächsten U-Bahn-Station ging an die Treppe hinunter. Ich fluchte lautlos in mich hinein. Es gibt nichts Scheußlicheres, als einen Menschen in der U-Bahn zu verfolgen, besonders wenn dieser Mensch den Verfolger kennt. Ich wünschte, ich hätte Proog mitgenommen, der leichter als ich hätte Kontakt halten können, da ich ebenso wie Phil darauf achten musste, von Ann nicht gesehen zu werden. Als der Zug einlief, bestieg sie einen erster Klasse Waggon. Phil nahm das Abteil links, ich das rechte von ihr, und ich rührte mich nicht von der Tür weg, obwohl ich alle anderen Leute damit gewaltig behinderte. Ein dicker Mann, dem eine große Uhrkette von der Weste baumelte, meckerte mich an. Ich gönnte ihm einen flüchtigen Blick und knurrte, "Shut up." Er erschrak und hielt seinen Mund. An den nächsten drei Stationen stieg Ann nicht aus. Die vierte Station war die Verbindungsstelle der U-Bahn zum Hauptbahnhof. Ich sah, wie Ann inmitten einer Traube von Menschen den Zug verließ. Ich gab ihr den notwendigen Vorsprung. Dann boxte ich mich durch die Masse der Einsteigenden. Auch Phil hatte aufgepasst. Er tauchte flüchtig in meinem Blickfeld auf, während ich die Treppe hinauflief, war aber sofort wieder verschwunden. Okay, wir hatten die Fährte gehalten. Ich erreichte die Straße, als Arm eben bei grünem Licht die Fahrbahn zum Hauptbahnhof überquerte. Als ich heran war, sperrte rotes Licht den Fußgängerüberweg, und die Autos begannen zu fahren. Ich störte mich nicht daran. Es gab ein wüstes Gehupe und Bremsenkreischen. Ich hüpfte wie ein gejagtes Reh zwischen den Wagen hin und her. Einmal wandte an den Kopf, ich sah die Gläser ihrer Sonnenbrille auf mich gerichtet, und ich dachte schon, sie hätte mich entdeckt, aber sie drehte den Kopf zurück und ging weiter. Ich rettete mich auf die andere Straßenseite. Ein Cop steuerte mich an, um mir offensichtlich als wahnsinnig gewordener Fußgänger einen Strafzettel zu verpassen, aber ich zischte ihn an, FBI, und er trollte sich. Die Riesenhalle der Zentralstation von New York nahm uns auf. Ich musste höllisch aufpassen, um in diesem Gequirle von Ankommenden, Abreisenden, Wartenden an nicht zu verlieren, aber es ging. Jemand streifte mich am Ärmel. Phil war auch noch da. Ann ging zum Westflügel. In langen Reihen standen hier die automatischen Aufbewahrungsschränke. Sie wählte den Schrank 7511, aber sie warf keine Münze ein, um den Schlüssel zu erhalten, sondern zog diesen Schlüssel aus der Tasche ihres Kleides und öffnete das Aufbewahrungsfach. Sie schob den Koffer hinein und schloss sorgfältig ab. Sie drehte sich um und wandte sich dem Hauptausgang zu. Ich interessierte mich blitzschnell für eine Bücherausgabe, und sie ging dicht an meinem Rücken vorbei. Phil stand auf der anderen Seite hinter einer Säule. Ich winkte ihn herbei. Lass den Koffer hervorholen, zur Vorsicht. Nein, noch besser, pack ihn aus und füll ihn mit Zeitungspapier. Ich gehe ihr nach. Sobald das mit dem Koffer erledigt ist, fahr zum Hauptquartier. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Das alles hastete ich wie ein Maschinengewehr hervor und ließ dabei keinen Blick von Inns langsam im Ausgang entschwindenden Gestalt. Ich war schon auf dem Sprung, ihr nachzurennen, stoppte aber im letzten Augenblick. Noch eins, sagte ich hastig. Nimm kein Zeitungspapier. Besorge dir falsche Dollar. Sie haben ja genug davon in der Asservatenkammer. Ist vielleicht besser, wenn es nicht so schnell auffällt. Jetzt musste ich allerdings rennen. Ich rempelte ein paar Leute an, aber ich nahm mir nicht die Zeit zu einer Entschuldigung. Hallo, da war Ann wieder. Sie ging denselben Weg zurück, den sie gekommen war. Diesmal klappte es besser mit der Straßenüberquerung, und sie verschwand wieder im U-Bahn-Eingang. Es wiederholte sich das gleiche Spiel. Ann nahm ein Abteil erster Klasse, und ich wählte den Wagen daneben und musste durch mein beharrliches Stehen an der Tür die Leute ärgern. Der Zug fuhr und fuhr. Ann stieg nicht aus. Längst waren wir aus dem Stadtkern von New York heraus und näherten uns dem östlichen Viertel.
Die Passagiere wurden spärlicher. Ich begann mich zu fragen, ob ich vielleicht doch das Aussteigen des Mädchens verpasst hatte, aber dann, die vorletzte Station vor der Endhaltestelle, stieg sie aus. Wir waren in der Gegend der Coalpound Avenue, einer Gegend, in der Anne zu Lebzeiten ihrer wohlhabenden Eltern sicherlich nie gewesen war. Das Viertel ist nicht gerade verrufen, aber es wohnen doch die Leute dort, die es noch nicht zu Geld gebracht haben, meistens frisch Eingewanderte, deren Englisch zu wünschen übrig lässt, besonders viele Puerto Ricaner. Die Verfolgung wurden in den menschenleeren Straßen leichter, aber auch schwerer zugleich, denn ich fand nicht mehr viel Deckung, während ich andererseits Anne besser im Auge behalten konnte. Sie verließ die Coalpound Avenue an der 116. Straße und nahm dann die 112. Querstraße. Ich musste ihr einen ziemlichen Vorsprung lassen. Ich lief zwar, sobald sie um die Ecke war, aber als ich dann die Kreuzung der beiden Straßen erreichte, war sie verschwunden. Drei Häuser weiter stand ein feister Puerto Ricaner vor seiner Obstkarre. »Hallo«, sagte ich, »haben Sie eben eine junge Dame mit einer Sonnenbrille und blonden Haaren vorbeigehen sehen?« Er lächelte ölig. »Hübsche Lady«, lispelte er. »So blond. Wunderbares Blond. Wohin ist sie gegangen?« fauchte ich ihn an. »Das Haus dort, Mister«, sagte er. Ich lief. »Viel Glück«, rief er mir nach. Es war ein großes Mietshaus, dessen Eingang in einer dunklen Tordurchfahrt lag. Die Tür war unverschlossen. Eine Wolke von unangenehmem Geruch schlug mir aus dem Treppenhaus entgegen. Ich lief die quietschenden Stufen hoch. Oben auf dem Absatz standen zwei schmuddelige Weiber und quatschten miteinander. Ich fragte nach Anne. »Ach, das schöne Fräulein, das bei Mrs. Bickenfield wohnte«, sagte eine von den beiden. »Ja, sie kam vor wenigen Augenblicken vorbei. Dritter Stock.« Ich lief weiter. Die Frauen tuschelten miteinander. Im dritten Stock gab es zwei Türen, einfache Holztüren. In der halben Dunkelheit las ich die Namen auf den Türschildern. Bickenfield stand auf einem der schmutzigen Messingschilder. Ich überlegte. Ich konnte es nicht riskieren, einfach draußen zu warten. Ich kannte die Lage und Verhältnisse in diesem Haus nicht. Es gab vielleicht Möglichkeiten mit der Feuerleiter oder ähnliches. Andererseits wünschte ich nicht, dass Anne mich sah, aber wenn ich läutete, öffnete vielleicht sie die Tür. Ich drückte probeweise die Klinke hinunter. Hallo, die Tür war nicht verschlossen. Ich öffnete sie und stand in einem Korridor, von dem fünf Türen abgingen. Bevor ich mich entschließen konnte, was ich tun sollte, wurde eine dieser Türen geöffnet, und ich sah mich einer kleinen, verhutzelten Frau gegenüber, deren Schürze alles anderes als sauber war. Ich legte hastig den Finger auf den Mund, packte die Alte am Arm und zerrte sie durch die Tür, die sie geöffnet hatte, in die dahinterliegende Küche. Sie gab keinen Laut von sich, wahrscheinlich vor Schreck. »Polizei«, flüsterte ich. »FBI«. »Verstehen Sie?« Sie bekam es fertig, mit offenem Mund zu nicken. Ich schloss sehr leise die Zimmertür. »Bei Ihnen wohnt eine junge Dame, nicht wahr?« »Ja«, stammelte sie. »Ja, sie wohnt hier.« »Ist sie allein auf ihrem Zimmer?« »Ja, sie ist allein. Sie war immer allein.« »Wie heißt sie?« »Miss Miller, soviel ich weiß.« »Ja, Miss Miller. Wenigstens ist das Zimmer auf diesen Namen gemietet worden. Sie spricht ja nie ein Wort.« Die Alte war offenbar zu der Überzeugung gelangt, dass ich wirklich ein Polizist sei, und sie fand ihre Nerven wieder. »Ich habe mir ja gleich gedacht, dass etwas faul sei«, sprudelte sie los. Es war alles so seltsam. Schon. Ich stoppte sie. »Hören Sie, Mrs. Bickenfield. Ich muss hier bei Ihnen bleiben, damit ich die Dame überwachen kann, aber Sie dürfen sich nicht anmerken lassen, dass ich hier bin. Gibt es noch einen anderen Ausgang aus dem Zimmer, das Miss Miller bewohnt?«
Nein. Auch keine Feuerleiter oder so etwas. Kopfschütteln. Ist dieser Raum hier günstig, um das Fräulein zu beobachten? Sie wurde ganz eifrig. Besser noch, MA-Polizist, Sie gehen in mein Wohnzimmer. Das liegt gleich nebenan. Wenn Sie sorgfältig an der Wand lauschen, können Sie sogar hören, was sie tut. Okay, bringen Sie mich hin. Und kein Wort zu irgendjemand. Sehen Sie erst nach, ob der Weg über den Korridor frei ist. Sie öffnete vorsichtig die Küchentür und steckte den Kopf durch den Spalt, zog ihn zurück und nickte mir zu. Ja, er ist frei. Sie ist nicht da. In diesem Augenblick hörte ich ein schwaches Schrillen. Was ist das? Fragte ich. Das Telefon, gab Mrs. Bickenfield flüsternd zurück. Sie haben ein Telefon? Wo steht es? Im Zimmer von Miss Miller. Sie wird öfter angerufen. Das Telefon schrillte noch einmal, brach dann aber ab. Ann musste abgenommen haben. Mrs. Bickenfield schlich bereits über den Korridor und winkte mir eifrig, ihr zu folgen. Ich tat es auch, aber meine Gedanken waren woanders. Telefon. Wo in dieser Geschichte spielte, zum Teufel, ein Telefon eine Rolle? Hatte Stanford nicht ausgesagt, dass das Telefon geläutet hätte, kurz bevor Ann in der Selbstmordnacht das Haus verließ? Wer rief sie hier an? Niemand hatte mit den beiden Mädchen Kontakt gehabt, aber er hatte ungestört mit ihnen telefonieren können, denn der Apparat war die meiste Zeit auf Carlots Schlafzimmer geschaltet. Wurden die Befehle telefonisch erteilt? Ich handelte mehr aus Instinkt als aus Überlegung. Ich legte die Hand auf die Klinke zu ins Zimmer. Noch einmal zögerte ich einen Sekundenbruchteil, dann drückte ich die Tür auf. Ich wartete auf einen Schrei, einen Ruf. Nichts geschah. Jetzt konnte ich das ganze Zimmer sehen, ein schäbig und altmodisch eingerichteter Raum mit verstaubten Plüschsesseln und hässlichem Eisenbett. Auf diesem Bett saß Ann Tompere. Sie hatte die Sonnenbrille abgelegt. Das Telefon stand auf dem Nachttisch. Ann hielt den Hörer mit der linken am Ohr. Ihre Augen waren fest geschlossen. Ich stand an der Tür, und ich dachte, sie würde die Augen öffnen und mich ansehen. Ich begriff immer noch nicht, was eigentlich los war. Aber sie öffnet die Augen nicht, sondern sie sagte mit einer fremden, kehligen Stimme, ja, ich verstehe. Ich hörte die Stimme des Anrufers. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man ein gutes Stück von einem Telefonhörer entfernt steht und trotzdem hören kann, dass der Anrufer spricht. Es klingt wie ein Insektenzirpen, und wenn es nicht eine ungewöhnlich helle Stimme ist, kann man nicht einmal sagen, ob sie einer Frau oder einem Mann gehört. Etwas zu verstehen ist ohne dies ausgeschlossen. Ja, sagte Ann noch einmal. Ich werde es tun. Ich ging auf sie zu, um ihr den Hörer aus der Hand zu nehmen, aber in diesem Augenblick legte sie selbst langsam mit einer traumhaften Geste auf. Sie streckte den Arm aus, und jetzt sah ich, dass es an ihrem Handgelenk golden glitzerte. Ann Tompere trug die goldene Spirale. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Ganz langsam hoben sich die Augenlider des Mädchens. Ann sah mich an. Es waren ihre Augen, aber es war nicht, wenn man das so ausdrücken kann, ihr Blick. Sie sah durch mich hindurch. Ja, sie gab nicht einmal das geringste Zeichen dafür, dass sie mich sah. Sie erhob sich von dem Bett. Auch das geschah mit genau den gleichen traumhaften Bewegungen wie das Auflegen des Telefonhörers. Sie ging unsicher und langsam die wenigen Schritte zum Tisch und griff nach ihrer Handtasche. Sie löste dabei ihren Blick von mir, als wäre ich irgendein gleichgültiger Gegenstand im Zimmer. Ich hörte, wie der Verschluss ihrer Tasche aufklickte. Ich sah, wie sich ihre Hand in das Innere versenkte und mit einer verkorkten Glasröhre wieder erschien. Sie nahm die Röhre von der rechten in die linke, und sie löste den Korken heraus. Ihre Hand zitterte, aber sie hob sich langsam, hob das Röhrchen ihrem Mund entgegen. Die Goldspirale funkelte.
Mit drei großen Schritten war ich bei ihr. Ich schlug einfach zu, und ich schlug ihr die Röhre aus der Hand, dass sie in weitem Bogen in das Zimmer flog und auf dem Boden zerschellte. Ein durchdringender Geruch nach Mandeln verbreitete sich. Ann starrte mich wie aus weiter Ferne an, minutenlang, wie es mir schien. Dann schloss sie die Augen, ihre starre Haltung lockerte sich, und sie sank in sich zusammen. Ich konnte sie eben noch auffangen, bevor sie zu Boden fiel. Im Türrahmen sah ich das neugierige Gesicht der Mrs. Bickenfield. Stern, Stern, Stern. Ich trug Ann zu dem Bett und legte sie nieder. In Mrs. Bickenfield waren anscheinend neue Zweifel aufgestiegen, dass ich Polizist war, denn sie wollte sich vorsichtig zurückziehen, um Alarm zu schlagen. Kommen Sie herein, befahl ich. Sie schob sich gehorsam und ängstlich ins Zimmer. Tür zu. Sie zog sie zu und blieb neben der Klinke stehen. Ich nagte an meiner Unterlippe und blickte abwechselnd auf Ann und auf das Telefon. Dann rief ich MRI an. Gut, Jerry, sagte er mit einem Unterton von Erleichterung. Phil steht neben mir. Haben Sie sie noch? Soweit okay, antwortete ich. Ich schlug ihr vor 2 Minuten eine Ampulle aus der Hand, mit der sie sich vergiften wollte. Das ganze Zimmer riecht nach Blausäure. Sie wurde von irgendjemandem angerufen, und kurz darauf wollte sie sich vergiften. Sie benahm sich sehr seltsam, Chef. Ich habe so etwas noch niemals gesehen. Es war, als wäre sie nicht bei Verstand. Was schlagen Sie vor, Jerry? Wollen wir so tun, als hätte Ann Tompere sich umgebracht? Hai begriff sofort. Vielleicht ein guter Gedanke. Der Mann im Dunkeln wird dadurch nicht aufgescheucht und ahnt nicht, wie nahe wir ihm auf den Fersen sind. Wie wollen wir es machen? Wir einigten uns schnell über die Art, in der Ann Tompers offizieller Selbstmord veröffentlicht werden sollte. Erst in 2 Stunden würde MRI die Mordkommission ausrücken lassen. Vorher würde er schon durch einen Boten ein Schlafmittel schicken, damit wir Ann reibungslos abtransportieren konnte. Der schwächste Punkt war Mrs. Bickenfield. Wenn wir sie in Freiheit ließen, würde sie mit den NachbarInnen quatschen, und niemand konnte wissen, welche Ohren für den Mann am Telefon hörten. Wir beschlossen kurzerhand, sie wegen Verdachtes auf Mittäterschaft zu verhaften. 10 Minuten nach Beendigung dieses Telefongespräches kam Ann zu sich. Sie blickte sich im Zimmer um, als sähe sie den Raum zum ersten Mal. Sekunden danach rang sich der erste gequälte Schrei aus ihrer Brust. Sie fuhr vom Bett hoch. Ich versuchte sie zu halten. Sie wehrte sich wie ein Furier. Ich drückte sie nieder, und Mrs. Bickenfield benutzte die Gelegenheit, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Ich sauste hinter der Frau her und zog sie ins Zimmer zurück. Ann war zum Fenster gesprungen und riss an dem zum Glück rostigen Verschluss. Sie schlug, biss, trat um sich, und die ganze Zeit schrie sie dabei wie ein Tier. Ich versuchte, ihr den Mund zuzuhalten. Sie biss mir in die Hand. Ich schleifte sie wieder zum Bett, aber sie gab keine Ruhe, und dabei musste ich hin und wieder einen Blick auf Mrs. Bickenfield werfen, die zum Glück in einen ihrer mottigen Sessel gefallen war. Ich erstickte ins Geschrei mit einem Kissen. Sie tobte noch 10 Minuten, und dann wurde sie plötzlich ohnmächtig. Ich atmete auf, und jetzt erst merkte ich, dass ich am ganzen Körper nass vor Schweiß war. Endlich heulten die Sirenen durch die Straße. Bremsen kreischten, Männerstiefel polterten die Treppe hoch, MRI, Phil und die Mordkommission waren da. Wir machten es stilecht. Cops hielten die im Nu sich sammelnden Neugierigen zurück. Der Polizeifotograf blitzte, der Arzt gab an eine Spritze, die Hausbewohner wurden verhört. Schließlich wurde das festschlafende Mädchen auf eine Bahre gelegt und, mit einer bis über den Kopf hochgezogenen Decke, im Leichenwagen abtransportiert. Mrs. Bickenfield musste ihre Wohnung abschließen. Sie wurde versiegelt, und die Besitzerin kam unter FBI-Gewahrsam in eine Zelle des State-Gefängnisses. Sie zitterte heftig,
aber wir konnten keine Rücksicht darauf nehmen. Ich würde ihr eine Schachtel Pralinen bringen, wenn sie entlassen wurde. Ann gelangte sofort in die Obhut der Ärzte. Ich gab MRI einen genauen Bericht der Ereignisse. So viel wissen wir jedenfalls, dass es um Geld, um 100.000 Dollar geht, sagte er, als ich geschlossen hatte. Wir haben eines versäumt, meldete sich Philosophie, wir hätten einen Mann bei den Aufbewahrungsfächern des Bahnhofes postieren sollen. Wer immer den Koffer geholt hätte, durch ihn wären wir auf die richtige Spur gestoßen. MRI nahm sofort den Hörer ab. Er beauftragte Kloster, der zum Bereitschaftsdienst gehörte. Kloster war nach noch nicht einer halben Stunde wieder da. Fach 7511 ist leer, meldete er lakonisch. Da die Aufbewahrungsfächer ähnlich wie Postschließfächer auch von der Innenseite kontrolliert werden können, hatte ihm die Feststellung keine Mühe bereitet, und der Umtausch gegen falsche Noten war noch bewerkstelligt worden, so dass der Abholer zwar seine Spur verwischt, aber auch nur falsche Dollar erhalten hatte. Wir rechneten, dass er sie nicht sehr genau ansehen würde, denn die Fälschungen waren schlecht, und da die Abendzeitungen bereits erste Notizen über den Selbstmord brachten, dürften wir hoffen, dass er seinen Plan als gelungen betrachten würde. Anton Per wird uns alles erzählen, was wir brauchen, um einem Mann die Hand auf die Schulter legen zu können, sagte MRI. Stern, Stern, Stern. Wir warteten den ganzen nächsten Vormittag darauf, dass unser Arzt zu uns käme, um uns zu sagen, jetzt könnten wir Anton Per sprechen. Phil fragte zweimal den Chef, ob er nicht Dr. Landy, so hieß unser Polizeiarzt, telefonisch daran erinnern wollte, wie dringend wir darauf warteten, dass er Ann wieder fit machte, aber MRI winkte ab. Ich habe es ihm gesagt, als er die Patientin übernahm, erklärte er, und Landy richtet sich danach. Wenn er uns noch nicht angerufen hat, so bedeutet das einfach, dass Anton Per noch nicht vernehmungsfähig ist. Landy rief auch weiterhin nicht an, dafür erschien er aber am frühen Nachmittag selbstständig. Er ließ sich in einen Sessel fallen und stöhnte, ich bin ganz schön erschossen. Genau 3 Stunden habe ich in der vergangenen Nacht geschlafen. Ihre Patientin hält mich in Atem. Und wie geht es ihr? Fragte MRI. Miserabel. Ich habe ihr in den letzten Stunden, seitdem ich sie in den Händen habe, 2-mal Schlafmittel geben müssen. Sobald sie aufwacht, fängt sie an zu toben. An ein vernünftiges Wort ist nicht zu denken. Er zündete sich eine Zigarette an. Organisch ist sie völlig gesund, aber ich kann ihren Zustand nicht einfach damit abtun, dass ihre Nerven zerrüttet sind. Eher könnte man sagen, sie wäre wahnsinnig, aber jede echte Geisteskrankheit prägt auch dem Körper Spuren auf. Gewisse Reflexe funktionieren dann nicht mehr. Wenn Sie wollen, kann ich es so ausdrücken, Anton Per benimmt sich wie eine Wahnsinnige, ohne wahnsinnig zu sein. Er wandte sich an mich. Sie haben das Girl doch früher gekannt, Cotton. Wie war sie damals? Ein außerordentlich vernünftiges Mädchen. Sehr sachlich, sehr realistisch. Sehen Sie, umso unerklärlicher ist diese Wandlung. Sie scheint von einem ausgesprochenen Zerstörungstrieb gegen sich selbst besessen zu sein. Wir konnten sie mit Mühe und Not davon abhalten, sich aus dem Fenster zu stürzen und mussten sie ans Bett fesseln. Keine gute Botschaft, Doc, sagte MRI, aber Sie müssen etwas unternehmen, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. Wir brauchen Auskünfte, die nur sie uns geben kann. Ich habe mit Professor Bittmann vom Science Institute gesprochen. Er ist der Mann, der in ganz Amerika am meisten vom menschlichen Gehirn versteht. Er kommt am Abend, sobald er seine Vorlesungen beendet hat, und zieht sich das Mädchen einmal an. Ich verspreche mir viel von ihm, denn ich, MRI, bin offen gestanden mit meinem Latein am Ende. Ich könnte höchstens noch darauf verweisen, dass die Zeit alles heilt, aber Sie dürften es eilig haben. Genau das rufen Sie mich bitte an, Dr. Landy,
sobald der Professor sich eine Meinung gebildet hat. Ich sah betrübt, wie der Doktor abzog. Mir war die ganze Sache ja von Anfang an rätselhaft erschienen, und nun verknäuelte sie sich so, dass die gelehrten Doktoren sich nicht einmal mehr in den Krankheiten auskannten, die die Leute sich holten, wenn sie dem Krischnettenclub zu nahe gerieten. M.A.H.I. verordnete keine neue Aktion, bis Anton Per zu Verstand bekommen war. Selbst wenn Blussock nicht, wie befohlen, heute Abend die Liste der Mitglieder seines Clubs ablieferte, die auch im Besitz der goldenen Spirale waren, sollte nichts unternommen werden. Ich ging früh nach Hause und griff zur Whiskyflasche, um meiner schlechten Laune ein wenig abzuhelfen, und ich hielt das erste Glas in der Hand, als das Telefon läutete. Sadly Bayer hing am anderen Ende. »Hallo, Gehmann«, sagte sie, »ich telefoniere schon den ganzen Tag für Sie. Passen Sie auf, Sie können eine Privatvorstellung im Club haben.« Ich setzte das Glas ab. »Vielen Dank, Sadly, dass Sie das für mich geschaukelt haben. Es hat 2000 gekostet«, antwortete sie. »Ich habe von mir 500 dazugelegt, Ihr Einverständnis vorausgesetzt.« »Sadly«, sagte ich nachsichtig. »Sie haben 1000 Dollar bezahlt und 500 für sich eingestrichen. Versuchen Sie nicht, mich noch mehr auszunehmen.« Sie schwieg einen Augenblick lang, dann sagte sie, ohne auf die Geldfrage erneut einzugehen, »ich habe Sie für 9 Uhr angemeldet. Wie gesagt, es ist eine Privatshow. Außer Ihnen werden andere Gäste nicht anwesend sein. Blamieren Sie mich nicht, und benehmen Sie sich entsprechend. Vor allen Dingen verraten Sie mich nicht. Ich habe der Clubsekretärin eine hübsche Räuberpistole über Sie erzählt. Sie sind ein lausig reicher Bursche aus dem Süden, der sich brennend für spiritistische Probleme interessiert. Ich bin Ihre astrologische Beraterin, an die Sie fest glauben.« Ich kicherte, und sie sagte streng, »lachen Sie nicht, Gehmann. Wenn Sie auch nichts von Astrologie verstehen, so ist doch mehr daran, als in Ihren Polizeischädel geht. Zumindest hängt ein gutes Einkommen für Sie daran, Sadly«, versetzte ich. »Aber deshalb soll keine Feindschaft zwischen uns beiden entstehen. Ich bin wirklich dankbar, dass Sie mir geholfen haben.« Ich drückte die Gabel nieder und rief dann Phil an. Er befand sich noch im Hauptquartier. »Sadly Bayer hat mich eben informiert, dass sie eine Vorstellung im Krischnettenclub für mich arrangiert hat. Ich fahre um 9 Uhr hin. Soll ich mitkommen?« »Nicht nötig, denke ich. Sie werden mir einigen Zauber vormachen, und ich will nichts weiter, als Ihnen meine dicke Brieftasche mit den 10.000 Dollar zeigen, die M.A.H.I. mir gegeben hat. Vielleicht bringt sie das auf die Idee, etwas mit mir anzustellen. Wie sieht es bei euch aus?« Professor Bittmann kam vor 2 Stunden zu an. Dr. Landy rief vorhin den Chef an. Der Professor will bleiben. Bis jetzt hat er sich kein Bild von der Krankheit gemacht. Anscheinend finden die Herren Ärzte den Fall wissenschaftlich hochinteressant und behandeln ihn offenbar mit Genuss. Hoffentlich vergessen Sie darüber unsere Interessen nicht. Ich rufe an, wenn ich von den Krischneten zurück bin, verabschiedete ich mich und legte auf. Ich zog den Smoking an und stopfte die vor Dollarnoten fast platzende Brieftasche in die Innentasche. Ich überlegte, ob ich den Revolver mitnehmen sollte, aber dann tat ich es doch. Wenn Ihnen die Polsterung meiner linken Brustseite auffiel, so mochte sie denken, ich trüge dort noch einmal eine so große Brieftasche wie rechts. Ich verzichtete heute auf ein Taxi und nahm den Jaguar. Ich gondelte gemächlich durch New York, und ich richtete es so ein, dass ich pünktlich auf die Minute um 9 Uhr vor dem Y-Bau stoppte. Ich läutete am Männereingang. Die Tür öffnete sich sofort. Heute empfing mich nur die ältere Dame, und sie trug keine Kapuze. »Denver cool«, sagte ich. »Ich komme auf Empfehlung von Miss Bayer.« »Ich weiß«, sagte sie. »Sie werden erwartet. Gehen Sie nur geradeaus.
Ich erspähte den Pappkarton mit dem einladenden Schlitz auf dem Tisch und betrachtete es als eine Gelegenheit, meinen Reichtum und meine Bereitwilligkeit, ihn dem Zweck der Vereinigung zu opfern, zu zeigen. Mit Ihrer Erlaubnis, sagte ich und holte ein ganzes Päckchen Scheine aus der Brieftasche. Zum Zwecke der raschen Verbreitung unserer Erkenntnisse über das Leben und den Tod. Glauben Sie mir, ich hatte das Gefühl, ich könnte mir an diesem Satz die Zunge zerbrechen wie an einem sehr schweren Wort. Ich zwängte das Päckchen durch den Schlitz, und das alte Fräulein murmelte Krishna Parputoi. Krishna Parputoi, gab ich feierlich zurück und schritt erhobenen Hauptes den Gang entlang auf den schwarzen Vorhang zu. Ich hatte schon einmal Gelegenheit gehabt, festzustellen, dass sie sich auf Regie verstanden. Ein leises, geisterhaftes Summen erfüllte den Raum. Als ich die Hand ausstreckte und den Vorhang zur Seite ziehen wollte, wich er von selbst zurück, noch bevor ich ihn berührte. In dem großen kreisrunden Saal brannten nur 3 Kerzen mitten auf dem Tisch. Ich blieb stehen und sah mich um. Niemand war im Raum. Der Gong ertönte 3-mal sehr laut. Der letzte Ton verhallte, und plötzlich flackerte auf dem Tisch, wie hingezaubert, ein großes leuchtendes Y, das von einer genauso geisterhaften Beschaffenheit war wie die Erscheinungen, die ich früher hier gesehen hatte. Eine sehr laute, dröhnende Stimme fiel über mich her. Es war völlig unerfindlich, ob sie von der Decke, aus der Erde oder von allen Seiten zu kommen schien. Tritt näher, Denver Cool, donnerte es. Ich gehorchte und ging bis an den Rand des Tisches. Noch näher? Ich tat noch einen Schritt und stieß jetzt an den Tisch. Beuge dich, befahl es mir dröhnend. Beuge dich vor dem Zeichen des dreifachen Weges, der in der Mitte endet. Ich erinnerte mich an Sedlis Warnung und machte den Zauber mit. Ich breitete die Arme aus und beugte mich vor, bis meine Stirn das kühle Holz der Tischplatte berührte. Es ging ganz schnell. Etwas Weiches, Wolliges breitete sich über mich aus. Und bevor ich recht begriffen hatte, dass eine Decke übergeworfen worden war, fühlte ich mich von kräftigen Armen umschlungen. Sie drückten meinen Oberkörper auf die Tischplatte nieder. Hände packten meine zappelnden Beine und zerrten sie hoch, so dass ich mich nicht einmal abstoßen und die Burschen, die mich hielten, mit mir zur Erde reißen konnte. Es sah so aus, als wäre ich erledigt. Ich war es auch ziemlich. Dass ich nicht von Geistern gepackt worden war, hörte ich an dem Keuchen meiner Gegner. Derjenige, der sich mit meinen Beinen beschäftigte, bemühte sich jetzt, sie mit einem Strick zu umwickeln, wenigstens fühlte ich so etwas. Jedenfalls hielt er einen Augenblick lang nicht richtig fest. Ich zog das Knie stramm an und trat zu, und ich traf wohl ganz gut, denn er schrie auf. Ich brachte die Beine auf die Erde, schob sie weit unter den Tisch und riss meinen Oberkörper mit aller Kraft nach hinten. Ich kam nicht vom Tisch frei. Die Burschen lagen zu hart auf mir, und jeder von ihnen hielt mir einen Arm fest. Ich hörte, wie einer von ihnen keuchte, so schaffen wir ihn nicht. Los, also, knurrte der andere. Eine Hand löste sich vorsichtig von meinem linken Arm. Das Licht im Gehirn ging mir so schnell aus, dass ich nicht einmal den Schlag fühlte. Stern, Stern, Stern. Als ich die Augen blinzelnd öffnete, sah ich zuerst den warmen Schein einer Kerze, dann eine zweite, dritte, schließlich insgesamt 10 Stück, die zu je 5 in 2 Leuchtern verteilt rechts und links von mir standen. Ich schüttelte ein wenig den Kopf und sah mich um. Hallo, den Raum kannte ich. Das war das Chefzimmer des Krishnetten-Clubs, in das ich mit Gewalt eingedrungen war. Unmittelbar vor mir befand sich der große Schreibtisch, und jetzt erst interessierte ich mich für meine eigene Lage. Ich saß in einem Sessel und war völlig intakt, lediglich meine Hände und meine Füße waren mit Schellen an die Lehnen und an die Beine des Stalls gefesselt. Mir kam das verdammt mittelalterlich vor. Natürlich mussten sie längst wissen, dass ich ein Gehmann war, denn sicherlich hatten sie mich gefilzt, aber ich fühlte die Brieftasche rechts und den Revolver links noch an meiner Brust.
Bevor ich mir noch recht klar werden konnte, was der Unsinn eigentlich sollte, stand wie hingezaubert eine immerhin recht beeindruckende Gestalt im Raum. Carlot Kenzer hatte von dem Goldenen gesprochen, und hier war er. Er trug eine Kapuze und Umhang aus einem Stoff, der wie Brokat aussah und der im Kerzenlicht golden leuchtete. Über den Augenschlitzen in der Kapuze schimmerten das Y in Steinen, die ebenso gut Diamanten wie geschliffenes Glas sein konnte. Jedenfalls sah der Bursche außerordentlich beeindruckend aus, und noch mehr imponierte mir, wie sie es immer wieder fertig brachten, irgendwo aufzutauchen, ohne dass man feststellen konnte, woher sie kamen. Der Goldene tat zwei rasche Schritte bis zum Schreibtisch und setzte sich dahinter, mir genau gegenüber. »Guten Abend, M. Arkul«, sagte er ganz gemächlich. »Ich freue mich, Sie zu sehen, aber ich bin enttäuscht. Sie haben die Probe nicht bestanden.« »Welche Probe?«, fragte ich. »Wer wirklich im Herzen zu uns gehört, der weiß, dass ihm im Hause Krishnas nichts Böses geschehen kann«, erklärte er freundlich. »Sie, M. Arkul, wussten es leider nicht, und so sind Sie nicht reif für die letzten Geheimnisse.« »Sie sind ja lustig«, knurrte ich. »Ich werde aus dem Hinterhalt überfallen, und Sie verlangen, dass ich es einfach hinnehmen soll.« »Ja«, erwiderte er bestimmt, »genau das verlangen wir.« Ich brachte mit völlig zerknirschter Stimme heraus, »ich bin untröstlich, Meister, dass ich versagt habe. Ich sehe ein, ich bin noch nicht reif. Bitte, belehren Sie mich. Machen Sie mich nicht unglücklich, indem Sie mich aus der Vereinigung ausstoßen. Mein Leben würde leer und ohne Sinn dadurch.« Ich dachte, er würde jetzt schallend lachen, aber er tat es nicht. »So«, sagte er nur, und dann schwieg er lange. »Wir wollen sehen«, sagte er schließlich sehr langsam. Mit ein paar Handbewegungen löschte er in jedem Leuchter ein paar Kerzen aus, bis nur noch eine brannte. Er schob die Leuchter in die Mitte des Tisches zusammen, dass nur noch eine Kapuze zwischen ihnen Raum hatte, und er beugte sich weit vor. »Sehen Sie mich an, Gehmann«, sagte er. Ich sah ihm in die Augen, die schwarz und glitzernd aus den Schlitzen der Kapuze hervorschimmerten. Hatte er nicht gerade Gehmann zu mir gesagt? Nein, ich war schon der Überzeugung, mich verhört zu haben. Und die Augen? Ich kannte diese Augen doch, die mir tiefer und immer tiefer zu werden schienen. Sie wurden so grundlos wie zwei Sterne, und ich hatte das Gefühl, als müsste ich mich kopfüber hineinstürzen. Ich glaube, Sie werden ein vollwertiges Mitglied unserer Vereinigung werden, M. Arkul, sagte der Goldene. Und bitte, entschuldigen Sie die kleine Probe, der wir Sie unterzogen haben. Alles fordert viel Geduld, aber ich bin überzeugt, Sie werden diese Geduld aufbringen. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, Sie gewonnen zu haben. Na ja, die Sache war also ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Diesem Verein harmloser Verrückter war wahrscheinlich nie etwas nachzuweisen. Der Goldene verschwand in der plötzlichen Manier, die hier nun einmal üblich war, und stattdessen stand plötzlich ein Mann im Straßenanzug am Ende des Vorhanges und lud mich mit einer Handbewegung ein, ihm zu folgen. Wenn ich mich recht erinnerte, musste es einer der Gehilfen sein. Bender oder so ähnlich hieß er. Er ging wortlos vor mir her. Wir passierten noch einmal den kreisrunden Saal, in dem jetzt eine nüchterne elektrische Deckenbeleuchtung brannte. Das ältliche Fräulein saß wie immer hinter der Schachtel mit dem Schlitz, und ich vergeudete das Staatsvermögen, indem ich ihr noch einmal ein Dollarpäckchen hineinstopfte. Sie nahm es kopfnickend zur Kenntnis und dankte, Krishna Parputoi. Ich stand auf der Straße, und die kühle Nachtluft tat mir gut. Mechanisch sah ich nach der Uhr. Mitternacht. Verdammt lange hatte ich mich in dem Club aufgehalten, aber dafür war der Fall auch klar, und die Krishnaeten konnten wir aus dem Kreis der Nachforschungen ausschalten. Ich pfiff ein wenig vor mich hin, aber ich brach wieder ab. Ich fühlte mich nicht so hundertprozentig wohl.
Ich hatte ein etwas dumpfes Gefühl im Kopf, so als müsste ich mich an etwas erinnern, was mir um aller Welt willen nicht einfallen wollte. Ich versuchte, das Gefühl loszuwerden, und klemmte mich hinter das Steuer. Ich fuhr in aller Gemächlichkeit durch die Straßen, hielt vor meiner Wohnung und ging hinauf. Hatte ich nicht noch etwas vorgehabt, sobald ich aus dem Club zurück war? Richtig, ich wollte Phil anrufen. Ich wählte die Nummer des Hauptquartiers. Phil ist nicht da, sagte der Kollege in der Zentrale. Ich soll dir ausrichten, dass Professor Bittmann Anton Peer in seine Privatklinik gebracht hat, und Emma Hai und Phil sind auch dort. Ich gebe dir die Nummer. Ich schrieb sie mechanisch auf. Dann starrte ich sie lange an. Sollte ich noch anrufen? Eigentlich hatte das bis morgen Zeit. Ich war hundemüde, und ich fand, mein Beruf war eigentlich ein Mistberuf. Tag und Nacht war man auf den Beinen, und im Grunde genommen lohnte es sich nicht für die paar Dollar. Aber Phil würde sich Sorgen machen, wenn ich nicht anrief. Womöglich würde er telefonieren und mich im besten Schlaf stören. Ich wählte die Nummer. Es meldete sich eine fremde Stimme, und als ich Phil verlangte, bat die Stimme mich, einen Augenblick zu warten. Kurz darauf war Phil in der Leitung. Was gibt es, Jerry? Fragte er. Wir warten schon lange auf deinen Anruf. Lohnt kaum die Telefongebühren, was ich zu melden habe. Der Krishnaiten-Laden scheint harmlos. Wieso? Fragte er weiter. Wie lief es ab? Wie üblich, antwortete ich. Sie machten ihren großen Zauber und erleichterten mich um eine Menge Staatsdollar. Das ist alles. Hast du den Goldenen gesehen? Wen? Den Goldenen? Ach so, ja. Das ist der Oberchef. Er hält noch verrücktere Reden als die anderen. Ist er mit Blussock identisch? Mit wem? Mit Blussock. Ja, ich glaube schon. Es war eine Sackgasse, Philosophie. Kein Zweifel daran. Hör zu, wir reden morgen darüber weiter. Ich bin hundemüde. Ja, gut, Jerry, sagte Phil langsam, bis morgen also. Ich war froh, als ich einhängen konnte. Ich hielt mich mit nichts mehr auf, zog mich aus und legte mich ins Bett. Ich musste schon tief und lange geschlafen haben, als das Telefon läutete. Gewohnheitsmäßig griff ich nach der Armbanduhr. Die Zeiger standen wenige Minuten nach 5 Uhr. Durch die Vorhänge vor einem Fenster schimmerte es grau. Ich nahm den Hörer ab und hob ihn ans Ohr. Ja, sagte ich. Ich höre ferne leise Musik, so als hätte der Anrufer sein Radio eingeschaltet, eine schöne, sehr süße Musik, die mich heiter stimmte und mein Herz leicht machte. Sind Sie es, Gehmann? Fragte eine sanfte Stimme in die Musik hinein. Ja, sagte ich. Der Weg ist lang, aber leicht, sagte die Stimme eindringlich. Hören Sie, der Weg ist lang, aber leicht. Der Weg ist. Ja, antwortete ich, und ein leises Wundern war in mir wegen dieser Antwort. Ja, ich verstehe. Stern, Stern, Stern. Ich stand in meinem Wohnzimmer und hatte den rechten Arm halb erhoben. Es funkelte an meinem rechten Handgelenk, ein goldenes Leuchten und Schimmern, das ich immer ansehen musste, das mich berauschte und glücklich machte und mich einfach faszinierte. Es wurde größer und größer, ein gleißender Weg nach oben, der sich enger und enger wie eine Spirale heraufschraubte zu Höhen, in denen ein ungeahntes Glück wohnte. Ich fühlte etwas Schweres in der linken Hand und löste mühsam meinen Blick von dem Goldenen und wandte den Kopf nach links. Ach, der 38er. Ich lachte ihm zu wie einem alten Freund. Das runde Loch seiner Mündung sah mich dunkel und geheimnisvoll an, und ich begriff, dass ein geheimer Zusammenhang bestand zwischen der dunklen Mündung und dem schimmernden Gipfel der Spirale. Das eine war nur zu erreichen durch das andere. Es war entsetzlich schwer, den Revolver zu heben, aber ich wusste, dass ich es schaffen würde. Jerry,
wurde ich angerufen, Jerry, Professor Bittmann hat es herausgefunden. Es ist Hypnose. Die Stimme tat mir weh, als würde ich mit einem Messer geschnitten. Ich erkannte sie, es war Phil, aber wer war Phil? Er störte mich. Er sollte gehen, aber er ging nicht, er sprach weiter, warum stehst du mit der Waffe da? Dachtest du, du bekämst zweideutigen Besuch? Alle Achtung vor deinem Gehör. Ich war leise, als ich aufschloss. Und er lachte. Sein Lachen schmerzte mich wie knallendes Blech. Ich wandte den Kopf. Das Funkeln und das Dunkel umhüllte mich wieder. Jerry, erklang Phils Stimme langsam und viel leiser. Was ist das an deinem rechten Arm? Ich hörte den Satz, aber ich verstand ihn nicht. Er drang einfach nicht in mein Gehirn. Ich hob die linke Hand. Etwas Schemenhaftes wuchs vor mir auf, aber ich vermochte es nicht deutlich zu erkennen. Sicherlich war es die Gestalt eines Mannes, aber anstelle des Gesichtes war nur ein runder weißer Fleck. Ein zuckender Schmerz drang in meinen Oberarm. Eine Handkante knallte hart und federnd gegen mein Handgelenk. Ich hörte ein Poltern auf dem Boden. Für Sekundenbruchteil zerriss der wehende Vorhang vor meinen Augen, und ich sah das Gesicht des Mannes vor mir, seinen runden offenen Mund, der mir irgendetwas zuschrie, seine angstvoll aufgerissenen Augen. Phil. Ach was, Phil. Er war ein Kerl wie jeder andere, der mich hinderte, das zu tun, wonach mir alle Sinne standen. Eine grenzenlose Wut schoss in mir hoch. Ich warf mich nach vorn in den Nebel hinein, und ich hob meine Fäuste und drosch blindlings darauf los. Nur aus Phils Erzählungen weiß ich, wie sich dieser Kampf abgespielt hat. Er wurde überrascht, als ich über ihn herfiel, und er empfing eine ganze Ladung, aber ich kämpfte so planlos wie noch nie zuvor. Phil duckte ab, ging vor mir weg, tauchte unter den zischenden Hieben durch. Natürlich fiel es ihm schwer, mich zu schlagen, aber er sah bald ein, dass ich anders nicht zur Ruhe zu bringen war, denn ich reagierte auf keinen Zuruf. Er fischte sich eine Vase vom Kaminsims und zerschlug sie auf meinem Schädel. Stern, Stern, Stern. Ich öffnete die Augen. Mein Zimmer war es nicht, in dem ich lag, sondern ein nüchtern eingerichteter weißer Raum. Es roch nach Desinfektionsmitteln. Mein Schädel brummte, meine Unterlippe war geschwollen, mein Hals tat weh, wenn ich schluckte. Ich wollte mich aufrichten, aber es ging nicht. Ich konnte Arme und Beine nicht bewegen. Ich hob den Kopf, und ich sah, dass ich auf einem Krankenbett festgeschnallt war. Jetzt tauchte der Kopf eines Mannes in meinem Blickfeld auf, ein älterer Herr mit sehr weißen Haaren und einem kleinen Spitzbart. Er hatte dunkle Augen und sah mich freundlich an. Wie geht es, Mr. Cotton? Fragte er. Ich drehte den Kopf nach rechts und erblickte Mr. High und Phil und unserem Dr. Lundy, die mich alle drei mit einem Ausdruck ansahen, als wäre ich ein naher Verwandter von ihnen, der auf dem Sterbebett liegt. Sehen Sie mich bitte an, Mr. Cotton, sagte der Alte. Bitte, sehen Sie mir genau in die Augen. Sie sind müde, sehr müde. Sie werden schlafen, tief schlafen, schlafen, schlafen. Er machte mit seinen Händen sanfte Bewegungen vor meinen Augen und murmelte dazu, schlafen, schlafen. Ich würde lieber etwas trinken, sagte ich, und falls Sie ein Doktor sind, wäre ich Ihnen für eine Kopfschmerztablette dankbar. Der Weißhaarige sah mich verblüfft an. Mr. High trat ans Bett. Jerry, sagte er eindringlich, wissen Sie, wer ich bin? Chef, sagte ich, machen Sie bitte keinen Unsinn mit mir. Sie sind Mr. John High, Chef der FBI-Sektion New York. Das ist mein Freund Phil Decker, der eine Beule unter seinem rechten Auge hat, und dort drüben steht der Arzt Dr. Lundy. Genügt das? Die Beule stammt von dir, erklärte Phil ohne eine Spur von Lächeln. Weißt du das? Ich stutzte. Nein, sagte ich langsam. Nein,
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe toll geträumt. Es handelte sich um einen Schatz, um etwas Goldenes jedenfalls, und irgendwer wollte mich daran hindern, es zu erreichen, und ich schlug mich mit ihm, aber mehr weiß ich nicht. Was war vorher, bevor Sie diesen Kampf um das Goldene kämpften? Fragte der Spitzbart. Wer sind Sie überhaupt? Erkündigte ich mich. Das ist Professor Bittmann, sagte Mr. Hai, und ich wünsche, dass Sie ihm alles sagen, woran Sie sich erinnern können, Jerry. Der Professor begann zu fragen, und ich gab ihm alle Antworten, die ich geben konnte, aber ich merkte selbst, wie unbefriedigend diese Antworten waren. Ich hatte dauernd das Gefühl, als erzählte ich einen Traum, den ich selbst nicht genau kannte. Ja, ich wusste, dass ich in den Krishnetten-Club gegangen war, und ich erzählte dem Professor genau die gleiche Geschichte von der Harmlosigkeit der Vereinigung, die ich schon Phil erzählt hatte. Bittmann fragte mich nach Einzelheiten, aber ich erinnerte mich an keine Einzelheiten. Ich wusste, dass ich angerufen worden war, aber ich wusste nicht, was der Anrufer gesagt hatte. Sie fragten, ob ich Phil nicht in mein Zimmer hätte kommen hören, und ich konnte nur sagen, dass ich es geträumt hätte, aber ich wusste nicht genau, ob es Phil gewesen wäre oder irgendwer anders. Nach einer Stunde gab der Professor die Fragerei auf, blickte Mr. Hai an und sagte, wir werden nachhelfen müssen. Die Beeinflussung ist zwar nicht annähernd so tief wie bei Miss Tompere. Darum tobt er auch nicht, aber die Dinge, die der Sperre unterliegen, finden wir so nicht heraus. Er stand auf, kam nach wenigen Augenblicken mit einer Spritze wieder und beschäftigte sich mit meinem rechten Arm. Hallo, rief ich, was machen Sie mit mir? Es geschieht zu Ihrem Besten, Jerry, sagte Mr. Hai. Ich spürte den feinen Einstichschmerz, als die Nadel der Spritze sich in meinen Arm senkte. 5 Minuten dauerte es, und in dieser Zeit sprach niemand ein Wort. Dann fing ich an, mich leicht und schwerelos zu fühlen. Ich wusste noch genau, wo ich war und wie die Personen hießen, die um mein Bett herumstanden, aber es erschien mir bedeutungslos. Mein Gehirn begann zu schwimmen, und als sich jetzt der Professor auf mein Bett setzte und mir in die Augen sah, kam es mir vor, als blickte ich in 2 tiefe dunkle Seen. Sie sind sehr müde, sagte eine Stimme von weit her. Sie werden schlafen, schlafen, schlafen. Seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich Ihnen jetzt zum 3. oder 4. Mal erzähle, dass ich die Augen öffnete und mich erstaunt umsah. Alles war unverändert. Ich lag noch auf dem Bett, nur die Fesselung war gefallen. Mein rechter Hemdsärmel war noch hochgerollt. Allerdings war nur noch Phil anwesend. Er musterte mich mit einem Blick, der außerordentlich fragend und ein klein wenig ängstlich war. Warum siehst du mich so an? Fragte ich. Wie geht's, Jerry? Fragte er zurück. Völlig okay, und es würde mir noch viel besser gehen, wenn einer von euch sich endlich entschließen könnte, mir zu sagen, was mit mir los ist. Professor Bittmann kann es dir am besten erklären, antwortete Phil, ging zur Tür und sagte einer Schwester Bescheid. Er kehrte zurück, gab mir eine Zigarette, und wir rauchten schweigend. Noch vor dem letzten Zug erschien der Professor. Er war so lustig, wie Ärzte mit ihren Patienten zu sein pflegen. Sie, Mr. Cotton, sagte er, brauchen wenigstens keinen Sanatoriumsaufenthalt. Wüsste auch nicht, warum, knurrte ich. Ich fühle mich völlig gesund. Körperlich schon, aber geistig auch. Ich starrte ihn überrascht an. Spannen Sie ihn nicht auf die Folter, Professor, mahnte Philosophie. Bittmann setzte sich auf den Rand meines Bettes. Sie gingen gestern Abend um 9 Uhr zu den Krishnetten-Club. Sie bedienten sich des Namens Denver Cool und wurden in der üblichen Form empfangen. Man verlangte von ihnen gewisse Übungen. Dann wurden sie überfallen. Davon weiß ich nichts. Fühlen Sie bitte Ihren Kopf. Nein,
mehr rechts. Die Beule links stammt von einer Vase, die ihr Freund Phil leider auf ihrem Schädel zerschlagen musste. Die Beule aber, die sie jetzt abtasten, stammt von dem Niederschlag im Club. Sie wurden gebunden in das Chefzimmer geschleppt und dort an einen Stuhl geschnallt. Wenig später erschien ein Mann in einem goldenen Gewand. Der Mann wusste, dass sie ein Beamter vom FBI sind, aber er ließ sie darüber im Unklaren. Der Mann hypnotisierte sie, und im hypnotischen Schlaf suggerierte er ihnen, dass der Krishnetten-Club eine harmlose Vereinigung sei und dass sie bei ihrem heutigen Besuch nichts Besonderes erlebt hätten. Er gab ihnen außerdem den Befehl, alles zu vergessen, und als sie von ihm aufgeweckt wurden, hatten sie alles vergessen. Ich starrte den Professor mit offenem Mund an. Sie glauben mir nicht, sagte er lächelnd, aber es war so. Sie selbst haben mir das alles erzählt, als ich sie in hypnotischen Schlaf versenkte. Leider bin ich nicht so begabt wie der Mann. Ich musste ihr Bewusstsein erst mit einer leichten Dosis Morphium trüben, bevor es mir gelang, alles aus ihnen herauszuholen. Der Mann aber gab ihnen noch einen Befehl, eine wahrhaft teuflische Anordnung. Am besten stehen Sie auf und kommen Sie mit mir. Sie können es an einer anderen Person sehen, die dem Meister noch tiefer in die Krallen fiel als Sie. Ich rappelte mich von meinem Bett hoch. Hallo, ich war etwas wackelig auf den Beinen. Phil reichte mir meine Jacke, und unter Führung des Professors gingen wir über den Flur der Klinik in ein anderes Zimmer. Anton Pear lag im Bett. Ihr Gesicht war sehr bleich, ihre Augen groß und wie erloschen. Mit der Routine des Arztes ging der Professor auf sie zu, beugte sich über sie, murmelte ein paar Worte und machte einige seltsame Striche mit den Händen über ihre Stirn und ihre Augen. Als er die Hände von ihrem Gesicht hob, hatte Anne die Augen geschlossen. Bittmann winkte uns, näher zu treten. Bei ihr geht es ganz leicht, flüsterte er, weil ich sie seit gestern Abend in Behandlung habe. Außerdem ist sie erschöpft, und ihre Willenskraft ist erlahmt. Setzen Sie sich, und sagen Sie beide nichts. Er wandte sich wieder an zu und sagte mit deutlicher Stimme, wie man wohl zu einem Schwerhörigen spricht, Miss Tompere, Sie haben Ihre Freundin Carlotte Kenzer zu einer Sitzung des Krishnetten-Clubs begleitet. Die Sitzung ist beendet, Sie befinden sich auf dem Weg zum Ausgang. Was geschieht? Anne antwortete, fast ohne die Lippen zu bewegen und ohne die Augen zu öffnen. Ihre Stimme klang gellig. Ein Mann in einer schwarzen Kapuze bittet uns, einen Seitengang zu nehmen, da der Meister uns noch sprechen möchte. Gehen Sie mit Ihrer Freundin gemeinsam in das Zimmer des Meisters. Nein, Carlotte wird allein hineingeführt. Ich warte in einem kleinen Vorraum. Carlotte kommt nach einer halben Stunde noch nicht wieder. Ich habe Angst um sie und gehe einfach durch die Tür. Was sehen Sie? Carlotte sitzt in einem Sessel vor einem Schreibtisch. Ihr Kopf ist zurückgefallen. Ein Mann in einem goldenen Gewand steht vor ihr und spricht auf sie ein. Was sagt der Mann? Werden Sie gehorchen und werden sich töten, gern töten? Was tun Sie? Ich schreie. Der Mann wirft den Kopf hoch. Ich weiß nicht, ob ich fliehen soll, aber ich kann Carlotte nicht im Stich lassen. Der Mann kommt auf mich zu. Sein Gesicht ist von einer Kapuze bedeckt. Nur seine Augen kann ich sehen. Er kommt auf mich zu. Er fragt, was haben Sie gehört? Ich stammele, nichts. Er herrscht mich an, lügen Sie nicht. Seine Augen bohren sich in mich. Was tut der Mann weiter mit Ihnen? Er führt mich zu einem Stuhl. Ich lasse alles mit mir geschehen. Er sagt, Sie werden vergessen, dass Sie hier im Zimmer waren. Wenn Sie gefragt werden sollten, so antworten Sie, dass Sie draußen auf Ihre Freundin gewartet haben. Weiter. Ins ferne Stimme bekam jetzt einen Unterton von Gequältheit. Sie sprach langsamer, stockender, und ihr Kopf begann unruhig auf dem Kissen hin und her zu schlagen. Er sagt, Sie werden mir immer gehorchen. Wenn ich Ihnen die Worte »Die Stunde ist gekommen« sage,
werden Sie tun, was ich Ihnen befehle. Vergessen Sie nicht, die Stunde ist gekommen. Wiederholen Sie. Wittmann blickte zu mir hin und äußerte, bei Ihnen, Mr. Cotton, lautete der entscheidende Satz, der Weg ist lang, aber weit, und wie er bei Carlot Kenzer hieß, werden wir nie mehr erfahren. Er wandte sich wieder an zu. Am Morgen des anderen Tages waren sie in der Wohnung ihrer Freundin Carlot Kenzer. Sie waren entschlossen, dort zu bleiben. Dann läutete das Telefon. Sie nahmen den Hörer ab, was geschah? Er war am Apparat, und er sagte, die Stunde ist gekommen. Er befahl mir, das Haus zu verlassen, den Anruf zu vergessen, und wenn ich gefragt würde, so sollte ich antworten, ich wäre nur gegangen, mich umzuziehen. Er sagte, er wüsste, dass ich keine Lust hätte, ständig bei Carlot zu sein. Ich sollte nicht mehr auf Carlot aufpassen. Dann befahl er, Carlot an den Apparat zu holen. Ich gehorchte, danach ging ich fort und zog mich zu Hause um. Am Abend desselben Tages, Miss Tompere, hielten sie sich auf Wunsch des FBI-Beamten Cotton wieder in der Kenzerschen Wohnung auf. Sie hatten versprochen, über Nacht dort zu bleiben. Sie wurden wieder angerufen. Was befahl er ihnen? Ich sollte sofort mit der Untergrundbahn zur 112. Straße fahren. Dort sei ein Zimmer für mich reserviert. Ich soll in dem Zimmer bleiben und auf seinen Anruf warten. Ich gehorchte. Der Professor beugte sich über das Bett und sah ins Gesicht aufmerksam an. Es ist nicht mehr zu verantworten, sagte er uns. Es strengt Sie zu sehr an. Ich muss Sie aufwecken. Warten Sie bitte in dem Arztzimmer auf mich. Wir gingen hinaus und warteten an die 10 Minuten auf den Professor. Weder Phil noch ich sprachen ein Wort. Endlich kam er. Wochenlanger Sanatoriumsaufenthalt und eine sehr sorgfältige Behandlung werden Sie wieder zu dem Menschen machen, der Sie war, bevor Sie diesem Burschen einem Mörder ohne Waffen in die Hände fiel. Sie haben alles gehört? Ja, stieß ich zwischen den Zähnen hervor, soweit wie sie erzählt hat, aber was geschah weiter? Immer das Gleiche. Er rief sie an und befahl ihr, die Haare zu färben, eine Sonnenbrille zu tragen. Carlot Kenzer hatte er zu dieser Zeit schon in den Tod geschickt. Er befahl ihr, das Schließfach zu mieten. Einen zweiten Schlüssel mag er sich schon vorher besorgt haben. Sie musste zur Bank gehen, um das Geld zu holen, und als er das Geld im Schließfach wusste, befahl er ihr, sich zu töten. Das ist alles. Welche Rolle spielte das goldene Armband dabei? Fragte Philosophie. Sie wissen, diese eigenartige Spirale. Wittmann zupfte an seinem kleinen weißen Bart. Die Art der Hypnose, die der Unbekannte anwandte, ist sozusagen die letzte und höchste Stufe. Um einen Menschen so unter den eigenen Willen zu zwingen, braucht man gemeinhin Monate der Beeinflussungsmöglichkeit, er aber schaffte es in wenigen Minuten, die ihm bei einer Begegnung zur Verfügung stehen. Er richtet seine Opfer auf einen bestimmten Satz aus. Wann immer Sie diesen Satz von einer Stimme gesprochen hören, fallen Sie in hypnotischen Schlaf, und während dieses Schlafes kann er Ihnen seine Befehle suggerieren. Nun vollzieht sich eine Hypnose nicht in der gleichen Form wie ein gut funktionierendes Auto. Jeder Mensch trägt in sich Instinkte, die einem unbewussten hypnotischen Auftrag Widerstände entgegensetzen werden. Je stärker diese Instinkte, desto intensiver muss die hypnotische Beeinflussung sein, um den Instinkt zu überwinden und das Opfer dazu zu bringen, dem Befehl zu folgen. Einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Instinkt des Menschen überhaupt, ist der Lebenserhaltungstrieb. Sie können einem Menschen nicht einfach unter hypnotischem Einfluss befehlen, sich umzubringen. Er wird es nicht tun. Man muss gewissermaßen einen Haken schlagen und ihm suggerieren, dass er etwas Bestimmtes, etwas sehr Schönes nur auf dem Umweg über seinen eigenen Tod erreichen kann. Sie müssen verstehen, dass Worte diese Dinge, die sich im Unterbewusstsein abspielen, nur sehr ungenau bezeichnen.
Jedenfalls suggerierte der Unbekannte seinen Opfern das goldene Armband als einen Weg, der zu herrlichen Erlebnissen führt, koppelte diese Suggestion mit dem Befehl zum Selbstmord und überbrückte auf diese Weise den Selbsterhaltungstrieb. Darum fanden sie die Toten mit einer Goldspirale am Handgelenk. Ohne diese Spirale hätten sie sich nie umgebracht. Barrymore Mann und Jennifer Bend wurden ohne solchen Schmuck gefunden, warf ich ein. Ich weiß, antwortete Bittmann. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Es ist nur so zu erklären, dass der Mörder bei diesen beiden Opfern die Möglichkeit längerer und ständiger Beeinflussung hatte, so dass er auf seine Hilfsmittel verzichten konnte. Wie viel Uhr ist es überhaupt? Fragte ich. Gleich Mitternacht, antwortete Philosophie, wir haben fast 24 Stunden gebraucht, um dich zu einem vernünftigen Menschen zu machen. Ich packte den Professor am Arm. Hören Sie, sagte ich. Was passiert, wenn ich dem Burschen gegenübertrete, und er schreit mir wieder den Satz ins Gesicht, mit dem er mich dazu brachte, mich um ein Haar selbst umzubringen? Er hob ein wenig die Schulter. Genau lässt sich das nicht sagen, Mr. Cotton. Sie standen bei weitem nicht unter einem so intensiven hypnotischen Zwang wie zum Beispiel Miss Tompere, von Charlotte Kenzer überhaupt nicht zu reden. Sie haben ihm auch mehr entgegenzusetzen. Aber trotzdem kann es sein, dass sie ihm sofort wieder gehorchen werden. Wie stehen die Chancen? Vielleicht 50 zu 50. Ich grinste flüchtig. So gut stehen sie selten. Dann wandte ich mich an Philosophie. Was habt ihr unternommen in der Zeit, die ich verschlafen habe? MRI hat den Y-Bau unter Überwachung stellen lassen. Mehr nicht. Noch nicht. Er wollte abwarten, bis du wieder in Ordnung warst. Er rechnete mit Hinweisen, die du geben konntest. Okay, stieß ich zwischen den Zähnen hervor. Ich bin in Ordnung. Komm. Wo ist der Jaguar? Steht vor der Klinik. Ich habe dich in ihm hergefahren. New York schlief noch nicht. In endlosem Strom pulsten die Wagen durch die Straßen, heulten ihre Motoren, rauschten die Räder, tönten die Hupen. Die Lichtreklame schüttelte ihre Leuchtkaskaden über die Menschen. Von Ferne brummten die Sirenen der Schiffe auf dem Hudson. Das Hauptquartier. Ich bremste, und wir gingen hinein. Der Chef wartet auf euch, sagte der Mann in der Zentrale. Ich habe ihn eben mit der Klinik verbinden müssen. Wir stiegen die Treppen hinauf zu MRIs Zimmer. Hallo, Jerry, sagte der Chef und sah mich aufmerksam an. Wie geht es? Gut, erwiderte ich. Haben Sie Nachrichten von der Überwachung des Clubs? Ja. Es scheint etwas los zu sein. Sie veranstalten offenbar wieder eine Sitzung. Es sind eine Menge Leute dort. Offenbar Anhänger. Heben Sie den Club aus, Chef. Wann? Fragte er. Sofort, antwortete ich. Sind Sie sicher, den Boss dort zu finden? Ich bin nicht sicher, aber wir werden Leute dort finden, die ihn kennen. Wenn diese Leute nicht reden wollen. Sie werden reden, stieß ich zwischen den Zähnen hervor. MRI hob den Telefonhörer ab. Bereitstellung in einer Viertelstunde. Er sah mich von unten her an. Ich denke, Sie bleiben besser abseits, Jerry. Ich weiß, was Sie denken, Chef, entgegnete ich. Ich könnte ihm begegnen und er könnte mich wieder unter seinen Willen zwingen. Vielleicht stimmt es, Chef, aber trotzdem werde ich nicht zu Hause bleiben. MRI kannte mich. Er sagte nichts mehr. Eine Viertelstunde später zischte unsere Kolonne von 5 Fahrzeugen durch New York, Phil und ich mit dem roten Jaguar an der Spitze. MRI folgte im Chefwagen, und dann die anderen Autos mit den Kollegen. Wir verzichteten auf Sirenengeheul und rotlichtige Funkel. Wir fuhren schnell, aber ohne Aufsehen zu unserem Ziel. In der 132. Straße parkten wieder die schweren Buicks und Cadillacs an den Bordsteinen. Der Rummel im Y-Bau war noch im Gange.
Wir stoppten der Reihe nach. Die Kollegen verschwanden im Gelände. Es bedurfte keiner Befehle. Das Haus wurde geräuschlos umstellt. MRI, Phil, 2G-Men und ich gingen zum Männereingang. Ich läutete nicht. Ein Stück Eisen, ein Meißel, 2 Griffe, und die Tür sprang knackend auf. Das alte Fräulein hinter dem Spendekarton mit dem Schlitz starrte uns offenen Mundes an. Einer der beiden G-Men blieb zurück und beschäftigte sich mit ihr. Ich führte unseren kleinen Trupp durch den langen Gang, der vor dem schwarzen Vorhang endete. Etwas bewegte sich dort, etwas, das genauso schwarz war wie der Vorhang, so dass ich es kaum wahrnehmen konnte. »Was wollen Sie?« fragte eine raue Stimme. »Das«, sagte ich und schlug in das Schwarze hinein. Ich traf ein Kinn oder einen Magen oder auch nur die Brust. Jedenfalls stieß er ein Stöhnen aus, und der Mann mit dem schwarzen Umhang und der schwarzen Kapuze wand sich zu unseren Füßen. Der zweite G-Mann blieb zurück, um ihn sicherzustellen. Ich schlug den Vorhang auseinander. Wir schlüpften durch den Spalt. Sekundenlang standen wir und starrten das Bild an. Die Sitzung schien auf ihrem Höhepunkt. Einige Kerzen brannten. Geisterhaft schwebte etwas wie eine Gestalt auf der Mitte des Tisches. Wie von fern sprach eine undefinierbare Stimme leise Worte, als ich diese Welt verließ, wurde ich glücklich, sehr glücklich, sehr glücklich. Undeutlich schimmerten die Gesichter von Menschen, von Männern und Frauen, die die Erscheinung mit aufgerissenen Augen anstarrten, die jedes Wort in sich hineintranken. Hinten thronte die weiße Gestalt, die das alles hier regierte. »Licht«, sagte ich, und die 3 starken Taschenlampen, die jeder von uns in der Hand hielt, flammten auf. Ein Sekundenbruchteil des lähmenden Erschreckens, dann vielstimmige Schreie aus Männer- und Frauenkehlen. Im kalten Licht der Handscheinwerfer verwandelte sich die Erscheinung auf der Tischmitte in ein Stück mit Leuchtfarbe getränkte Gaze, das von einem Faden gehalten von der Decke hing. »Ruhe«, schrie ich. »FBI«. Niemand rührt sich von seinem Platz. Ich ging um den Tisch herum, stieß einen dicken Mann, der mir im Weg stand, vor den Bauch. Der Weiße saß wie gelähmt auf seinem Stuhl. Ich fasste das Ende seiner Kapuze, riss sie ihm herab, fasste seine Haare und drehte seinen Schopf. Aus weit aufgerissenen Augen starrte mich Frederik Blussock an. »Wo ist der Lichtschalter?« herrschte ich ihn an. »Dort«, stammelte er und zeigte mit einem bebenden Finger. Phil ging hinein und fand den Schalter zwischen 2 Vorhangfalten. Ein nüchternes graues Licht fiel von der Decke, zerstörte den letzten Rest der geheimnisvollen Atmosphäre. Ich erwischte den 2. der Männer in schwarzen Gewändern, der sich eben aus dem Raum drücken wollte. Ich war mit 2 Schritten bei ihm und zog ihn zurück. Er hob sofort die Arme über den Kopf. Ich benutzte selbst den Ausgang, der wie alle hier durch die dichten Falten der Vorhänge nicht zu erkennen war. Es kam ein kleiner Gang, der selbst wieder vor einem Vorhang endete. Ich griff in den Stoff und tastete nach dem Spalt, fand ihn, entdeckte dahinter eine Tür und drückte die Klinke nieder. Es war ein anderer Eingang zu dem Chefzimmer, das ich nun zum 3. Mal betrat. Nur auf dem Schreibtisch brannte eine Lampe. In ihrem Schein sah ich eine kleine Gestalt, einen Telefonhörer am Ohr, und ich hörte seine Stimme. »Sie sind da. Sie haben die Sitzung gesprengt. Sie werden uns verhaften, was?« Mit lautlosen Schritten hatte ich mich dem Mann genähert. Eine Hand legte ich ihm auf den Mund, mit der anderen nahm ich ihm den Hörer aus der Hand. Oh, ich kannte den Burschen. Jack Smith, der sich Forscher nannte. Er drehte den Kopf zur Seite und starrte mich an. Ich sah ihm drohend in die Augen. Er rührte sich nicht. Ich hielt ihn fest und hörte seine Stimme: »Lasst euch nicht einschüchtern. Sie können nichts beweisen. Haltet euch an meine Anordnungen.« Er stutzte, weil er keine Antwort bekam. »Hallo, Jackie«, rief er. »Hallo?« Dann knackte es. Er hatte eingehängt.
Langsam legte ich den Hörer auf die Gabel. Ich ließ den Forscher los. Er drehte sich und wich gegen den Schreibtisch zurück. »Mit wem hast du telefoniert?«, fragte ich ruhig. »Ich weiß nicht«, sagte er töricht. Er war ein kleiner Mann, auch nicht mehr jung, aber er war die rechte Hand eines unheimlichen Mörders. »Mit wem hast du telefoniert?«, wiederholte ich meine Frage. Mit zitterndem Handrücken wischte er sich über die Lippen. »Ich kenne nur die Nummer«, stotterte er. »LEW 5798.« Ich schob ihn mit einer Handbewegung zur Seite, nahm den Hörer ab und wählte die Auskunft. »Auskunft Fernsprechamt«, quäkte eine Mädchenstimme. »Wer ist der Teilnehmer mit dem Anschluss LEW 5798, Fräulein?«, fragte ich. »LEW 5798, wiederholte sie. »Einen Augenblick, bitte.« Ich wartete, es summte in der Leitung, und ich ertappte mich dabei, dass ich überlegte, ob der elektrische Strom das Geräusch verursachte. »Hallo«, sagte das Fräulein, »der Anschluss LEW 5798 gehört M.A. Barrymore Maine.« Ich glaubte, nicht verstanden zu haben. »Barrymore Maine. Das erste Opfer des Mörders ohne Waffen, und gleichzeitig er selbst.« »Hallo«, quäkte es in der Leitung. »Hallo, haben Sie verstanden? M.A. Barrymore Maine.« »Ja, danke«, sagte ich, »ich habe verstanden.« Ich war wieder da. Ich hieb den Hörer in die Gabel. Ich packte Jacks mit am Ärmel und zerrte ihn im Laufschritt mit in den Hauptraum. »Hier«, sagte ich und schleuderte ihn in die Menge der Herren im Smoking und der Damen im Abendkleid, die wie eine Herde zusammenstanden. Ich erwischte ihn, wie er Barrymore Maine warnte. »Wenn es Ihnen recht ist, fahren Phil und ich im Jaguar voraus. Vielleicht kommen Sie mit ein paar Leuten nach.« »In Ordnung«, sagte der Chef. »Aber wieso Barrymore Maine?« Ich hatte keine Zeit mehr für eine Antwort. Ich rannte schon durch den Gang zum Ausgang, dann auf die Straße. »Geh hinein und unterstütze den Chef«, rief ich einem unserer Leute zu, der an meinen Wagen stand. Ich sprang hinter das Steuer, ohne den Wagenschlag zu öffnen. Ich startete. Im selben Augenblick sprang Phil auf den Beifahrersitz. »Hinein mit dem Rückwärtsgang!« Ich kurbelte am Steuerrad. Der Jaguar raste mit den Hinterrädern den Bürgersteig hoch, schaukelte mit der Karosserie, als ich stoppte, und tat einen Satz nach vorn, als ich ihm in ersten Gang voll Gas gab. Phil drückte mit der linken Hand gelassen zwei Knöpfe am Armaturenbrett, während er mit der rechten seinen Hut festhielt. Das Rotlicht flackerte, und die Sirene heulte. Ich riss den Wagen um die erste Straßenecke. Dann schoss er jaulend die Gerade entlang. »Wieso Barrymore Maine?«, fragte Philosophie. »Ich weiß nicht«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Er oder jedenfalls jemand, der unter seiner Nummer zu erreichen ist.« Ich zischte an einem Lastwagen vorbei, riss das Steuer nach rechts, um einem Personenwagen auszuweichen, dessen Fahrer das Rotlicht zu spät bemerkt hatte. »Jemand, der in seinem Haus wohnt«, setzte ich hinzu. Wir waren nie in dem Haus gewesen, in dem Barrymore Maine gelebt hatte und gestorben war, aber wir kannten die Adresse aus den Akten der Polizei. 16 Brisk Avenue, altes, vornehmes, etwas verschlafenes New York, hauptsächlich Villenhäuser, gebaut um die Jahrhundertwende. 2 Minuten, bevor wir die Brisk Avenue erreichten, stellte ich die Warnsignale ab. Als wir in die Straße einbogen, nahm ich das Gas weg. Fast lautlos kam der Jaguar vor Nummer 16 zum Stehen. Ein altes Villenhaus mit einem kleinen Vorgarten, der Andeutung einer Freitreppe, einem Erker mit einem Balkon darüber. Wir sprangen aus dem Wagen. »Leuten«, fragte Phil leise. Ich zeigte nach oben. »Im ersten Stock ist Licht. Neben der Tür befand sich ein kleines, unvergittertes Fenster. 2 Winke«, Phil stemmte die Hände gegen die Mauer. Ein Sprung, ich stand auf seiner Schulter,
schlug mit dem Knauf des Revolvers die Scheibe ein. Es klirrte ein wenig. Ich griff durch, entriegelte den Griff, stemmte mich hoch und ließ mich ins Innere gleiten. Es war dunkel, aber es war kein Problem, die Tür zu finden. Der Schlüssel steckte von innen. Ich ließ Phil herein. Unsere Taschenlampen zeigten uns, dass wir in der Halle standen. Vor dort ging eine Treppe nach oben. Auf dicken Läufern schlichen wir lautlos hinauf. Ganz nahe brachte Phil seinen Mund an mein Ohr. Dort, hauchte er. Ich sah es. Unter einer Tür schimmerte Licht her. Na, los, knurrte ich. Ich gab ihm meine Lampe zu halten, legte die Hand auf den Griff und stieß die Tür auf. Wir sahen eine Art Arbeitsraum, die Schreibtischlampe brannte, eine Zigarette qualmte im Aschenbecher, ein halbvolles Glas stand auf dem Tisch. Einige Papiere lagen dort so, als habe sie eben jemand noch in der Hand gehalten, und über diesen Papieren lag eine schwere schwarze Hornbrille. Ich ging hin und nahm sie auf. Weißt du nun, wer der Mörder ohne Waffen ist? Fragte ich. Charles Landy, antwortete Phil langsam. Barrymore Maines Neffe. Wir sahen uns um. Eine Tür stand offen und führte in einen dunklen Nebenraum. Wir gingen vorsichtig hinein. Es war ein Schlafzimmer, aber niemand war darin. Dann heulte unten auf der Straße ein Automotor auf. Wir hörten eine Krachen, ein Knallen von Blech, als der Wagen gegen irgendetwas rammte. Ohne ein Wort der Verständigung rannten wir. In weiten Sätzen flog ich die Treppe zur Halle hinunter. Phil wenige Schritte hinter mir. Dann polterte es. Phils Licht ging aus. Ich hörte ihn schwer aufschlagen, aber bevor ich eine Bewegung machen konnte, rief er: Halt dich nicht auf, Jerry. Ich bin okay. Ich raste durch die Halle. Der Jaguar stand an seinem Platz. Die niedrigen Gitter zur Garageneinfahrt des Hauses gähnten schief in den Angeln. Er war einfach mit dem Wagen davon gerast und hatte sie gesprengt. War er das? Die roten, fast verschwimmenden Schlusslichter dort am Ende der Straße. Der Sprung hinter das Steuer, das Starten, Gas geben, das war alles wie eine Bewegung. In rasender Fahrt zischte mein Wagen den roten Lichtern nach. Ich drückte den Scheinwerferknopf. Weit fraß sich das weiße Licht in die Straße hinein. Die roten Lichter wuchsen, wurden größer. Jetzt verschwanden sie, aber es gab nur eine Straße, die nach rechts abbog, und ich verfehlte sie nicht. Ich kam näher und näher. Mein Scheinwerferlicht berührte schon das Heck des Fahrzeuges vor mir. Ich kannte das Modell nicht. Es war ein flacher Sportwagen, sicherlich nicht viel langsamer als mein Jaguar. Er merkte, wie nahe ich ihm auf den Fersen war, und er gab mehr Gas. Die Straße war gerade. Nur zollweise rückte ich jetzt näher an ihn heran. Da versuchte er einen teuflischen Trick. Er trat auf die Bremse. Bei dem Zahn, den wir fuhren, genügte der Augenblick, den ich sein Stopplicht später bemerkte, um hinten auf ihn aufzufahren, und damit rechnete er wohl. Er hatte eine gute Chance, davon zu kommen, weil das ganze Heck zwischen ihm und dem Tod lag, während ich mir bei dem Aufprall sicherlich das Genick gebrochen hätte. Ich nahm den Fuß nicht vom Gas. Ich drehte ganz wenig am Steuer, und der Jaguar schoss daumenbreit schräg an dem bremsenden Wagen vorbei. Ich hörte das Quietschen der blockierten Räder, aber ich hatte keine Zeit, es zur Kenntnis zu nehmen, denn die Häuserwand der linken Seite raste mit Schallgeschwindigkeit auf mich zu. Ich korrigierte die Richtung um Daumenbreite. Jetzt wollte sich der Jaguar die Nase an einer Laterne einrennen, aber danach hatte ich ihn in der Gerade und konnte ihn bremsen. 300 Yard mochte ich verloren haben. Der andere hatte schon gewendet und fuhr eben an. Ich riss mein Fahrzeug in einer einzigen Kurve über die Straßenbreite herum wie ein gut dressiertes Pferd. 15 Sekunden später hockte ich dem Sportwagen wieder im Nacken. Er versuchte mich abzuschütteln, indem er Querstraßen und deren Kreuzungen benutzte.
Ich ließ nicht locker. Er entkam mir nicht. Mal war der Abstand größer, mal geringer, aber nie waren es mehr als 200 Yard. Ich konnte keinen Blick zur Seite riskieren. Ich wusste nicht mehr, in welcher Gegend New Yorks wir herumschaukelten. Bei der Kreuz- und Querfahrerei hatte ich so gut die Orientierung verloren wie der Mann vor mir. Und doch erkannte ich nach einer Jagd von vielleicht 20 Minuten plötzlich, dass wir uns auf dem Weg zur Crubond Bridge befanden. Wir rasten durch die dunklen, schlecht beleuchteten Straßen. Dann schimmerte vor uns die neonbeleuchtete Brückenauffahrt. Vielleicht zuckte sein Fuß einen Augenblick vom Gas zurück, als er merkte, dass die Fahrt ihn ohne seinen Willen dorthin geführt hatte, wo eines seiner Opfer geendet hatte. Jedenfalls gewann ich plötzlich Boden. 100 Yard, 50, und bevor er den Sportroadster wieder auf vollen Touren hatte, lag ich neben ihm. Seite an Seite rasten wir auf die Brücke. Ich lachte grimmig. Millimeterweise bewegte ich das Steuer und drängte ihn nach rechts ab. Jetzt musste er bremsen, wenn er nicht den Bordstein streifen und sich überschlagen oder mich rammen und uns beide in einen Haufen Blech und Körperfetzen verwandeln wollte. Jetzt konnte er zeigen, ob er den Mut zum Selbstmord auf die eine oder andere Art aufbrachte. Er brachte ihn nicht auf. Er bremste ab, und ich bremste mit. Dann war ich an ihm vorbei. Die Geschwindigkeit fiel. Ich stellte den Jaguar quer über die Straße und hielt endgültig. Der Roadster stand 100 Yard weiter. Fast gleichzeitig sprangen wir aus unseren Fahrzeugen. Ich dachte, er würde versuchen, mich abzuschießen, aber er tat nichts dergleichen, sondern rannte. Ich spurtete hinter ihm her. Er warf einmal den Kopf zurück, und ich blickte in Charles Landys völlig verzerrtes Gesicht. Ich merkte, dass ich ihn einholen würde. Er stürzte an das Brückengeländer, schwang sich hinüber, verschwand. Ich war heran, klammerte mich an die Brüstung und wartete auf das Aufklatschen im Wasser. Nichts geschah. Ich beugte mich weit hinüber. Da sah ich ihn in den Verstribun gehen der Brücke klettern. Es war unsinnig, was er tat, und es war nicht viel sinnvoller von mir, ihm zu folgen, aber ich tat es dennoch. Es war fast dunkel unter der Brücke, eine Dunkelheit, die von der Neonbeleuchtung nur stellenweise spärlich erhellt wurde. Die Träger, Versteifungen, Pfeiler waren feucht und glitschig. Das Eisen war so kalt wie Eis. Ich rutschte ein Stück, fand Halt in einem Winkel, setzte den Fuß auf eine Querleiste, zog mich hoch, angelte einen Augenblick, lag an einem T-Träger, und dann war ich Charles Landy schon ganz nahe. Er hatte sich festgeklettert. Er hockte am Ende einer waagerechten Verbindung, angeklammert an einem senkrecht aufgesetzten Pfeiler, der zu dick war, als dass er ihn hätte umklettern können. Er konnte nicht mehr zurück. Ich stand am Ende des Trägers. Es blieb ihm nur der Weg in den Hudson hinab. Er drehte sich langsam um, sah mich. Ich ergebe mich, sagte er mit unkenntlicher Stimme. Der Träger war breit wie ein Weg. Ich ging langsam auf den Mann zu. Nein, stammelte er, nein. Und plötzlich schrie er, der Weg ist lang, aber leicht. Hören Sie? Der Weg ist lang, aber leicht. Die Sätze trafen mich wie ein Schlag. Sie fuhren mir in den Magen, und sie griffen mit langen gierigen Händen. Eine Sekunde nur, dann war es vorbei, und ich sagte hart, nein, Landy, der Weg ist kurz, aber schwer. In einem Schimmerlicht, der von irgendwoher gekommen war, sah ich das Weiße seiner Augen aufleuchten, nur das Weiße, und ich warf mich nach vorn und schlug zu. Er stand angeklammert und wehrte sich nicht. Ganz langsam sackte er in die Knie und dann zur Seite, und mir schien es, als rausche der Hudson lauter in der Erwartung seines Opfers. Ich ließ ihn los. Sein rechter Fuß glitt ab. Er schwankte, und ich packte zu.
Ich zog seine schlaffe Gestalt an den Aufschlägen seiner Jacke hoch und lehnte ihn gegen den Pfeiler und hielt ihn dort fest. Dort stand ich mit ihm und musste die ganze Zeit daran denken, dass er irgendeinen Höllentrick finden würde, um den Richtern und dem Henker zu entwischen. Vielleicht würde er sie hypnotisieren. So standen wir, bis es oben auf der Brücke lebendig wurde und Carps, Emma, Hai und Phil uns aus dem Gewirr des Stahls und Eisens herausholten. Stern, Stern, Stern. Charles Landy war der Neffe von Barrymore Maine. Er entdeckte seine hypnotischen Fähigkeiten, als er sich einmal auf einem Rummelplatz einem Hypnotiseur zur Verfügung stellte und der Künstler auf der Stelle einschlief. Seitdem interessierte er sich für Hypnose, und er brachte es weit damit. Landy war nicht gut bei Kasse, und seine einzige Aussicht auf Geld war sein Onkel Barrymore Maine, aber Maine trug sein Vermögen in spiritistische Zirkel. Landy suchte nach einer Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Er machte die Bekanntschaft von Frederic Blussock, der zusammen mit Jack Smith den Krishnetten Club gegründet hatte, um auf Kosten von Leuten, die sich für Übersinnliches interessierten, leben zu können. Landy brachte die Sache in Schwung. Erst er führte alle die Tricks ein, die den Leuten etwas für ihr Geld boten. Er baute das Y-Haus, vervollständigte das Repertoire an Leuchtgase, an besonderen Toneffekten und plötzlichen Erlöschen von Kerzen und ähnlichem mehr. Das meiste davon beruhte einfach darauf, dass ein völlig schwarz gekleideter Mann in einem schwarzen Raum auch bei leidlicher Beleuchtung nicht gesehen wird. Man brauchte zum Beispiel nur von dem schwarz verhüllten Blussock plötzlich die Hülle vorzuziehen, und er stand wie aus dem Boden gewachsen im Raum. Dennoch, was in den Spenderkasten floss, war Landy auf die Dauer zu wenig, zumal er zusehen musste, wie Barrymore Maine sein Geld nicht nur den Krishneten zukommen ließ, und er begann, den Alten hypnotisch zu beeinflussen. Das ging über Monate. Maine änderte sein Testament zu Landys Gunsten, und eines Tages schickte Charles Landy den alten Barrymore in die Küche, um sich mit Gas zu vergiften. Wie alle Verbrecher konnte auch Landy nicht aufhören, zumal sich Maines Vermögen als sehr zusammengeschmolzen erwies. Er holte sich die kläglichen $8,000 der Jennifer Bend und setzte danach zu dem großen Fischzug bei den Tompers und Kensers an. Übrigens gelang es ihm nicht, seine Richter zu hypnotisieren. Sie verurteilten ihn zum Tod, und er endete auf dem elektrischen Stuhl. Ende.